Riechen gesehen mit dem dummen Tanz. Und den muss ich jetzt mal nachmachen. Patti, 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 Hier wird dein Drücken früher einkommen, dein Wasser nicht dazu aus den Tiefen emporgestiegen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Schön, dass ihr da seid. Kuss geht raus. Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Und willkommen zum heutigen Stream. Hallihallo, Hallöchen. Ich habe schon ein paar Donis verpasst, weil ich heute so spät da bin. Erstmal sorry für die Verspätung. Tut mir wirklich leid. Wir haben die letzten Tage aber immer eine Stunde früher angefangen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass wir heute mal 10 Minuten später anfangen. Küsse gehen raus. Wir hatten jetzt am Sonntag beim Monte-Pokémon-Stream 19 Uhr angefangen. Bei Mikis Pokémon-Stream, glaube ich, um 19 Uhr angefangen, am Samstag. Bei Trimax Pokémon-Stream um 19 Uhr angefangen, am Dienstag. Und gestern bei Amars Pokémon-Stream auch um 19 Uhr angefangen. Da bin ich heute mal 10 Minuten zu spät. Tut mir leid. Küsse gehen raus. Ich habe aber schon gesehen, dass ich die Nachricht von Milenski verpasst habe. Küsse Milenski habe ich gesehen. Kuss. Ich habe auch die Nachricht von Lena verpasst. Lena hat heute Geburtstag. Ich habe dich auf der Liste aufgeschrieben, Lena. Und Krusti habe ich auch auf die Liste aufgeschrieben. Küsse gehen raus. Ganz liebe Grüße zum Geburtstag. Ihr kriegt heute Abend ein Ständchen und einen Vollbildgruß, natürlich. So, Shiro Blanc, vielen, vielen Dank für den Sub. Ach, Krusti hat auch gesubbt. Kuss, der hat nämlich eben auch geschrieben, dass der Geburtstag hat. Kuss. iAssassin TV, Krusti, der alle echt. Ach so, hier. Ach, das ist sogar noch da, die Nachricht. Moin Meister, bin heute 19 geworden. Kuss, Krusti. Wird heute auf jeden Fall besungen. Kuss. Glow Nico, hey, kannst du bitte auf das neueste Video von Ehrliches Essen reagieren? Er hat ein Video über deine Gewürzmischung gemacht. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Ehrliches Essen. Ich war sehr gespannt, wie es ihm geschmeckt hat auch. Glow Nico, Kuss. Vielen Dank für die Empfehlung. Colin Held, Kuss. Max Tendo Agrobrudi, meine Freundin Effi hat heute Geburtstag. Könntest du für die süße Maus singen? Und by the way, können wir auch mal Smash spielen? Brauche Prügel. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin gerade dabei. Warte, ich schreibe erstmal Effi auf. Effi, Happy Birthday. Ich bin gerade dabei, einen neuen Char zu trainieren. Und ich werde sowieso die Tage mal wieder Smash-Streams machen, weil ich zock gerade sehr viel wieder Smash. Kuss. Anime ist live. Kuss. Efe Che. An alle vom Chat. Bye GME and hold.
Kurs. Das ist Marktmanipulation. Du musst immer dahinter schreiben: No financial advice. Du bist doch kein Finanzberater. Kuss. Du kannst es so formulieren: Ich persönlich habe GME und AMC gekauft. Was ihr macht, müsst ihr selber wissen. Kuss. Max Lobeck: Hey Unge, du hast bereits meiner kleinen Hündin Lila ein Geburtstagsgrußständchen gemacht. Nun ist auch mein Geburtstag und ich würde mich ebenfalls sehr darüber freuen. Max, ganz liebe Grüße zum Geburtstag. Kuss geht raus. Und natürlich bekommst du auch ein Ständchen. Kuss, 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 Kuss. Lost Fire, Survival Moritz, Kolonialplanet, huhu. Klaust du heute Vlesks Farbe bei Among Us? Ich versuche es, okay? Dann werde ich rosa nehmen. Alles klar, mache ich. Ist es ein Insider? Kenne ich ja noch nicht. Kuss, Kuss, Kuss. Oder wegen der Hintergrundbeleuchtung. Sekra Pekmechi. Sekra Pekmechi. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Küsse gehen raus. Max, das mit dem 48 Paletten der Gewürzmischung gestern war kein Joke. Was? Ich besitze wirklich so viele, denn du weißt, ich bin ein Psychopath. Max, als ob du wirklich 48 Paletten hast. Max, 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 Max. Alter Schwede, ja dann. Bist du auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall gut vorgesorgt. Kuss. Testgeek. Küsse. Ein Manuel und Henny Hennig. Nie wieder CDU. True Dad. Kuss geht raus. Tube Surfer. Hallo Simon. Könntest du Alena zu ihrem 18. Geburtstag gratulieren? Sie würde sich sehr über ein Ständchen freuen. Küsse gehen raus. Alena, falls du gerade zuschaust, Happy Birthday, meine Liebe. Natürlich kriegst du heute Abend ein Ständchen und ein Vollbildgruß. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Dr. Greeny, Kuss. Wir haben heute ein paar sehr, sehr geile Videos für die Liste. Und ich bin sehr gespannt, Leute. Prost. Ich bin sehr gespannt auf den Stream. Danke an über 1000 Daumen nach oben, Leute. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir fangen heute mit dem Video an von welchem Video fangen wir an? Wir fangen heute mit welchem Video fangen wir an? Corona hat den 18. schon hops genommen, jetzt den 19. hoffentlich den 20er komplett auseinander. Krusti, ich hoffe auch, ich hoffe auch. Küsse. Mit welchem Video fangen wir an? Ja komm, fangen wir mal an. Nefarix, gestern Morgen auf der Arbeit 1000 Euro im Online-Casino gewonnen, also gönn dir. Bruder Nefarix. Übertreib nicht, ich küsse deine Augen. Du weißt, jetzt nach so einem Gewinn am besten kein großes Geld mehr reinstecken, dann bleibst du im Plus. Deko-Küsse. Boah, wir haben so viele, ich kann mich gar nicht entscheiden, welches Video wir zuerst gucken. Ich möchte gerne mal reinschauen bei TruePoint. Haben wir letzten Tage öfters mal welche empfohlen. Das ist der zweite Kanal von OnPoint. OnPoint ist auch ein Cutter von meinem Kanal, aber ich weiß nicht, was er die letzten Tage hier für Videos rausgehauen hat und die wurden mir tatsächlich öfters empfohlen. Also schauen wir mal rein, das sind so Clips. Sascha singt Someone Like You, Papa Platte fällt vom Stuhl. Ach, das sind immer so, kann es sein, dass er so, okay. Nicht so wie Hungriger Hugo das macht, so ganz viele verschiedene Clips, sondern das ist immer so auf eine Person bezogen. Montag Auer, Entschuldigung, Triumphs kann es nicht fassen. Ah, wir schauen mal rein, wir schauen mal rein. Let's go. Sascha singt Someone Like You, ich bin gespannt. Oh nein, oh nein. Lass mich raten, das wäre der Slot gewesen für den Streamer, der unten rechts ist, in dem Fall ich, mitzusingen, damit man noch mehr Leute layern kann. Sekunde. Er hat die Stimme eines Engels. Atemberaubend. Oh, ich kann den Text aber nicht. Egal. Oh nein. Oh Gott, warum? Warum? Ich hab das Problem ist, ich kann den Text auch nicht. The best for you too. Digga, ich hab Gänsehaut. Kurze Clap, easy Clap. Denn ich bin fresh. Nimmst die Gänsehaut der Zeug, ich bin gespannt. Ihren Preis, denn ich hab Cash. Geht nur noch um VGA. Ah doch, doch, es gibt auch doch verschiedene Clips, okay. Aber ein bisschen kürzer als die normalen Meme-Clips. Normalerweise sind wir so 5 bis 8 Minuten, 10 Minuten. Die sind eher so 3 bis 4 Minuten. Gucken wir mal rein. Ja, was los? Ich hau 2 Löffel Gamers Only rein, Bodi. 2 Löffel VGA hau ich rein. Köstlich, schmöchtlich. VGD. Okay, jetzt bin ich offiziell süchtig, Digga. Bruder, mein Kopf, Alter. Wir werden ja, aber auch das die Ding Zeit ist mitkriegen, wie ein Amerikaner 1 Million Twitch Primes hat. Nein, 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 das glaube ich nicht. 1 Million. 100 pro, du Arsch! Oh Gott, bist du dumm! Tust du nur so? Ei, ei, ei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, du Armer. Oh
und ihr Monster, boom, boom, gib mir den Kick, sie ist ein Monster, Monster. Ich glaube, ich sollte jetzt an dieser Stelle den Stream beenden. Das reicht mir dann auch wieder für heute. Ich schwöre euch, ey, und ich will Nico wirklich nicht in die Schublade schieben. Es soll sich falsch denken, alles was ich sag, ja, aber die Rechte, die Dame hier, ihr könnt euch sicher sein, die hat von Nico auf jeden Fall einen Blick abbekommen. Und zwar nicht nur einen. Und das sage ich euch, wie es ist. Bruder, die ist 12 oder was? Monsterblick und ihr Safe. Also wenn ihr die Dame mal bei Nico jetzt irgendwann in der nächsten 7... Die ist doch niemals volljährig, Alter. 7 bis 14 Tagen sehen. Die ist 15. Ja, wie ich gesagt habe. Ja, also, chilliges Video. Also. English in 3 minutes. The fastest way to learn English. But the other address is from him, and please don't send this package on this address, because, yeah. Pretty good. Oh. Oi, Memo. Oh, guck mal da rechts, Memo. That's a very, very... Ah, fuck, ich hab den Scheiß drauf. Ich schick einfach den Dings, Alter. Levin, mach ne Mücke. Mach ne Mücke! Jawoll! Raketenantrieb ist da! Jawoll! Jawoll! Sony Black, Junge! Wo bist du? Sascha! Wo seid ihr? Liga! Let's go! Gewonnen! Es kann nicht sein! Oh, Bro, kann ich bitte den neu anfangen? Der tiltet mich so hart, Jungs. Oh, mein... What the fuck? What the fuck? I've always loved sci-fi. And the idea of being right on the edge... Hä? Was habe ich hier geguckt? Two Point? Was habe ich hier geguckt? Es waren 3 Minuten Gehirnverblödung, Alter. Was habe ich hier geguckt, Junge? Was habe ich mir hier angeschaut? Digga, was habe ich mir hier angeschaut? Der Profi, Digga. Das will ich mir anschauen. Das ist schon älter. Das ist schon älter. Aber ich will es sehen. Den Clip kenne ich. Ein sehr guter Moment. Dadukat hat man im Hintergrund gesehen, der konnte hier schön rumlaufen und konnte schön Kills machen im Dunkeln, weil die ganze Zeit das Licht aus war. Mashallah. Mashallah, ich glaube, ich will mir noch einen Clip angucken. Weil die haben irgendwie mein Gehirn jetzt angeblödet. Diese Werbung, ne? Die habe ich letzte Zeit öfters bekommen. Ich weiß nicht, ob die auch schon mal bekommen, diese Werbung?
Die finde ich richtig scheiße. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, für das ich auf gar keinen Fall eine Werbung machen möchte. Ich schreibe es mir mal auf. Spiele, für die ich niemals ein Placement machen würde, weil ihre Werbung so extrem scheiße ist, dass ich den Entwicklern wünsche, dass ihre Ärmel beim Händewaschen herunterrutschen. Gut. Hero Wars gratis spielen. Hero Wars. Gut, das ist auf meiner schwarzen Liste. Das ist auf der Liste, die ich niemals, wenn die eine Anfrage schicken, ab jetzt sind die im Spamfilter. Ciao. Ich hasse diese Werbung. Was soll das eigentlich? Was soll das? Aktiven Freunde und herzlich willkommen. Pünktlich um 10 Uhr mit einem Käsebrötchen in der Hand. Mit dabei ist Kevin. Ich bin meistens aber der Typ, der gepickt wird. Mit dabei ist Insolvenz Nico 21. Moin, moin. Und das neue iPhone ist so ein geiles Produkt. Mit dabei ist der Crackhead Reeps. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was ich dazu sagen soll alles, ne? Ich bin schon groß und viel. Try, Leute, moin Max hier. Und mit dabei ist Solution. Aber nicht kleckern, so wie ich. Digga, Solution war gestern so betrunken in diesem Pokémon-Stream. Und er wurde so gebrochen. Alter. Wir spielen heute auf ganz entspannt eine Runde Mario Kart auf der Switch. Clips mit einem Käsebrötchen in der Hand. Okay. Was ist denn das teuerste VGA, was du hast, Bro? Alter, dein Chat. Das teuerste VGA? Ich glaube 90.000 oder 95.000 für die gelbe Edition, oder? Scheint es ja richtig zu interessieren, holy shit. Ja, Digga. Die freuen sich ja übertrieben. Das hier. Boah, Digga, geil. Holy shit, was zahlt man dafür? Oder also was zahlt man jetzt dafür? Also Höchstgebot ist bis jetzt 100.000. Laber, Bro. Und was hast du gepaid? 2.500. Shut up. Dude, what the fuck? Ja, aber ich hab's vor 2,5, 3 Jahren gekauft, Diggi. Ist der VGA-Markt auch so krank explodiert? Alles explodiert momentan, Digga. Außer unsere Hodensäcke, weil wir Single sind, Lul. Ja, man, High Five, Digga, fühl ich. Digga, das ist halt das Ding. Neue Zentrale. Alles anders. Bro, ich wünschte, dass bei mir daheim auch so wäre, dass mir nicht die Ohren abfallen. Immer wenn ich schreibe, lauter. Meine Kopfhörer sind so laut, ich mach noch ein Jahr Stream weiter und ich höre nicht mehr. Ich habe Probleme mit Hören in einem Jahr. Ich sag euch, wie es ist, Alter. Maxi, danke für 13 Monate, Mate. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Jetzt schreibt ihr zu leise. Sag mal! Was hörst du denn für Musik im Chat? Marcel, bist du dumm, Alter? Wenn wir jetzt gerade unter uns sind, ne? Erzähl mir bitte dein Erfolgsgeheimnis, wie du City so lange bei dir behalten konntest. Jetzt. Ah, Digga, ey, was für. Oh Gott, wie asozial, oder? Stell dir mal vor, deine Freundin hat sich von dir getrennt und dann fragt dich jemand, wie konntest du eigentlich die Beziehung so lange führen? Oh, das ist schon echt fies. Was für Wunden werden denn jetzt hier? Das ist echt fies. Rumgekratzt. Nein, aber er muss ja eigentlich das Erfolgsgeheimnis. Ach, halt's Maul, Nico. Digga, das Weirdeste, was ich gesehen habe, war das Interview mit den zwei Weibern auf dem Sofa. Erzähl mir nichts. Alter, Digga, das Weirdeste, was ich gesehen habe, ist, dass du einfach nach Transen suchst, Digga. Bruder, das ist doch nicht weird. Digga, Nico, er wollte einem Kumpel was zeigen, Digga. What the fuck? Das macht doch jetzt nicht den. Ja. Aha. Digga, als ob meine drei Roten. Oh, Reeves, danke, Mann. Ich hab's Digga, das schmeckt. Digga, das schmeckt. Nico, Digga. Boah, Digga, scheiß drauf, Mann. Digga, gute Qualität auf jeden Fall. Digga. Das bringt nichts, das höher zu stellen. Das ist einfach. Digga, das ist einfach nur verpixelt. Nico, Junge. Wer heißt denn Deutsch? Sabrinas Venonant. Oh, Bo. Nee, Blutzug? Ja, Blutzug. Ja, stark. Yippie. Digga, ist so krass, dass Trimax Probleme hat, die First-Gen-Pokémon aufzuzählen. Aber es ist halt einfach so. Trimax hat halt früher sich nicht für Pokémon interessiert oder hat auch Pokémon in seiner Kindheit, glaube ich, nicht. Hat er mal erzählt, glaube ich, nicht verfolgt oder so. Er entdeckt halt jetzt für sich. Ist ja auch schön, ne? Kann man auch nochmal jetzt entdecken, 2021. Alter! Ich wusste es nicht. Ich habe ihn gesehen, verarscht. Wann hat es in meinem Gehirn gekickt? Oh, was? Du hast dich verarscht? Ja, klar. Wie heißt es? Blutzug, ich habe dich doppelt verarscht. Oh, was? Du kannst es nicht machen, nicht vor all den Leuten! Kack!
doppelt verarscht. Okay. Nicht, dass ich, oh mein Gott, nein, 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 wer ballert mich? Oh, Jungs. Oh, und jetzt krieg ich einen Junge, Pilz und Kack. Digga, lutsch mein fucking... Einfach, es ist so nein, dumm. Oh, let's go. Ach so, ach so. Das ist nicht ein Handy. Oh mein Gott. Oh Gott, war das... Das war's gut, Bro. I can find someone like you. Nee, ich weiß es nicht. Oh Mann, Gott. Digga. Digga, in 4 Minuten kommen wir vor wie 20. Mario Kart bringt mich an meine Grenzen, holy shit. Oh, oh Digga. Läuft bei dir, Kevin? Bro. Bro, ich hab mich so mit vollem Bullet reingeworfen in den Stuhl. Die Luft da oben. So, lass uns ja, auch die rote rein. Perfekt. In der Luft, Monte? Digga, Danny, egal, wenn ich ihn sehe, denke ich immer, dass er jetzt betrunken ist. Hey, ja, Digga, scheiße gelaufen, würde ich mal an der Stelle sagen. Ja, lass uns mal Hause, bitte. Ja. Ich warte extra, bis du in der Luft bist, Alter, ich bin so gottlos. Ja, egal. 12 Sekunden später. Oh, aufs Ohr jetzt ausreizen. Ich reiz wieder aus, der Profi. Ich reiz aus. Oh! 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 Mip, mip! Ausreizgott! Okay, der war nicht schlecht. Der Ausreizgott. Ja, Opening. Ja, übermorgen in die Post, aber. Das war die falsche Dose. Eigene Popel fressen? Okay. Aber Asche nicht. Blitz, komm. Mann, ich seh nichts, weil ich folge mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Yippie! Mach doch mal ran, hier, mein Freund! Oh mein Gott, Monster sind wieder weggestellt. Ich hab ihn auch noch gedrückt und du hast ihn dann nochmal eine Rote gedrückt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieder schauen. Und rein. Boah, das war's mit dem Controller, aber komplett. Uiuiui. Checkt. Two-Point aus. Kurz für mehr solche Clips, aber mein Gehirn hält's nicht aus. Wir gehen rüber zu Flashy. Flashy hat auch genauso wie Miau und Kufu und Dummer Bockblin auch einen Zusammenschnitt von einem alten Stream gemacht. Und der wurde mir so oft vorgeschlagen jetzt. Und alle gesagt, oh, du hast Flashy vergessen. Du hast dir die anderen drei angeguckt, aber du hast Flashy vergessen. Ich denke mir so, hä? Ich kannte Flashy noch gar nicht. Aber jetzt gucke ich ihn auch mal an. Unge, der Angsthase. Wir hatten ja letztens vor kurzem Little Nightmares 2 gespielt. Und er hat auch den Little Nightmares 1 Stream, der auch schon ein Jahr her ist ungefähr. Oder länger, also ein bisschen, auf jeden Fall eine Weile her ist. Hat er zusammengeschnitten. Und ja, irgendwas Dummes draus geschnitten. Ich bin gespannt. Okay, Leute. So viele Leute haben jetzt geschrieben, du hast Flashy vergessen. Ich denke mir so, was? Wie viele Leute machen denn noch einen Zusammenschnitt von mir? Let's go. Ich küsse eure Augen, alle. Wir gönnen uns jetzt Little Nightmares. Das Ganze zocke ich zusammen mit dem Dano und dem Simon. Okay. Hä, es sind so Kinder in so Käfigen, ne? Oh mein Gott. Das ist ja wie bei mir zu Hause. FBI, open up! Oh, oh shit! B kannst du springen. Mit W? Mit B. Ach, mit B. Ich hab. Ja, was. Wo ist der W-Knopf? Der W-Knopf. Oh mein Gott! Gleich kommt ein richtig heftiger Jumpscare, Simon. Als ob, Junge. Ciao. Comedy Gold! Oh mein Gott, war das lustig! Okay, es sieht so ein bisschen so aus, als wäre alles so riesig und wir wären so klein irgendwie. Klein Kind, das durch. Oh mein Gott! Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ich bin super schreckhaft. Bin super, super so schreckhaft. Ey! Das ist fies. Das ist fies. Das war fies. Hier ist man vor Corona vorgesichert. Hier ist einfach einer abhängen, ne? Ach du Scheiße! Das sehe ich jetzt. Ich habe das Toppapier nur gesehen. Ich habe überhaupt nicht gesehen, was da über mir ist. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt Logan Paul wäre, würde ich jetzt einen Vlog drehen. Oh oh. Ich kann nicht lesen. Oh oh oh! Was ist das? Ah! Okay, man kann sterben. Oh shit, Sherlock. Oh, kam gerade eine Doli, die ich verpasst habe. Ich höre sie mal schnell nach, Leute. Moment. Und zwar war das eine Doli von Befi. Kuss. Könnt ihr auf den Unge Tanzi Remix reagieren? Machen wir, wenn Tanz wieder mit dabei ist. Der ist heute ja nicht dabei. Ich denke, vielleicht ist er morgen wieder dabei oder übermorgen. Dann machen wir solche Videos, die an uns beide gerichtet sind. Auf jeden Fall. Ja, ja. Wahrscheinlich. Dein Content während. Ramadan ist halal und awesome. Na, scheiße. Wissen macht. Ah. 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 Ah.
Wow! Ach, Simon. Oh mein Gott, es ist aber auch schlimm, wirklich. Oh nee. Ich versuche ja irgendwie durchzukommen, aber es ist wirklich kleine Albträume, Alter. Lass mich hier raus. Dieser kleine Junge, lass mich hier raus. Es ist wirklich kleine Albträume, Alter. Lass mich hier raus. Ich muss raus. Ja. Okay, ich glaube, ich bin weiter. Ein gewagter Sprung. Ich muss den Sprung wagen, Leute. Wir müssen den Sprung wagen. Komm schon rein da. Oh, da oben bewegt sich irgendwas Ekelhaftes. Leute, so sieht's nämlich aus. Meine größte Frage bisher ist, wieso gibt es so viel Klopapier in diesem Spiel? Corona. Comedy Gold. Ich hab Comedy revolutioniert. Schon so ein Psycho-Game. Ich bin ein Psychopath. Passt ja zu dir. Ich werf dich einfach in so eine Ecke. Leute, wie gesagt, schaut euch alles ganz in Ruhe an. Ist kein Race. Oh mein Gott, da sind ja sogar lebende Kinder noch im Bett. Oh, ich hab Bauchschmerzen. Oh, ich hab Auerbauch. Oh mein Gott, was ist das für ein Creep? Du musst dir den Unge Tanzi Remix anhören. Banger-Song. Was? Es gibt jetzt einen Song davon? Okay, es passt jetzt zur Atmosphäre nicht, aber ich werde es mir mal auf jeden Fall dem ich's anhören. Runtergesprungen. Er hat den Unge Tanzi Remix gemacht und ich hab ihn nie angehört. Oh nein, Flashy. Oh nein, Flashy. Oh mein Gott, das Kind ist so im Kopf aufgeschlagen. Ich schmeiß jetzt da runter. Boom. Aua. Oha, wenn man den Käfig da runterschmeißt, passiert etwas. Dann schreibt jemand. Hallo Simon, wie geht es deinem Kind? Mein Kind ist einfach nur noch ein Stück Brei mit Knochen. Jetzt läuft der Hase. Soos. Das ist wie ein Küsse. Als ob! Ich muss jetzt aus Beruhigung diesen Knopf hier drücken. Für so Aufmerksamkeitsdefizit-Menschen. Mann, ich bin so traurig. Ich hab den verschludert. Wir haben ja vorher da gewohnt und jetzt wohnen wir hier. Also wir sind umgezogen innerhalb von meiner City hier. Und dieser Knopf, der war von Razer. Das war so ein Knopf von der Tastatur von Razer. Und der war so geil und beruhigend. Der war auch so wie so ein Fidget Spinner, auch sowas für so ADHS-Kinder. Und ich hab da die ganze Zeit drauf gedrückt. Aber Sabine hat mir irgendwann abgenommen. Die hat gesagt, du kannst ja nicht immer draufdrücken. Das nervt die Leute im Chat. Weil du klickst die ganze Zeit. Und hier, das nervt halt nicht, weil es sich nur dreht so mäßig, ja. Es macht keine Geräusche, es dreht sich halt. Aber das hat Sabine hat gesagt, das nervt. Also sie hat ja die Videos geschnitten und sie hat immer gesagt, immer wenn ich Videos schneide, du drückst auf diesen Knopf. Das hat mich traurig gemacht. Immer drauf drücken. Das ist sowas wie ein Twitch-Spinner, nur halt. Immer wenn ich den Knopf drücke, wird jemand im Chat getötet. So wie eine Ehrenlos. Ich hätte die jetzt versteckt. James Smith, Kuss. Nein! Geiler Raum. Hallo Unge, ich würde dich jetzt umbringen. Mach das nicht! Hallo Unge, ich möchte dich jetzt umbringen. Mach das nicht mit mir! Bleib stehen! Nein, bitte nicht! Egal was sich ändert, der Fidget Spinner bleibt der gleiche. Oh mein Gott, Alter! Beschweren kann man da eher weniger. Oh, boah, krass, wie der abgeht. Meine Güte! Boah, so ein krasser Fidget Batman Spinner. Oh mein Gott! Dem gebe ich einen 10 von 10. Oh, ja, wie das sich geil anfühlt. Meine Güte, ja. Spidger, dieser Batman. Ultra cringe. Ich hab so Hunger. Oh mein Gott! Unge versus dieser eine Typ in den langen Armen. Jetzt häng ich hier fest, jetzt ist es soweit. Bah, ist der ekelhaft. Packt der gerade Kinder ein? Oh, er schnuppert! Forrest. Och Mann, der macht ekelhafte Geräusche, ich hasse ihn. Ey, das ist doch unverschämt. Schnell! Jawohl! Ich schmeiß das da runter. Nein, nicht da oben drauf. Oh nein. Oh nein, ist ein Raum voller Schuhe. Oh nein. Junge. Nein. Okay. Der Typ ist richtig ekelhaft am Atmen. Oh mein Gott. Nein. Affe, du gehst nicht los. Was ist mit mir? Ach, das ist doch Unverschämtheit. Du kleines Scheißvieh.
Da drüben ist Scheißvieh. Hä, ist das dein Ernst? Manchmal reagiert er auf den klatschenden Boden und manchmal reagiert er nicht auf den klatschenden Boden. Das war ein bisschen laut. Lauf! Easy clap. Oh, wir können Klavier spielen? Ja, das machen wir doch direkt mal. Wie fandet ihr das? 10 von 10? So wild. Ich kann nicht mehr. Crash die Arme ein, crash die Arme ein, crash die Arme ein. Nein, als ob er mich trifft. Also bin ich. Nein. Komm schon, quetsch doch jetzt ein. Phonebook. Quetsch doch ein jetzt. Oh nein, die Presse macht Nokia-Handy kaputt. Da wird die Presse wird kaputt gehen. Quetsch doch ein. Nein. Boah, es war ein sehr schwerer Boss, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Da musste man immer diesen Stänger rausziehen und dann immer links laufen, dann rechts laufen. Ja, war schwer. Okay, ich glaube, wenn ich bei den Abwehr. Wir werden alle Spaß haben in dem Raum. Diesmal hole ich ihn. Oh mein Gott. You win. Oh, ein Haken. Da will ich dran. Mr. Crab. Da will ich dran. Ich sag, die sind mordsgefährlich. Ich kann hier keine Gefahr erkennen. Oha, oh. You're a fucking idiot. Hallo, bleib stehen. Bleib stehen, du kleine Kackwurst. Was, Bruder? Ich spüre Magenschmerz. Wenn die Krankmeldung verlängern willst. Oh nein. Oh nein, Magenschmerzen. Nein. Nein! Oh mein Gott! Disgusting! Da werden gerade Messer geschärft. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Neuer Boss oder was? Oh mein Gott. Ups, da hat mir sein Messer ins Holz gehauen. Willkommen zu Klaus Grill, Feines Grill, Barbecue. Was wir heute brauchen, ist erstmal ein Rinderbrisket und ein schönes scharfes Messer. Okay, wie ich gerade sehe, braucht man hier einen Schlüssel. Ach, ich muss ihm einfach Brot geben, dann hat er wieder genug. Ist er satt genug? Hier ist das. Nee, nee. Oh, der Küchenboden ist härter, als man denkt. Der Küchenboden ist härter, als man denkt. Das könnt ihr euch auch für euer richtiges Leben oft mal als Tipp merken. Ja? Küchenboden ist oft härter, als man denkt. Für einen Flex. Oh, geil! 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 Ich bin tot. Ja, jetzt hat der Porzellan im Topf. Ich hab den Essen versaut. Keiner nimmt mich Ernte. Wir haben noch einen gefunden. So eine kleine Schlafmütze. Oh mein Gott, ich geh jetzt neben ins Bett. Tschüss. Oh mein Gott, stirb doch nicht immer so schnell. Da fällt er 3 Meter in die Tiefe auf den Kopf und ist tot. Alter. Lauf! Ich werf ihm Fackel auf den Kopf und noch mehr auf den Kopf. Zack. Ja, da kannst du schreien. Oh, hier sind die Kinder. Saftig. Saftig, knaffig. Ich liebe das Geräusch. Saftig, knaffig. Die Wurst auf dem Boden klatscht. Hört mal genau hin. Oh. Oh, wie geil. Oh, ich hoffe, das ist Schwein, Alter. Schön haram. Und auch heute wird es über Pornbuche geräuchert. Die Gutsleberwurst ist der Rügenwalder Mühle. Warum nennt man die eigentlich Deutschländer? Ah, Deutschländer heißen Deutschländer, weil da kommt das Beste aus allen deutschen Würstchen zusammen. Die sind knackig wie Wiener. Würzig wie Frankfurter und zart wie Bockwürstchen. Und deswegen heißen die Deutschländer? Genau. Die sind knackig wie Mehmet, würzig wie Herbert und saftig wie Martin. Und deswegen heißen die Deutschländer? Genau. Oh mein Gott, ach du Scheiße. Jabba the Hutt ist wieder am Start. Ganz ruhig bleiben, Jabba, ganz ruhig bleiben. Oh, er kommt direkt mit hoch. Ehrenlos, ehrenlos, wenn er mit hochkommt, ehrenlos. Oh geil, was ist denn da Leckeres? Leckeres Kind. Frisch halb und halb. Hallo? War, es stinkt hier nach Viech auf einmal. Warte mal ganz kurz. Bin ich gerade unter seiner Schürze? Nee. Ich dachte es kurz. Hörst du auf zu gucken? Boah, er ist stressig, der Typ. Der ist stressig. Ey, das ist ein. Der fuckt mich aber ab, der Typ. Der fuckt mich aber langsam. Fuckt mich ab. Oh, er wollte greifen, aber hat es nicht geschafft. Oh mit seinen Wursthänden. Gott. Oh, oh, wird er mich erreichen? Wird er mich kriegen? Wird er mich kriegen? Fick dich. Ja, er wird mich kriegen. Oh. Das ist so die Gedenkzeit. Nope. Oh mein Gott, was? Halt dich fest! Halt dich fest! Nein! Jawohl, ich hab's. You win. Aber richtig schön, dass die Grafik und so, das Spieldesign. Richtig, richtig schön.
Ja, wahrscheinlich schmeißt den Tisch auf mich drauf. Man sieht den Arsch. Finde ich das witzig, oder? Hä? Hey, man soll keinen Arsch, ey, hoch! Oh nein. Ah! Ja. Oh shit! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ah! Nein, 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 nein! Ah! Ah! Glaubst du, bist hier zum Zocken? Ach so. Ja, wo bist du, du kleine Pissnelke? Zeig dich! Oder hast du etwa Angst? Potter, träum weiter. Oh! Wer würde gerne von mir gegessen werden? Chat, könnt ihr mal eins in den Chat schreiben, wer von mir gerne gegessen werden möchte? Danke. Danke. Danke fürs Spielen. Kein Thema. Danke für dieses schöne Spiel. Und zu guter Letzt. Da schreibt Kiki natürlich sofort eins in den Chat. Das ist natürlich klar. Ich würz den ganzen Tag und ich würz die ganze Nacht. Ich schlafe nicht, ich würze, bis die Pfeffermühle kracht. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Hören wir rein in den Remix. Ich würz den ganzen Tag und ich würz die ganze Nacht. Ich schlafe nicht, ich würze, bis die Pfeffermühle kracht. Es war einmal ein Schwein. Es ist ganz feine Leberwurst, ganz feine Leberwurst, ganz, ganz feine Leberwurst. Es war einmal ein Schwein, jetzt ist es ganz feine Leberwurst, ganz feine Leberwurst. Ich mag das Lied, weil ich finde es gut, wenn Schweine zu Leberwurst verarbeitet werden. Ich finde das toll. 187! Feine Leberwurst. Bei der Mitte zum Sack, zack, zack. Stark! Stark! Diese drei, ne, vier Jungs, die sind alle hobbylos. Aber sehr geil gemacht. Jetzt möchte ich mir ohne Tanzmusik noch anhören. Hab ich mir wirklich auch noch nicht angehört? Dann hab ich mir jetzt auch mal an. Sehr, sehr stark. Bevor wir uns den ohne Tanzmusik angucken, einmal ein fettes Shoutout an Flashy. Ultra, ultra, ultra stark gemacht. Hoffentlich reagiert er heute Abend auch auf dein Video vor zwei Tagen. Tja. Da habt ihr sich wohl geschnitten. Es hat zwei Tage länger gebraucht, bis ich drauf reagiere. Danke für den Jumpscare. Jetzt habe ich Angst, dass etwas unter meinem Bett ist. Drei Jahre später reagiert er dann auch auf den Remix. Ja, ich werde mir jetzt den Remix anhören. Checkt Flashy aus. Küsse gehen raus. Sehr, sehr geil, wirklich. Sehr, sehr, sehr geil. Ich packe euch einmal das Video. Ich packe euch einmal das Video in den Chat für alle Leute, die es gerne mal dem Flashy ein Abo dalassen wollen. Checkt meinen Chat aus. Jetzt hören wir mal den ungetanzten Remix. Als ob wir ihn noch nicht angehört haben. Haben wir wirklich noch nicht angehört? Oha, oder? Hast du sowas schon mal gesehen? Ich meine, hast du sowas schon mal gesehen, wie jemand daraus trinkt? Nein. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich habe ihn wirklich noch nicht gesehen. Nein. Leute, ich habe was Besonderes vorbereitet. Ratatanzi, aus diesem Glas trinke ich jeden Tag. Das ist kein Wasser mehr, das ist pures, flüssiges Gold. Pures Gold, oder? Kein Wasser mehr, ey, dieses Gefühl. Oh mein Gott, geil, Mann! Ja. Stark, stark! Ja, ich hab's tatsächlich noch nicht reingehört. Einmal so reich sein. Stell dir vor, es gibt so zwei Männer auf dieser Erde, für die ist ein emotionaler Moment, dass sie aus einem Regenbogenglas zusammentrinken. Überlegt euch das mal, wo sind wir gelandet? Man dachte so 2021 gibt es so fliegende Autos. Stattdessen 2021 in Wirklichkeit. Ich bin
Sag immer, wenn ihr sinnvoll investieren wollt, Hälfte Regenbogengläser, Hälfte Bitcoin. Aber das ist kein Financial Advice, ihr wisst Bescheid. Geil, geil, geil. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ich bin reich. Das Regenbogenglas hat so viele schöne Farben. Und dazu kommt, es ist auch eine gute Wertanlage. True, true, true. Ich muss jetzt mein Regenbogenglas holen. Ich muss jetzt mein Regenbogenglas dazu holen. Musste kurz zum Tresor. Oh, Memo. Ui, Memo. Normalerweise lagere ich es noch im Tresor, weil es einfach zu wertvoll mittlerweile geworden ist. Deswegen trinke ich auch nicht mehr draus, deswegen trinke ich wieder aus der Flasche. Weil ihr wisst, das ist meine Rente. Und wenn YouTube irgendwann nicht mehr läuft, dann bleibt mir wenigstens das Regenbogenglas. Dann bleibt mir das Regenbogenglas. Nein, das klappt doch niemals. Schon kurz darauf hatte er eine Ansage von Tanzi am Hals. Hatten sie Zoff, Aussage gegen Aussage, wie lange ging das wohl noch? Doch als es Tanzi richtig scheiße ging, er verzweifelt in seinem Auto hing. Gab Hunde ihm Kraft und machte ihm Mut. Lud ihn ein nach Madeira, das täte ihm gut. Kurz darauf kam Tanzi zu ihm, die beiden waren nun endlich ein Team. Der Hero in Coenza und der aus Coenza sind nun vereint, sie sind nun vereint. Geil, von wann ist das Video? Schade, dass ich es nie gesehen habe, jetzt habe ich es wenigstens gesehen. Es ist vom 16.01.2020, es ist über ein Jahr alt, krass. Krass, krass, krass. Der Hero in Coenza und der aus Coenza sind nun vereint. Hey Junge, kannst du mal sagen, welches deine Top-Anime-Empfehlungen sind? Malik, ich habe in letzter Zeit nicht viele Animes geguckt, außer Attack on Titan, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen kann ich dir gerade zu den aktuellen Anime-Situationen nicht viele neue Dinge empfehlen. Ich kann dir halt nur die absoluten Klassiker empfehlen, die dir wahrscheinlich jeder empfehlen wird. Naruto, One Piece, Dragon Ball, Dragon Ball Z. Das sind für mich meine absoluten Old-Time-Classics. Aber ja, Attack on Titan auch super nice. Viele geile Animes, aber ich muss mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, mal mehr zu gucken. Kuss. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Bin reich. Oh nein, oh nein, oh nein. Dieser Moment. Dieser Moment. Ich dachte echt, der bricht sich deine Hüfte. Küsse gehen raus an Flashy. Sorry, dass ich so spät erst sehe, ey. Mann, 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 Mann. Einfach ein bisschen untergegangen. Küsse gehen raus. Wir gehen rüber zu Ehrliches Essen. Ehrliches Essen hat auch unser Reisgericht gekocht. Oh, es geht 17 Minuten. Dann können wir es nicht mehr gucken. Dann gucken wir es morgen. Dann gucken wir das Ehrliche Essen morgen. Falls ihr schon mal einen Einblick gewinnen wollt davon. Es sieht nämlich aus, als hätte er das Eigenes draus kreiert. Schaut gerne schon mal rein.
lass schon mal schöne Grüße da. Wir gucken da morgen rein. 17 Minuten schaffen wir heute nicht, weil wir um 21 Uhr Among Us haben. Aber das hebe ich mir auf jeden Fall auf. Da bin ich super gespannt drauf. Wir gehen jetzt erstmal nochmal rüber zu Dados. Ehrliches Essen. Küss. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was kann Unges Gewürz was? Kann Unges Gewürz was? Ich koche Unges One Pot Asia Pfanne, also zumindest fast. Okay, ja. Ich sehe schon, er hat sein eigenes Stil eingebaut. Er hat es mit Fleisch gemacht. Ist ja auch jedem selbst überlassen. Ich bin da sehr gespannt. Ich bin mal sehr gespannt, was er daraus gemacht hat. Wirklich, bin ich sehr neugierig, was er daraus gemacht hat. Let's go. So, wir gehen zu Dados. Birds fly in shape-shifting pattern. Also, hä? Es gibt zwei neue Daily Dos? Plane Engine explodes mid-flight? What? Gut. Hello everyone. Danke für die Casino-Werbung. Jetzt fange ich an mit Glücksspiel. This is your daily dose of internet. Hab ich ja schon. Ich habe ja schon Pokémon-Packs aufgemacht. Küsse. One of the engines on this plane suddenly exploded on a trip to Hawaii. Oha, oha. Überleg mal, du sitzt in diesem Flugzeug und guckst dahin. Also wenn ich in einem Flugzeug sitze, dann bin ich schon prinzipiell nicht unbedingt in einer Situation, wo ich mich zu 100% irgendwie jetzt sicher fühle, weil ich ja die Kontrolle nicht habe, was passiert. Aber wenn ich das sehe, dann fühle ich mich absolut nicht mehr sicher. Digga, die filmen das einfach. Die denken doch gerade, dass ihr Leben vorbeigeht, oder? Überlegt euch das mal. Vlofinator! Happy Birthday, mein Lieber. Kommst auf die Liste. Kuss. The plane was still able to safely make an emergency landing. Is Horace... What the fuck? Horace, no, that won't go in your cheek. Come here. No, no. Pass me the... Oh, oh mein Gott! Was hat ihm denn, was hat die denn da alles rausgezogen? Pass me the bumper. Du musst ja aber ein bisschen kleinere Stücke abgeschnitten bekommen. Ach du Scheiße. This guy dressed up as a mannequin to see if anyone would notice. Hey, should I lay in the middle like it fell over? Yo! Sie läuft einfach über den drüber. What the fuck, was? Oh, er war so ein heftiger Sturm. This cat sounds exactly like a squeaky toy. Krank. Maria, Küsse. Der Hund ist auf jeden Fall gut drauf. There's a website that compares the vision of humans to the vision of animals. Here. Oha, Dog Vision sieht so aus. Also denkt man. Man kann es ja nicht 100% wissen, oder? This is what dog vision looks like. Okay. This is what humans can see at night versus what a gecko can see at night. Oha. Snails just can't see very well at all. Oh. Giant clams can see color and movement, but they really have no idea what they're looking at. Oha. Krass. There's only two types of cats. Peanut. Oha. Die haben so ein Sandkunstwerk gemacht. Oha. I
I recorded this really cool sunset with my phone and wanted to share it with all of you. Oha, schön. Wo wohnt er denn, dass da so viel Schnee liegt? That's the end of this video. Hopefully I made your day just a little better. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Sehr interessant. Ich finde das hier halt einfach nur krank. Ich hätte gerne natürlich noch gesehen, was da danach so passiert ist, aber ich glaube, dann haben die Leute wahrscheinlich irgendwann einfach sich angeschnallt und nicht mehr hingeguckt oder so. Wir gehen mal rein und sagen mal Hallo zu unserer Gruppe. Hallo. Ah, okay. Hallo. Es geht los, Leute. Es geht los. Among Us. Wer ist Crown Up Guy? Endlich. Hallöchen. Matteo, das ist Fedor. Kannst du dem irgendwie Redeberechtigung geben? Kann ich nicht hören, wenn du was sagst. Oh. Kann ich alle noch nicht hören? Achso. Dann können wir jetzt lästern. Matteo stinkt. Oh, Matteo stinkt. Mit der Kacke. Kacke in Hose. Matteo hat ganz komische Haare. Matteo hat doofe Ohren. Ja, kann hey, ich so unterschreiben. Hallo. Hallo. Ich so, glaube nicht, dass Matteo durchschnittlich groß ist für... Ne, jetzt, sorry. Wie groß ist Matteo denn? Ich dachte, Matteo ist groß, der ist voll klein, oder nicht? Kuss. Bist du also ähnlich klein? Ich habe heute Twitter gelesen und habe gesehen, du bist klein. Matteo, Crown-Up-Guy ist Fedor. Kannst du ihm einmal das Recht geben, irgendwie zu sprechen? Bless, machst du? Ich wollte nur einmal... Bless, machst du Lobby auf? Warum höre ich mich doppelt? Ehre! Ehre! Hallo? Ich muss nachfragen. Matteo, wie groß bist du? Gute Frage. 1,77. Hab gestorben. Ja? Boah, weißt du das denn? In seiner Twitter-Bio. Warum hast du dann geschrieben hast, Matteo? Was? Jo, 2014 oder so wahrscheinlich. Aber wo hab ich das geschrieben? Eine Freundin von mir hat es interessiert. Jetzt, was ist denn jetzt das für ein Shaming? Eine Freundin von dir hat sich interessiert, wie groß ich bin. Ja, wie groß bist du jetzt? 1,77. 1,77, ja. Ah, okay, cool. Ja. Simon weiß das, weil Simon und ich, wir haben gemeinsam ein Foto gemacht auf der Gamescom, das weiß er aber nicht mehr. Doch, aber als du mich küssen wolltest, bist du auf Zehenspitzen, deswegen wusste ich das. Trotzdem noch deutlich größer als ich, Martin. Wie groß bist du denn? Nein, deutlich 1,72. Größer. Was, wirklich bis 1,72? Das ist doch nicht deutlich größer. Hä, 5 cm ist nix. Ach Quatsch. Schade, ich wollte eigentlich auf seine Farbe klauen, aber er hat seine Farbe schon, weil er die Lobby aufmacht. Ach, ja, da hat er aber. Ich in der Vergangenheit öfter. Auf 5 cm hat er es euch mal ansagt, Matteo, immer. That's what she said. Erin findet cool. Warte mal, ich muss das mal ganz kurz. Simon Unge spielt Among Us wieder mit, ey. Ja, ich war jetzt dreimal dabei, aber ich habe jetzt auch. Ich hab jetzt auch genug von Pokémon Opening. Auch, dafür hast du dafür hab ich auch Research, ja, dafür hab ich Dark Glurak und Dark Dragoran. Muss ich los. Da muss man ja auch mal reinhalten. Ich habe jetzt genug Glück gehabt, jetzt höre ich aber auch wieder auf. Hallo! Hallo! Heute nur ein Poster, ne? Bitte? Heute nur ein Poster. Ja. Ne, jetzt haben wir echt. Darf ich euch einmal Fedor vorstellen? Seht ihr hier als Crown-Up-Guy? Ja. Der erfolgreichste deutsche Pokerspieler aller Zeiten. Oh. Also wahrscheinlich gut im Among Us. Oh. Ja, finden wir raus heute. Aber normalerweise braucht er halt eine Sonnenbrille für sein Pokerface, aber hier gibt's die nicht. Hier braucht er sie nicht. Hier ist das Internet. Ich kann das sagen, aber Jan, du bist doch auch sehr, sehr gut in Schach. Und da dachten wir auch, dass das dich auch gut in Among Us braucht. Okay, Blitz, Vorsicht, wo du jetzt gerade. Weil Schach ist ja komplette Information, man muss nicht lügen. Während diese Pokerleute sind ja alle sehr verlogene Menschen. Ich bin ja ehrlicher Typ, wie ihr wisst. Das war nur Spaß, Jan. Du bist sehr gut geworden letztes Mal. Das war kein guter Witz. Toxic, Blesk. Einfach nur toxic. Ja. Schön, ich muss dich so viel Hate. Ich muss mich mal kurz alleine lassen, weil ich muss mich mal ganz kurz um den Sound hier kümmern. Ich bin gleich wieder da. Heute geht's mir richtig gut. Geh doch. Kann irgendjemand, der das besser kann als ich, Fedor, nochmal die Regeln erklären? Fedor, wie kennst du dich aus mit Among Us? Kennst du diesen Extra-Rolls-Kram und alles? Was du gerade gesagt hast, kenne ich nicht. Ich habe ein paar Games gespielt. Also ich habe jetzt vielleicht so 5 Games gespielt, aber mit den Basic Rules und in dem Spaceship quasi. Okay. Ja, aber ist doch nice. Vless, kannst du das Matthias, erklären? Hier Matthias, mal gut. Also. Ja, wir klären es gleich alles in Ruhe. Hier in dem Chat, weißt du, da ist so ein Chatraum, der heißt Ausrufezeichen Among Us. Da findest du die Lobby und alle Infos. Cool, okay, alles klar. Wurde ich schon erklärt, wie du, also hast du schon dieses Extra-Rollen-Pack runtergeladen? Das habe ich runtergeladen, installiert. Sehr und gut. Ja. Aber gespielt habe ich es noch nicht.
Und wie wird man bester deutscher Pokerspieler? Gibt es da so eine deutsche Meisterschaft? Hauptsächlich gewonnenes Geld zählt. Ah, okay, also die mit den meisten Gewinnen, okay. Stark. Ja, es gibt auch so eine Ranking-Liste, wo man Punkte sammelt, aber das ist halt, ja, also. Ich habe mal gegoogelt, wie viel Geld du gewonnen hast. Es ist unwesentlich mehr als ich beim Schach tatsächlich. Ja, wir geben uns dann nicht viel mehr. Ja, ich bin für Poker zu ungeduldig. Wenn ich merke, es wird langsam kritisch, dann gehe ich immer all in und dann bin ich raus. Aber so ein Streamer-Poker wäre auch ganz geil bestimmt. Sieht lieber so ein Jura raus im Ärmel. Er hat ungeduldig gesagt. Ich habe auch ein bisschen Poker gespielt früher, aber nicht auf dem Level. Weggegrindet. So. Was muss ich noch, was ist noch wichtig zu wissen für mich? Falls du gerade live bist, ist es wichtig, dass du den Lobbycode nicht zeigst. Das heißt, in der Mitte irgendwas verdecken. Unten, weißt du wo? Genau, Mitte unten. Eine Kamera jetzt mal da drüber gemacht, ja. Perfekt, ja. Genau. Das ist ein richtiger Teufelscode, no joke. Ja, am besten den... Alter, jetzt weiß doch jeder, was es ist. Den Bildschirm noch schwarz machen, bis du in die Lobby reingeloggt bist. Und dann, wenn du hier drin bist, erkläre ich dir gleich einmal, oder jemand erklärt dir mal die Rollen mit einer schönen Erzählerstimme. Siehst du den Lobbycode? Der steht da in dem Chat. Den einmal dabei online reinposten in den EU-Server gehen. Also, ich bin nicht berechtigt, den Verlauf zu sehen, steht hier. Vielleicht kann mich da einer. Ja, hat Mantle mal wieder Scheiße gebaut. Du müsstest. Hier, danke. Du müsstest den normalerweise sehen. Es kann sein, dass du vom Discord nochmal ganz kurz runter musst und wieder drauf musst, damit du den Channel. Damit es refreshed irgendwie. So, aber Leute, wir spielen jetzt Among Us. Also ganz hochscrollen, da steht ein Among Us-Channel mit rotem, checkt aus. Kuss geht drauf. Den sehe ich, aber da steht, du bist nicht berechtigt, den Nachrichtenverlauf zu sehen. Okay, das ist eine wilde Nummer. Ich gucke nochmal rein. So, einmal den Insta-Story gemacht. Muss man bei euch irgendwelche Regeln akzeptieren? Ich glaube, ich habe irgendwelche Regeln mal geklickt. Ah, das könnte sein. Puh. Aber da habe ich nichts zu klicken gefunden. Da habe ich geschaut, aber... Hast du oben einen Willkommens-Channel? Oder sowas? Irgendwie so. Ah, Willkommen. Okay, ja. Da habe ich es jetzt gefunden, ja. Genau, und da gibt es eine Anweisung, was man machen soll. Ich glaube, irgendwie ein Emote oder sowas posten, ja, oder? Genau. Basel, warum hast du keine Hörner? Jetzt. Kann mir nochmal einer das schicken? Was denn schicken? Ich sehe jetzt nur, das ist der Beginn des Kanals. Ich sehe nichts Vergangenes. Ah, okay, da muss nochmal jemand posten. Zack. Okay. Geil, Mann. Danke, Blesk. Bless you. Ich freue mich. Wenn jemand von euch weiß haben möchte, sagt nur Bescheid, ja? Ich habe jetzt erstmal einfach irgendeine Farbe genommen. Shorty, du kannst auch, möchtest du das hellgrün haben? Ich will weiß. Nee, spiel ruhig, alles gut. Okay. Wahrscheinlich. Nee. Wenn Bless die Farbe wechselt, werde ich sofort pink klauen. Wenn irgendjemand weiß haben will, ich will weiß, ich kriege weiß. Was meinst du, Simon? Wenn du die Farbe wechselst, glaube ich dann pink. Oh, das steht dir gut. Danke. Oh je. Aber das Grün sieht bei dir ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Ja. Wir sehen aus wie so gefälschte Pokémon. Timmel ist so Chameleon-mäßig unterwegs. Ja, genau. Ich kann mal kurz sagen, ich habe jetzt hier, sagt irgendwas disconnected. In Among Us, da musst du mal ganz kurz in eine Public-Lobby versuchen zu joinen, dann wieder rausgehen und dann nochmal versuchen, in die Lobby zu kommen. Und schau mal ganz unten rechts, ob da EU oder NA oder was steht da als Serverregion. Und hast du die Mod installiert? Hey, blau ist weg, Chantau. Also, okay, das Public hat gekriegt, ne? Perfekt, da bist du. Okay. Die Mod haben wir. Genau, also nochmal ganz kurz für alle. Wir spielen mit der Extra Rolls Mod Version 1.3.1. Ja, 1.3.1 steht oben rechts. Genau, wenn die jeder hat, dann ist es schon mal sehr, sehr gut. Eine Person fehlt noch. Ich weiß aber nicht, wer. Welche Version ist das? Maza fehlt noch, oder? Maluna? 1.3.1. Stimmt, Maluna. Oh mein Gott. War Maluna schon mal da?
Nee, aber die kommt gleich. Die verspätet sich. Ah. Och, die war schon mal da. Aber kennt Maluna die Extra Rolls Mod? Die. Kennt die die Extra Rolls Mod? Ja. Ja, dann brauchen wir es ja noch einmal nur für Fedor erklären. Möchtest du die Extra Rolls erklären? Ja, sehr gerne. Also ich bin ein bisschen, ich höre mich gerade doppelt, deswegen rede ich so ein bisschen komisch. Ja, wenn du möchtest, kannst du auch jemand anders erklären, wenn du gerade was einstellen musst beim Sound. Ja, gerne. Also wenn jemand möchte. Okay, wie sehe ich mit dem Mod? Weil ich habe den eigentlich installiert, aber jetzt sag mir Chat, dass ich den nicht sehe. Oben rechts müsste normalerweise, also neben diesem Chatfenster-Knopf, müsste stehen Ping 50ms, extra-rolls.net und dann die aktuelle Version. Steht das da bei dir? Das steht nicht da. Ja, dann bist du falsch. Was da steht, hast du eventuell über Steam gestartet, dann müsstest du nochmal auf den Ordner gehen, den du rein installiert hast und über diesen Ordner Among Us starten. Hast du so eine Exe drinne? Daran liegt's, ja. Sehr gut. Ich bin gleich wieder da. Solange Maluna nicht da ist, können wir nicht starten. Simon, wie ist dein Hund gleich nochmal? Mein Hund hieß heißt Knubbel. Knubbel? Knubbel, ja. Sweet. Wir haben jetzt auch einen Bürohund. Ja, wie heißt der? Ja, voll süß. Pipo. Ein Hund? Der ist so süß. So ein kleiner, ich hab gesehen, wo er seinen Schwanz essen wollte. Ja, okay. Der hat voll den langen Schwanz. Oh, okay, alles klar. Aber er hat wirklich voll den langen Schwanz. Jo, schönes Wetter heute. Can you repeat that? Wie heißt denn dein Hund, Les? Wie heißt der nochmal? Georg. Ah, Georg, stimmt. Irgendwann will ich auch einen Hund haben. So einen echten, weißt du? Was für eine Rasse? Weißt du schon? Nee. Weiß ich nicht. Aber eher einen großen oder einen kleineren? Einen großen, okay. Ja. Großen zum Toben, damit man auch richtig mit ihm kämpfen kann. Ja. Der kann vielleicht auch drauf reiten. Ja. Genau. Ja, Hund und Stream ist manchmal schwierig. Also wenn ich jetzt nicht mit meiner Familie zusammen wohnen würde und nicht in einer Beziehung wäre, ich glaube, dann würde es mir sehr schwer fallen, dem Hund die nötige Zeit zu geben. Weil das schon echt, also darf man nicht unterschätzen, ne? Das ist wie ein Kind. Ja, aber du streamst da regelmäßig. Kann ja auch so ein Streamer sein, der einfach nur einmal die Woche anmacht, weißt du? Dann passt du, ja. Du meinst, du kannst... Du, streamst du nicht regelmäßig? Ja, aktuell schon, doch. Ist bei euch die Lobby auf? Ja, komm. Ja, genau. Jo. Nein, Gott. Oh, Unge ist schon drin. So ein Samoyed, weißt du? So eine dicke, weiße Wolke. Ich bin mal ganz kurz AFK, ich muss ganz kurz hier was durchtauschen. Bin gleich wieder da. Was ist denn eigentlich mit Ungo und Rex passiert? Er hat sich einfach meinen Namen genommen, das nervt mich auch. Das war schon echt. Deswegen habe ich mich dann Rex genannt. Ja, ich habe mich Ungo genannt. Die Psyche steht gerade rechts hinter der Box. Jetzt laufe ich im Kreis. Okay. Oh, Unge läuft schon die linke Box, interessant. Ja, ich wollte mich verstecken. Wer ist wer? Das ist die Frage. Tim, was ist das denn für eine dunkelgrüne Pflanze? Das ist OG-Unge. In der Mäntel-Lobby ist das Mäntel. Bella, ciao, Kuss. Ja, mach mal, warte. So, jetzt bin ich wieder da. Willkommen zurück. Hallo. Wie war das nochmal? So? Nee. Hey, so war das so. Wie geht's dir? Hey. Der hat noch eine andere Hose, oder? Der hat eine Hose, ja. Der hat eine helle Hose. War das die hier? Nee. Was? Ach Mann. Die hier? Schwach. Nein. Nee, auch nicht. Was? Die ist es nicht. Doch. Ja, ich glaube schon, der Kittel ist doch, der Kittel. Der Kittel, ja. Der Labor-Kittel. Jo. Aber... Ich freue mich auf die neuen Skins, wenn die rauskommen. Nee, das ist nicht da. Nee, das ist nicht da. Was hat der denn? Das hier, das hier hat er normalerweise. Das Indiana Jones Ding. Das hab ich gar nicht. Huch. Das musst du kaufen. No money, man. Nimm mal rein, komm. Streamer wieder reingepickt. Morgen ist Battle Pass. Habt ihr schon den Battle Pass geholt in der Morgen? Klar. Ja, sehr klar. Gut. Den gibt's halt heute Nachmittag. Ja, stimmt. Ja. Ich spiel gerade auf meinen Knifen. Sehr witzig. Alter Chantau, ich schwöre dir, wenn Matteo mich das nächste Mal fragt, ob ich jemanden habe, der einspringen kann, bist du der Letzte, den ich fragen werde. Sag, nee, Matteo, ich kenne jemanden, wir spielen zu neunt. Kolonialplanet, geil.
und mit Chantau im Chat belässt. Ich habe euch vermisst. Ich war dreimal sag nicht da. Nichts. Er sagt nichts die ganze Zeit außen. Das war witzig. Ja, ich hab auch. Ich hasse ihn so sehr. Ich habe auch geweint, als du nicht mitgespielt hast, Simon. Tatsächlich. Ja, wirklich. Oh. Bin auch direkt abgelehnt. Ich hab gefragt, ist Simon dabei? Achso, nee, da spiel ich nicht mit. So, komm mal. Nee, ist aber wirklich so. Nice. Ach, geil, ey. Ich bin, also ich, ohne Scheiß, also wisst ihr, dass ich oft sage, dass ich so dumm bin, ne? Aber ich glaube da ja nicht dran, dass ich wirklich dumm bin. Aber die Hinweise, die verdichten sich in den letzten Monaten, dass ich wirklich Matteo. Dumm bin. Mensch, du verwechselst dumm mit alt. Ich habe letztens Astrein mit 2S und einem D geschrieben und ich habe den Leuten vorhin gesagt, dass sie Rabatt in Form von Schweizer Kronen kriegen. Oh, ja, aber, also guck mal, gerade eben. Du bist nicht der einzige Dummkopf in dieser Runde. Ja, okay, ich reihe mich mittlerweile mit ein. Wenn du dumm wärst, wäre das auch echt langweilig. Ja. Also wir haben hier im Studio haben wir 4 Funken und das ist so gemacht, dass man die Funken untereinander hört, aber der selbst die Funke trägt, hört sich an seinem Platz nicht selbst. Und ich habe heute die Funke 3 angezogen und habe mich die ganze Zeit selbst auf den Ohren gehört und wurde dann dadurch wahnsinnig. Dann bin ich aufgestanden, habe den Fehler bemerkt und habe dann wieder eine falsche Funke angezogen und habe dann wieder gedacht, ach scheiße, Mann, ist auch mir zu blöd zu erklären. Ich will einfach nur Among Us spielen. Ja, aber was, aber warum? Gute Story, Matteo. Ja gut, also wirklich, war fesselnd. Aber sag mal, warum? Wenn du so mittendrin merkst, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr hast. Ja, ich habe auch keinen Bock, den Scheiß zu erzählen, was auch langweilig ist. Ich will nur spielen. Aber warum hört ihr euch nicht selbst? Also ist es einfach, findest du es besser, dich nicht selber zu hören? Ich hasse das, mich selbst zu hören, weil dann denke ich, unterbreche mich und höre auf zu reden, weißt du? Ah, okay. Wie macht ihr das denn? Hört ihr euch selber oder nicht? Nee. Nee, auf keinen Fall. Nee. Hört ihr alle nicht selber? Doch, wärst du schon? Nein. Ich nicht. Ich finde es mega verwirrend. Also halt so direkt am Mikro angeschlossen, damit ich halt kein Delay habe. Ansonsten bist du natürlich verrückt, aber wenn du dich gar nicht selber hören, ist doch voll komisch, oder nicht? Nee. Das ist echt noch horny. Der Vorteil, wenn du dich selber hörst, ist halt, du weißt halt, wenn du übersteuerst und kannst halt direkt alles umstellen und so, ne? Das stimmt natürlich. Das stimmt schon, aber wenn ich mich irgendwie selber so laut höre, dass ich das Gefühl habe, ich unterspreche. Ah, keine Ahnung. Ja, du hast ja eine Regie, das ist ja bei dir ist ja egal. Können wir jetzt einfach Fedor, mal kommst hier du klar? Hast du den neuen Lobbycode hier? Hat das geklappt? Ja, es klappt. Alles klar, also Lobby hat sich geändert, ne? Das ist schwierig, das Reinkommen. Also oben rechts steht jetzt auch extra Rolls und alles? Oder nicht? Oh! Du musst aus dem Ordner starten. Ich hab aus dem Ordner gestartet. Aber aus dem richtigen Ordner, wo du die Sachen rein installiert hast. Den GitHub-Quatsch, den ich geschickt habe, da reingeschoben in den Ordner? Genau, einfach wo die Exe drin ist. Den Kram reingepackt und dann die Anwendung aus dem Ordner gestartet. Wenn ich versuche mal als Administrator zu schauen. Meint ihr aus dem Ordner, was für ein Ordner? Aus dem musst du ja so eine Kopie machen. Also, wenn du jetzt gerade verwirrt bist und nicht mehr weißt, wo was reingekopiert ist, mach mal Folgendes. Der letzte Link in dem Chat, das ist nochmal der Ordner. Lass ihn nochmal runter und dann entpackst du den einfach in deinen Haupt-Among Us-Ordner. Also gehst auf Steam, gehst oben auf Einstellungen, Dateifahrt öffnen und packst einfach da in dein Hauptspiel den Ordner rein. Dann kannst du ganz normal über Steam starten und wenn du irgendwann mal wieder das normale Among Us ohne die extra Rollen spielen willst, kannst du einfach Spieldaten reparieren drücken, dann macht, weil das Among Us ist nur 300 MB groß oder so, dann wird der das automatisch alles löschen und hast wieder das normale Among Us. Also du musst nicht unbedingt einen extra Ordner anlegen, vor allem weil du auch mit dem extra Rolls-Mod das ganz normale Among Us auch spielen kannst. Wie du siehst, du bist ja auch mit dem normalen Among Us in eine Public Lobby reingekommen, du bist ja auch gerade mit dem und so weiter und so fort. Deswegen. Genau so mache ich es auch. Ja. Einfach zu lösen. Weil dann passiert, dann kannst du einfach mit Steam starten und das ist alles normal. Ja. Okay, anscheinend habe ich. So, Malone hat mir geschrieben, sie steckt noch in einem Game fest. Bist du wahrscheinlich schon alle längst? Nee. Mir wurde gerade beschrieben, ja, die ist aber fertig jetzt. Sehr gut. Die ist jetzt fertig? Ja, geil. Ja. Sehr gut, dann muss Fedor jetzt aber Gas geben. Oh oh. Kein Druck. Wir haben den ganzen Abend Zeit, glaube ich. Jetzt sieht es gut aus. Sehr gut. Nice. Hat sich beim Öffnen so eine. Hat sich beim Öffnen so ein Hackerfenster geöffnet, sodass dein PC genau, gehackt wird? Wir hacken gerade Methods. Sehr gut. Da werden jetzt die Bitcoins runtergeladen. Also wenn gleich dein Setup offline geht, dann... Alles gut. Bei mir gibt's nicht viel zu holen. Erhaltet euch an hier Mental. Ja, bei mir. Mann, ich bin halt der einzige Streamer, der keine Bitcoin oder irgendwas anderes hat, glaube ich. Ich auch nicht, Matthias. Weißt du, wie viele Streamer es gibt? Sowas auch zum Blöde.
Ja, aber hallo, hallo? Hallo. Seid ihr in einem Game gerade? Nee, wir warten auf dich. Wieso? Ich hab doch Chantau. Ich heiße Chantau. Nein, wir warten nicht auf dich. Wir sind gerade fertig geworden. Jetzt haben wir gerade eine neue Lobby und jetzt kannst du schnell rein. Wir haben schon zacki, zacki. Gewartet. Zacki, zacki. Okay, Moment. Hey. Oh. Hey, hey, hey. Ja, ich wollte gerade. Ich hab die typische Endung. Also Maluna, wir spielen Extra Rolls. Hey, Version 3.1. Die hat man nochmal über einen Ordner geöffnet, ne? Warte. Ja, wenn je nachdem, wo du es installiert hast. Ich kann eine Success Story berichten. Was? Ja, Fido, ja. Fido hat es geschafft. Fido hat es geschafft. Jetzt muss er nur noch wissen, was die Rolls sind, dann läuft er. Ja. Schöne Kirsche auf deinem Kopf, ja. Dankeschön, danke. Fido, soll ich dir die Rollen. Also, du kennst die ganz normalen Among Us-Rollen, kennst du, ne? Du hast ja schon ein bisschen gespielt, ne? Wir haben jetzt ein paar extra Rollen. Und du siehst unten links so eine Auflistung von den verschiedenen Rollen. Ganz unten steht Joker, ne? Darüber Engineer. Falls es bei dir auch da steht, dann ist alles richtig bei dir. Wo hat man das denn geöffnet? Unten links? Genau. Oh, so, also ich fange mal von unten nach oben an. Also der Joker ist quasi die einzige Rolle, die gegen alle spielt. Also du bist dann quasi gegen die Imposter und du bist auch gegen die Crew. Denn die einzige Möglichkeit, wie du gewinnst, ist, dass du rausgevotet wirst. Dann ist das dein Sieg. Also du versuchst dich so zu verhalten, dass Leute denken, du wärst wahrscheinlich eher ein Imposter und kein Joker, damit du rausfliegst. Also das ist einfach aber der subtil, so, genau, ja, wie möglich zu spielen. Je nachdem, du kannst natürlich auch super auffällig sein, vielleicht bist du ja dann Imposter und versuchst nur so zu tun, als wärst du ein Joker. Ja. Es wird immer noch mehr Psychospiele geben dadurch, aber sonst kann der Joker nichts. Du hast keine Aufgaben, die du erledigen musst, du rennst einfach nur planlos durch die Gegend und versuchst rausgewotet zu werden und kannst genauso getötet werden wie jeder andere Crewmate. Wenn die Crew gewinnt, verlierst du, wenn die Imposter gewinnen, verlierst du und ja, du musst halt rausgewotet werden, sonst vorbei. Da gibt es aber eine. Ich dann auch, egal welches Outcome. Oder? Ganz kurz, Bless, weißt du noch, wo man standardmäßig das gespeichert hat? Da gab es doch diese Ordner. Also du kannst in Steam Rechtsklick auf deine Among Us machen und dann kannst du da deinen Ordner anzeigen lassen. Irgendwo steht das drin, Root, was auch immer. Es gibt eine Sonderregel als Joker, die man beachten muss. Und zwar, wenn man am Ende in einem Szenario ist, in dem noch ein Imposter, ein Crewmate und der Joker da sind, dann gibt es ein Gentleman's Agreement, dass der Joker auf der Seite der Crewmates spielt, weil es sonst zu einem Draw kommen würde und man könnte niemals gewinnen, weil der Joker votet sich immer selbst, der Crewmate versucht den Imposter zu voten und der Imposter wird dann wahrscheinlich auf den Crewmate gehen. Und das ist dann das einzige Szenario, was man sich merken muss. Also falls du Joker bist und es leben noch zwei andere, dann musst du so spielen, als wenn du Crewmate bist, auch wenn du dann verlieren würdest. Weil sonst passiert sonst wird automatisch der Imposter gewinnen. Ja. Genau. Genau, dann gibt es den Engineer darüber. Der Engineer kann eine Fähigkeit der Imposter nutzen, und zwar durch die Vents. Wir gehen einmal neu rein. Dann sehe ich weiter. Jetzt mal, wenn ich Among Us Extra Rolls öffne, ist es so ein bisschen so Hackerman. Ja, genau. Aber dann ist alles richtig. Du hast 1-3-1, oder? Ja, ich habe 1-3-1. Perfekt. Ja. Okay, so jetzt brauche ich noch den Lobbycode. Genau, der Lobbycode, wir sind gerade rausgeflogen, haben einmal neue Lobbycode gerade geschrieben. Fedor, du müsstest noch bei dem Discord die Echo-Unterdrückung ausschalten. Ansonsten bist du immer super leise, wenn wir reden. Immer. Okay, da habe ich. Viel Input für Fedor gerade. Ja, es ist viel, aber nach ein paar Runden hast du es sofort verstanden, weil du ja die ganzen Rollen in Aktion erlebst. Alles gut, alles gut. Ich spiele ja so zum 10. Mal mit, ich raffe immer noch gar nichts wieder. Also, nochmals zum Engineer. Der Engineer ist auf der Seite der Crew. Hey. Der Engineer ist auf der Seite der Crew. Der ist quasi einfach nur ein Crewmate mit besonderen Fähigkeiten. Und du hast die Fähigkeit, durch die Vents zu gehen, also durch die Lüftungsschächte, genau wie die Imposter. Und zusätzlich hast du noch die Fähigkeit, einmal im ganzen Spiel eine Sabotage sofort zu fixen. Dann musst du auf deinen Fix-Button drücken und dann kannst du aussuchen, welche Sabotage du fixst. Zum Beispiel, wenn Licht aus ist, klickst du oben auf dem Blitz-Symbol. Und dann kannst du halt das sofort fixen. Ansonsten ist es ein ganz normaler Crewmate. Der Vorteil des Engineers ist halt, du kannst in dem Vent zum Beispiel warten und dann sehen, ob da jemand reinspringt. Also du kannst sozusagen den Imposter entlarven. Das bedeutet aber auch für die Imposter, die müssen so spielen, als ob diese Lüftungsschächte quasi wie Kameras sind, weil die können sie jederzeit gesehen werden. Du weißt nicht, ob da jemand drin ist oder nicht, theoretisch. Du kannst allerdings auch aus dem Lüftungsschacht getötet werden. Also wenn du Ingenieur bist und du bist im Lüftungsschacht, wenn der Imposter draußen vor dem Lüftungsschacht steht, kann er dich töten, wenn du zu nah an ihn rankommst sozusagen. Kurze Sache, ja. Können wir kurz die Joker-Regel mit dem Button noch? Haben wir schon erklärt. Haben wir schon erklärt. Sorry. Genau, dann gibt es noch den Officer darüber. Der Officer ist, es gibt eine eigene Mod, die haben wir eine lange Zeit gespielt, Sheriff, aber das wird dir wahrscheinlich nichts sagen, wenn du es noch nicht gesehen hast. Der Officer ist einfach auch ein Crewmate, der aber die Fähigkeit der Imposter hat, und zwar zu töten.
wenn du einen Imposter erwischst und den tötest, alles gut, dann ist der Imposter tot und du hast einen Kill gemacht. Wenn du den Joker erwischst, auch alles gut, du hast einen Kill gemacht, aber sobald du auf einen anderen Crewmate schießt, stirbst du und der Crewmate, dem passiert nichts. Also du kannst als Officer kannst du alle anderen versuchen zu töten, aber nur die Bösen sozusagen kannst du wirklich töten, sonst stirbst du selbst. Das heißt, du musst vorsichtig sein mit dem Kill-Button, denn du kannst dich halt selber umbringen, ne? Und das wird halt auch oft abused von den Impostern, dass die zum Beispiel sagen, ja, ich bin Sheriff, ich habe gerade einen Imposter gekillt, aber es ist vielleicht gar kein Imposter, also das ist noch mehr Psycho. Es wird immer so mehr Rollen, so mehr Psycho. Genau. Psycho. Und dann gibt's noch den Medic. Der Medic kann einem Spieler im Spiel ein Schild geben, dann mit dem Schild ist der immun gegen alle Imposter-Angriffe. Und wenn der Medic stirbt, verliert der Spieler auch das Schild. Das heißt, dieser eine Spieler, der das Schild bekommt, der weiß, oh, okay, der Typ, der mir gerade das Schild gegeben hat, der ist auf jeden Fall einer von den Guten, der hat mir ein Schild gegeben. Zusätzlich hat der Medic noch... Ich kann mal kurz ein bisschen beschreiben, also sehe ich, wer mir das Schild gibt? Du siehst nur, wenn nur eine Person bei dir steht, weil der muss in deiner Nähe sein, um dir das Schild zu geben. Wenn jetzt ein ganzer Haufen da ist, dann könnte es auch sein, dass zufällig jemand ein Schild bekommt. Und also der Medic kann es einfach in einen Haufen reinsetzen oder halt gezielt einem Einzelpersonen geben, um sich zu erkennen zu geben, sozusagen. Also ich mache beim Medic übrigens immer noch nicht. Ich muss da in den Chat schalten, wenn ich irgendwie einen Kill sehe, dann kriege ich da Informationen, weil ich schnell. Das erklärt Simon gleich nochmal. Genau. Aber also nochmal ganz kurz zu dem Schild. Also du siehst als Spieler nur, wenn du ein Schild bekommst, weil dein Charakter blau umrandet ist. Genau. Da steht aber nicht, wer den dir gegeben hat. Du musst dann halt ein bisschen aufpassen und sagen, okay, da war einer, gerade der bei mir in der Nähe, der muss mir das Schild gegeben haben. Wie weit ist dieser Radius? So ein Meter, so wie ein Killradius ungefähr. Wie ein Killradius, ja. Genau, und dann hat der Medic noch die Fähigkeit, wenn er eine frische Leiche findet, ich glaube 5 Sekunden nach Kill, oder wie kann man es hier einstellen? Ja, steht da. Time where Medic reports will have name. Also wenn du 5 Sekunden nach dem Kill eine Leiche reportest, also kannst du auch höher stellen oder niedriger, aber wir haben es auf 5 Sekunden, dann bekommt der Medic den Namen des Mörders. Und wenn du 20, ja. Oder was heißt das? Ja, du kriegst den Namen. Als Report kriegt er den, genau. Der kriegt aber den Namen als Report. Genau, und ich als... Ich stehe nicht eingeblendet, ich muss umschalten in den Chat. Du musst auch musst da oben reinschalten. Genau. Ja. Und wenn der Medic innerhalb von 20 Sekunden eine Leiche... Genau, oben einfach auf den Chat klicken, genau. Und wenn der Medic innerhalb von 20 Sekunden eine Leiche findet, dann sieht er die Farbe. Also dann sieht... Aber nicht genau die Farbe, da steht nicht genau rot oder so, da steht einfach eine helle Farbe oder eine dunkle Farbe. Das heißt zum Beispiel jetzt hier Vlesk und Jan, das sind eher helle Farben, oder Chantau oder Short, die sind eher helle Farben, oder Maluna. Und Timid, Baso, Fedor, Mäntel sind eher dunklere Farben, ne? Also das einfach so, dass das orientieren kann. Ja. Genau. Im Prinzip ist alles wurscht, ey. Das einzige Wichtige ist der Jester, das andere raffst du schon mal in die Rolle. Ja, hast. Ja. Ganz normal spielen. Genau. Also einfach spielen und wenn du Fragen hast, kannst du fragen. Ja. Aber... Ja. Ja, ist schwer, dann wissen wir halt, wer du bist. Eine Sache, die jetzt noch gerade wichtig ist, weil wir hören dich fast gar nicht, wenn andere Leute reden. In den Discord-Settings musst du die Echo-Unterdrückung ausschalten, weil sonst wird es sehr schwer für dich zu argumentieren, wenn alle über dich drüber quatschen. Und wie das geht, ist Einstellungen. Was machst du bei Einstellungen, Sprach- und Videochat und dann ein bisschen runterscrollen, ungefähr bei der Mitte steht da dann bei Sprachverarbeitung Echo-Unterdrücken. Und das macht man auch? Videochat und Echo unterdrücken, ja. Ausmachen. Das habe ich letztens durch Unge mitbekommen. Das sollten alle ausmachen in dieser Lobby. Ist wirklich Trash. Wow, ist eine ganz das hatte ich ja noch nie. Ist eine Trash-Funktion. Und ich bin sonst, sonst hört man euch einfach nicht und dann denkt ihr die ganze Zeit, hä, warum reden alle über mich drüber? Die sind dann mega unfreundlich, aber in Wirklichkeit sind sie trotzdem mega unfreundlich, aber sie hören ja, eben. Ich weiß auch nicht. Ihr seid gar nicht so unfreundlich. Ja, nee, bei dir Chantau, da machen wir es schon extra. Okay. Ja, dann. Chantau, erste Runde tot. I call it. Let's go. Ja, dann können wir loslegen. Ja. Fedor, du musst dich muten gleich, wenn es losgeht, sonst hören wir deine Gedanken, wenn du am Stream bist. Genau, immer muten, immer gemutet sein, außer in den Talkrunden, da entmuten. Okay, let's go. Viel Spaß. Viel Spaß. Let's go. Oh, Crewmate, was ganz Spannendes. Da habe ich ja noch nie, diese Rolle habe ich ja noch nie gespielt. Oh Leute, oh oh. Sorry für das lange Intro jetzt, aber wir haben noch auf 2 Spieler gewartet. Und ja, viel Spaß, jetzt waren alle beim Zuschauen.
Ich werde auf den Chat natürlich nicht achten, beziehungsweise den sogar zudecken, weil sonst könnte ja im Chat was stehen, was irgendwie spoilert oder so. Das wäre unfair. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt auf den Chat natürlich nicht eingehe für die Leute, die gerade zum ersten Mal bei Among Us reinschauen. Und ja, viel Spaß. Oh nein. Jan, ich glaube, Jan ist ein Mörder. Ich glaube, Jan ist ein Mörder. So. Ah, let's go. Endlich mal wieder Among Us mit der Gruppe. Let's go. So. Oh, Vlesk, wir werden von einem Mörder verfolgt. Keine Leiche, keine Leiche. Ich glaube, ich vertraue Vlesk diesmal. Ich vertraue Vlesk. Ich habe mit Vlesk Farben getauscht. Ha! Habe ich mich noch reingesneakt, Junge. Habe ich noch reingesneakt. Let's go. Niemand tot. What the fuck? Muss jetzt jemand sterben, oder? Vlesk ist ein Imposter. Und ich bin ihm ja noch hinterhergelaufen. Nein, ich habe ihm vertraut. Das war ein Fehler. Ich hätte ihm nicht vertrauen dürfen. Nein, ich vertraue genau ausgerechnet, weil ich dachte, Orange und Gelb, die haben sich so auffällig verhalten. Und dann das. Hat aber ganz schön lange gedauert, muss ich sagen. Jetzt aber ganz schnell die Aufgaben hier machen. Oh, was? Als ob Vlesk Imposter ist. Ich sag nur eins. Nani? Ich bin schon lange fertig mit meinen Aufgaben. Ich habe auch nur noch eine. Ja, ich auch. Ich glaube, es liegt an mir. Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe ein bisschen Orientierungsprobleme. Okay, also Vlesk ist nicht tot, Unge ist tot. Warum habt ihr getauscht? Hä? Um uns zu verwirren. Ey. Kleine Stinker. Ich bin so lost einfach. Okay. Nee, wir haben Namen getauscht, Matteo. Wir haben Namen getauscht. Ja, ich darf eigentlich gar nicht reden, ich mute mich jetzt. Ja, also ich hab Unge getötet. Wait, what? Nein, habt ihr nicht. Oh mein Gott, ich bin so verwirrt. Okay, also. Er liegt am Baum vor O2. Also am Baum in O2. So. Okay, also Timid, hast du das auf dem Lifeline gesehen, dass er gestorben ist? Nein, wie er gestorben ist, meine ich. Nein, aber ich habe gesehen, dass Vlesk und Unge noch mit mir in Office waren. Mhm. Dann sind die beiden nach links gelaufen und dann ist Unge gestorben. Shorty kam aus der Richtung von O2 gerade mir entgegen. Ja, nee, ich kam nicht von O2 tatsächlich. Aber ich habe auch Vlesk und Unge nach links laufen sehen. Wir waren auch die ganze Runde, also relativ den Großteil der Runde zusammen unterwegs. Waren in Specimen, sind in O2 rüber. Ich habe in O2 aber nur die Trash-Task, bin oben gelaufen, hab Licht gefixt und bin da rechts raus. Bin das kann ich bestätigen. Nicht mal bis zur Lifeline gekommen. Ganz alleine Lights fixen sehen. Dann. Ja. Sprich, der kann noch nicht so lange tot sein, weil wir waren zusammen in O2 und wenn er immer noch O2 liegt, dann ist er während seinen Tasks gestorben. Sprich, also ich habe höchstens 15 Sekunden alt, denke ich. Ja.
Ich habe Tim nämlich extra deswegen gefragt, weil ich, als ich an Licht, nicht Licht dran gelaufen bin, als ich an Lifeline gelaufen bin, war er noch nicht tot. Dann bin ich kurz davon weg, bin dann nochmal dran, dann war er tot. Tim hat auch gesehen, dass er tot ist. Und dann standen wir erstmal einfach nur da dran an Lifeline. Ich kann auch kurz Chantau decken. Wir beide waren zusammen in Specimen. Kann ich bestätigen, dass Chantau aus Specimen rauskam? Weil da war ja, Maluna ist da oben gelaufen, aber die kann auch nicht zeitlich. Ich habe nur noch diese eine Task mit den Reagenzgläsern, wollte ich abwarten. Bis das glaube ich dir. Es ist auch schwierig, dass Baso das gemacht hat, weil Baso war in Specimen mit mir und als ich rauskam, ist er kurz danach gestorben. Ich würde auch Tim mit rausnehmen, weil ich zuletzt, wie gesagt, Blesk und Unge gesehen habe, sind nach links gelaufen, dann bin ich nach rechts gelaufen und von rechts kam Tim mit und dann bin ich Lifeline gelaufen. Ja, ich glaube aber nicht, dass Blesk Unge ich wollte schon Tau voten, also, hab's aber nicht mehr geschafft, aber er trotzdem ein. Ich bin tot. Ich bin als erster gestorben. Mann. Oh Mann. Hä? Wenn man rosa ist, hat man ein rosanes Display. Lol. Das wusste ich auch noch nicht. Das wusste ich auch noch nicht. Oh, alle Aufgaben fertig? Ah, nee. Ist ja auch Dingens hier. Sabotiert gewesen. Aber es sieht schon gut aus mit den Aufgaben. Es müssen jetzt schnell Kills passieren. Oh ja. Oh, wer war das? Zwei Kills. Wer war das? Oh. Das ging einfach. Okay, jetzt zwei schnelle Kills. Okay. Okay. Chantau liegt da, wo Lifeblast sind, da drüber quasi. Wisst ihr, wie ich meine? Draußen? Draußen? Draußen, genau, draußen. Da liegt Chantau. Okay, Baso, von wo kamst du gerade? Ich wollte gerade sagen, ich habe mit Chantau noch die Hälfte von der Fuel Task gemacht, bevor Comms ausgegangen sind. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass Chantau ins Labor reingelaufen ist danach. Oder muss er nach unten gelaufen sein? Also ich, Baso und ich, wir haben uns gerade getroffen vor der Tür von Electrical. Ich muss es leider unterstützen. Ich habe Comms gefixt und Linda kam von rechts. Ja, ja. Also von dieser Antenne, wo man Comms fixt, genau, da kam ich gerade her. Ich war mit Fedor unterwegs, wir waren in Specimen. Ich versuche bis 10 ja, zu sein. Das kann ich bestätigen. Ihr kamt beide von links, von oben quasi rein in hier Lab. Wenn der Kill frisch ist, dann... Ich bin ziemlich lange neben Jan hergelaufen, also ich würde ihn da recht als recht safe sehen. Ja, genau. Vielleicht aus welcher Richtung kamst du denn zu dem Comsfix? Kamst du nicht auch von rechts? Nee. Das war ein lügnerisches Von wo kamst du denn sonst? Ich kam von oben. Was hast du denn oben gemacht? Maluna, kannst du noch mal sagen, wo die und dann ist sie Comms ausgegangen und dann bin ich wieder nach unten gelaufen zu Comms ran. Ich habe eine Chantausleiche gefunden, die liegt quasi draußen, direkt über Lifeline, so. Da, an der Wand. Sehr verwunderlich. Lifeline ist im Office. Ich glaube, ich muss mal die Lampen ändern. Genau, über dem Office rechts an der Wand. Okay, in der Mitte, alles klar. Ja, ja, genau. Rot Nein, aber also, ja. Tot. Wir sind 7 Leute, die Tasks sind fast durch. Tot. Meine sind Rot durch, steht für tot. Wir müssen nicht voten, aber... Nee, also wir müssen einfach nicht. Aber Matteo, die Imposter, als Imposter, wäre es natürlich trotzdem sehr cool, wenn jemand gewotet werden würde, weil die Zeit ist natürlich sehr knapp, ne? Ah. Scholli ist jetzt auch tot, das ist auch gut, ja. Ja. Warum hat ich hab dich nicht gewotet, obwohl ich glaube, dass... Oh ja, Matteo. Ich hab dich nicht gewotet. Kein Wort. Five-Head-Gameplay am Start. Ich hab geskippt. Hä? Jetzt muss ich... So. Bless ist gewendet! Gewendet! Oh oh! Okay, let's go. Wo denn? Also das Ding ist, ich laufe gerade aus Office raus, denk mir nichts Böses, Bless ist direkt vor mir, läuft runter zur Antenne und plötzlich ist er einfach weg. Der Engineer. Ja, oder Impost? Bless, was sagst du denn dazu? Joker geil. Kann er nicht mehr sein. Ja, ich nicht.
Aber jemand anders könnte unter Umständen Joker sein. Oder ein Poster, weil das klingt mehr nach Joker-Masse, oder also, nicht? Also, das Ding ist, ich bin bekannt dafür, Dinge falsch zu sehen. Deswegen bin ich immer sehr unsicher, dann fürs Play zu gehen. Aber ich hab's mit meinen Augen gesehen. Und ich gehe da jetzt. Du hast den Vent gesehen, also hast du gesehen, wie er gewendet ist? Nein, den Vent nicht, aber ich habe gesehen, dass er nicht mehr da war plötzlich. Oh. Ja, aber, okay. Aber Leute, da gibt's doch keinen anderen Ausweg nach da unten. Warst du in der Aufgabe? Na, außer, dass er Engineer ist, oder? Also Engineer gibt's ja noch. Ich bin nicht Engineer, keine Sorge. Und also, du bist nicht Engineer. Nein! Aber ich bin nicht. Dann musst du ja Imposter sein. Sabine, auf meinen Farbe. Ich bin auch nie gewendet. Votet ihn raus. Also Mazel ist Joker oder hat einfach... Das ist jetzt meine Frage. Versucht mal Luna und... ich habe auch ein bisschen Fieber. Also kann es sein, dass du für den 50-50 gehen willst? Aber wo ist es denn mit dem 50-50? Vielleicht geht ja nicht mehr für Maluna. Nee, es ist 0-50-50 eben. Nö, aber ich habe ja Mazat nicht mal gesehen, die Runde. Du hast sie nicht gesehen? Nö, also ich bin nicht gewendet, ich habe Mazat nicht gesehen. Wollen wir jetzt für das... Ich weiß nicht, was hier gerade gespielt wird. Okay. Also aber, da du es so vehement verneinst, aber ich habe es halt gesehen, glaube ich. Bei Omis können sich auch richtig viele Leute saven, wollte ich mal sagen, außer... Da, ich habe jetzt rot, weil ich tot bin. Es kann natürlich bitter sein. Es kann halt genauso bitter sein, dass du wirklich Imposter bist und es aber gerade nicht gemacht hast und dass davon der Frust ist quasi, weil ich was Falsches gesehen habe, aber der Outcome dasselbe ist. Nee, das ist sogar Frust. Ich finde es unterhaltsam, weil ich halt nie gewendet bin. Und ihr votet mich bei sieben sowieso nicht, weil ich könnte ja theoretisch Joker sein, aber ich bin halt nicht mal Joker. Dass du Joker bist, ergibt überhaupt keinen Sinn. Wie sollst du denn faken, dass du ventest? Ja, indem ich mir einfach aufstelle. Aber dann würde Luna ja nicht sagen... Drei Leute voten mich. Sehr interessant. Also bei sieben Leuten auf... Maluna, du hast gewotet wahrscheinlich, oder? Sehr, sehr, sehr gefährlich, Leute. Sehr, sehr gefährlich. Ich hab geskippt, weil ich unsicher war. Du hast geskippt? Nicht gewählt, Leute. Ja, du hast dich noch beschuldigt und du skippst? Ja, aber... Okay, vielleicht hab ich's falsch gesehen. Komm schon, komm schon, komm schon, die Aufgaben fertig machen. Komm schon. Komm schon. Das Problem ist, es müssen jetzt schnelle Kills passieren. Okay, okay. Monsieur, okay. Monsieur, was machen Sie da vor meinen Augen? Wen meinst du? Dich. Sorry, hab ich schon wieder gewendet. Wen meinst du, mich? Ja, du warst es doch gerade, oder? Bin ich dumm? Was? Maluna, was? Ich hab zu viel Verantwortung. Ihr macht mich unsicher. Jetzt müssen wir jemanden voten. Ja, genau. Hast du wirklich? Manuel, hast du Fieber? Timid, ich und Jan waren gerade vor Lifeline. Ja. Und gerade ist Jan vor meinen Augen runtergefallen. Runtergefallen? Wo ist er runtergefallen? Was ist denn der Aufgabe? Die Leiche. Ja, jetzt meine Story. Ich stehe in Lifeline, Maluna und Jan stehen in mir drinne. Jan geht nach rechts, ich gehe nach links runter zur Office. Ich bin gerade am Abintel. Ah, du bist nach links runtergegangen. Und dann callst du, dass ich Jan getötet habe? Ja, aber... Ich hab mich bald alleine gelassen. Also entweder blind oder du warst in der Aufgabe drin. Eher blind wahrscheinlich. Aber bei mir quasi neben Lifelines rechts ist Jan runtergefallen. Also die Leiche davon. Das heißt, es könnte auch jemand... Was in der Task drin, Maluna? Baso war auch noch da. Just saying. Baso hat sich kurz rausgestellt. Ich bin gerade mit Mental gecrossed oben bei Electric. Ja, ich bin der Typ in der Kamera. Und ich habe auch gesehen, dass Timid an Lifeline stand und Maluna auch. Dann bin ich aus der Kamera raus, Baso kam mir entgegen und dann kam der Call. Das ist gut. Also wenn Baso das gemacht hat, das wäre richtig krass. Aber kann nicht sein. Der ist gerade vor 2 Sekunden umgefallen wahrscheinlich dann. Aber verlässt es ja... Ich stehe in der Mitte von Lab. Also ich habe da gar nichts mit zu tun. Also nicht in Lab gewendet. Ganz kurz. Maluna sagt, es kann nur Timid gewesen sein, oder was? Nein, es kann auch sein. Ja, bitte, ich weiß es nicht. Ich denke, Mazat ist halt einfach Joker. So. Nein, bin ich aber nicht. Aber das ist doch so obvious dann. Nicht gewendet. Natürlich muss ich jetzt denken, dass sie Joker sind. Und der Imposter, der neben Mazat umgebracht hat, denkt sich so, oh scheiße. Wer soll denn der Imposter sein, der neben Mazat umgebracht hat? Ist Jan der Sheriff? Wir sind zu 6. Oh, kann auch sein. Entweder wir voten Vless oder Timid. Kann auch sein, dass Jan auch sein. Dann wollte ich Vless. Warum? Ist Maluna Joker? Es kann ja sein, dass Jan auch... Es geht doch weiter. Oh, es wäre jetzt vorbei gewesen. Ich bin noch nicht... Na klar. Ist Maluna Joker oder nicht? Ich kann nicht wenden. Haben wir einen Engineer drin? Dann fix das Licht und ich musste dich auch voten, weil es gab keine andere Möglichkeit.
Dass die doch gewotet werden. So, ich hab meine Task fertig. Jetzt einfach nur noch darauf hoffen, dass die Gruppe jetzt die Task fertig macht. Komm schon, Jungs. Oh nein, schon wieder jemand tot. Blau ist schon wieder tot. Nein, Timmit ist tot. Aber das ist gut. Die dachte nämlich, Timmit wäre einer der Imposter. Das ist gut. Oh, die werden die auch nicht. What the Baso? Okay. Lol, warte, wir sind nur noch zu dritt. Ja, warte mal. Fedor. Ja. Jetzt tritt der Fall ein, indem wir. Nee, ich raff's grad nicht. Also, Baso, ich gehe davon aus, dass du. Was bist du? Bist du der Joker? Was wolltest du gerade sagen? Jetzt tritt der Fall ein, dass... Ja, weil, also entweder hat Fedor den Kill begangen und du hast so getan, als würdest du den nicht sehen. Also, ganz kurz, ich beschreibe mal die Situation. Ich komme ins Office rein und Baso läuft mir entgegen. Dann dreht Baso um, läuft mit mir mit und vor Lifeline liegt Blau tot, Timmit. Ist das richtig, Baso? Ja. Okay. Du wolltest sagen, jetzt tritt die Situation an, wenn jemand Joker ist, muss er als Crewmate spielen, ne? Ja, und ich glaube, also ich entweder Baso. Ich bin Joker und ich bin reingelaufen, habe die Tür aufgemacht auf der rechten Seite und Timmit lag da schon. Und dann bin ich umgekehrt, weil ich dachte, oh, jetzt kann ich vielleicht doch nochmal meine Joker-Karte ziehen, aber dann warte. Fedor, oder tust du so, als wenn du. Warte mal, darf man als Imposter so tun, als wenn man Joker ist? In der Situation? Weiß ich nicht, aber ich bin wirklich Joker. Ich habe auch. Nee, warte mal! Warte mal, Matteo. Oh mein Gott, warte mal. Ich habe doch ein Schild gekriegt vom Medic. Und ich glaube, das war Fedor. Das heißt, du musst es sein, Matteo. Nein, dann doch. Fedor. Aber wer hat mir denn das Schild gegeben? Warte, wenn du nicht Medic bist, Matteo, bist du Medic? Nein, ich bin kein Medic. Ja, dann bist du es, Matteo. Weil ich immer noch ein Schild habe vom Medic. Okay, aber Baso, dann erklär mir mal bitte, wer Timmit gerade umgebracht hat. Du. Fedor, das ist völliger Bullshit. Fedor, kannst du uns bitte aufklären? Fedor, bist du, ja, also bist ich du bin auch, ich bin natürlich safe, so, das ist klar, ne? Die Frage warum bist ist, du safe? Weil du Medic bist? Genau, weil ich Schild gegeben habe, was sie gerade gesagt hat, weil ich mit Jan gerade eben, Jan hat mich gedeckt. Oh Jan mein Gott, Fedor, du hast einen Imposter geschildert. Fedor, hast du einen, nein, Vote Mental, Fedor. Fedor, du lass dich nicht verarschen. Nein, ich weiß, dass du mich geschildert hast. Was? Oh, wait, ach so, ich meine, also. Ah nee, warte ich hab mal. Ich habe versucht, als Crewmate zu spielen. Warte mal. Oh, no! Ja. Es war egal, was Fedor votet. Das war ja egal. Ach so. Jo. Fedor konnte gar nicht mehr gewinnen. Ich konnte gar nicht mehr gewinnen. Ja, Mendel konnte nicht mehr gewinnen. Er hat entweder gegen den Joker gespielt. Oder ich bin so confused. Ich hab Mental Kill sehen in der Cam, aber dann. Malone, ich glaube, Jan hat einfach auf dich geschossen, glaube ich, oder? Ja, ich war Cheryl. Was hast du gesehen? Weil die Story nicht. Ich hab Bless gesehen. Lass tauschen, Bless. Mein Gehirn macht das nicht mit. Lass tauschen. Was? Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Du, ich habe seit gestern leichtes Fieber. Kann sein, dass es das ist, aber es war ja richtig. Ne? Aber die ganze Runde, muss ich sagen. Ich stand die ganze Runde. Also ich stand die ganze Runde so random im Eck, damit ich einfach nur abwarten kann, was passiert. Und hab niemanden gesehen. Ich stand einfach nur AFK so in der Ecke. Meeting geht an. Vlesk ist gewendet. Ich hab dich mit Bart verwechselt, das tut mir leid. Vlesk kann ich grün haben. Hä, aber. Ja, aber ich. Ey, hat jetzt nicht gerade Baso. Mendel, du musst deine Farbe kurz wechseln. Nee, Baso hat richtig gespielt. Fedor, warum hast du mich jetzt gewartet da am Ende? Warte, du warst Joker, oder? Ja, genau. Aber warum sagst du dann nicht, dass du Joker bist und hat sie. Sagst, hab ich doch. Hat sie. Ja, aber ich war auch so in dem Moment so, warte mal, was ist jetzt passiert? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass du mir ja das Schild gegeben hast. Das heißt, du musst ja Medic sein und dann muss es Matteo sein. Aber dadurch, dass Matteo von links gekommen ist, war das so, hey, what the fuck? Für mich war es halt so, was ich überhaupt nicht gecheckt habe, ist, du musst ja wissen, dass ich gut bin.
Ja. Du weißt das jetzt zu 100%. Aber Baso ist ja böse. Was? Nee, aber sie hat ja gesagt, Matteo ist ein Imposter, weil du Medic bist. Das Problem ist, ich dachte zuerst, Fedor ist es und deswegen habe ich so Matteo zugespielt. Aber dann aber du weißt doch, dass ich nicht bin. Das Schild habe. Ja, aber das ist mir in dem Moment nicht direkt eingefallen. Ach so, das ist mir dann erst eingefallen. Ich dachte halt so, für mich warst du deswegen so sus, weil du ja weißt, dass ich gut bin. Deswegen ist für dich ja die einzige Option, auf ihn zu gehen. Ja, und dann du weißt ja, dass ich gut bin. Ich war so verpeilt am Anfang, weil Matteo mit mir zur Leiche gelaufen ist. Ich habe quasi genau das gemacht, weswegen Matteo auch sus auf mich war. Oder so getan hat. Deswegen ich habe doch nur so getan, ich wusste doch, dass du unschuldig bist, Baso. Ja, ich weiß. Aber warte mal kurz. Matteo, du hast wirklich Baso geworden, obwohl sie Joker ist? Ja, weil. Das war ich habe mich selbst verarscht irgendwie, weil ich dachte, Fedor votet mich. Und ich dachte, weil Baso ja Crewmate ist, votet sie auch mich oder so. Ja, weil sie muss als Crew. Ja, aber wer hat dann. Wir haben nur zwei Leute gewonnen. Ja, Fedor hat Baso auch gewonnen. Oh mein Gott, Fedor, du hast ja. Und vor allem, du hast gesagt, du hast einen Imposter geschildert. Und er dachte dann wirklich, dass ich der Imposter bin. Ah, scheiße. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn der so ich bin zu schlau. Mensch, es gab nur eine Option. Du hättest Fedor davon überzeugen müssen, dass er Imposter ist. Ob ich jetzt komplett doof gedacht habe. Für mich war es so: Baso, wenn sie gut ist oder Joker ist, dann weiß sie, dass es Matteo ist. Weil ich sie geschildert habe, richtig? Jacqueline, ja. Ganz liebe Grüße und es kann trotzdem aber sein, dass du Imposter bist. Klar, klar. Und deswegen vote ich Baso, wenn Baso nicht einfach sagt, ja gut, du bist Medic, also quasi wenn du nicht hardcore auf Matteo gehst. Das Problem war, dass ich die ersten 10 Sekunden so verwirrt davon war und vergessen habe, dass du mich ja geschildert hast, weil das ja in der ersten Runde passiert ist. Und dann ist es mir erst wieder eingefallen und deswegen war das für dich so verwirrend, dass ich das verstehen kann, dass du mich da gewotet hast am Ende. Ey, das wie ist also das eigentlich? Baso hatte ja eben auch schon gefragt. Wenn sie jetzt wenn man jetzt in der letzten Runde bei 3 Leuten keinen Joker mehr drin hat, dann darf der Imposter quasi sagen, ey, ich bin Joker, ich muss Klar, darfst alles darfst du tun. Nur der Joker muss, wenn 3 Leute noch am Leben sind, muss er dann die Rolle des Crewmates übernehmen. Nee. Er muss auch nicht revealen, Er muss die Rolle nur übernehmen durch den Vote. Er muss nur so voten wie ein Crewmate. Richtig. Er muss überhaupt nicht so tun, als wäre er ein Crewmate. Er kann auch so tun, als wäre er ein Imposter oder als wäre er Joker, das ist scheißegal. Hauptsache, du votest nicht dich selber, das ist halt das Asoziale. Hätte Baso jetzt sich selber gewotet und Mantle hätte Fedor gewotet und Fedor hätte Mantle gewotet, hätten alle eine Stimme gehabt und dann wäre automatisch Imposter-Win, weil Imposter macht dann Kill und Feier. Richtig. Deswegen. Genau. Also Baso hat alles richtig gemacht, sie hat sich nicht selbst gewotet und hat trotzdem gewonnen. Also perfekt. Richtig. Hat sie verdient, Baso. Jawohl. Ich maximal ausgespielt, Baso. Maximal war stark. Der Crewmate werden. Alter, boah. Erste Runde direkt so Brainfuck, ey. Oh, das ging schnell. Ach Gott, nein. Shorty. Einer ist gerade in Lower Decon. Wer ist das? Ich nicht. Okay. Die Leiche liegt quasi Will Shorty mich verarscht? Bei einem Bücherregal, weswegen ich quasi erst die Leiche nicht gefunden habe. Ich bin dann erstmal Lifeline gewesen, da war Tim mit da, Mantle war da. Beim Bücherregal? Wo genau? Ja, beim Bücherregal. Da, wo der Wendt ist oder da, wo der... In der Ecke, neben dran. Obwohl, da rechte Seite, wo man quasi dieses L hat und beim Bücherregal direkt dahinter versteckt. Könnte es sein, dass er aus dem Vent rausgekommen ist und getötet wurde? Nee, der war vorher noch bei... Wir standen zu dritt oder zu viert bei Swipecard. Okay. Blesk war dabei, Shorty war dabei, Timmit war, glaube ich, dabei. Ich auch. Yep. Genau, Baso auch. So, dann ist Blesk weggegangen. Und ich bin, als das Licht ausging, bin ich rausgelaufen und habe mich auf die Kamera gestellt. Das müsste Baso confirmen können. Baso, was Cams?
Nee, aber ich stand auch kurz mit Matteo da auf der Kamera vor. Und dann? Ja, ja, so, du meinst, du hast die Kamerakugel verdeckt. Genau. Und war die Kamera an oder aus? Das kann ich nicht sagen, weil ich verdecke die immer, damit der Imposter mich nicht töten kann, weil er nicht weiß, ob die Kamera an oder aus ist. Okay, aber du kannst, übrigens, wenn du die Kamera verdeckst, kannst du erkennen, ob die an oder aus ist, weil um dich rum so ein leichtes Pulsieren stattfindet, wenn die Kamera an ist. What? Okay. Oh, das wusste Alter. Ich tatsächlich auch nicht. Kann ich auch noch einen, ich erzähl jetzt auch noch eine kurze Geschichte. Und zwar Lifeline, sind die Lichter auf einmal ausgegangen. Dann sind die direkt wieder angegangen. Mhm. Und Maluna stand aber richtig weird wie so ein Slenderman im Gang und hat sich nicht bewegt. In welchem Gang? Bei Electrical oder was? Nee, Office. Ja, ich musste da was... Einfach nur gewartet, bis jemand runterläuft. Okay, Maluna, bist du der Engineer? Oder bist du Imposter? Darf ich jetzt darauf ehrlich antworten, oder? Wenn du Imposter bist, darfst du ehrlich antworten. Musst du nicht. Du darfst auch lügen. Muss nicht. Nee, bei Among Us lügt man nicht. Da lügt man nicht. Achso, ja. Ja, also ich wollte meine Rolle ausprobieren. Also du bist Engineer, hast nicht gekriegt. Ja, deswegen stand ich da so rum. Dann verstecke ich mich. Ich kann Fedor auch mit rausnehmen, der war mit mir in O2. Der war nicht da. Also der weißt, wisst ihr, wie lange die Leiche das? Haben wir jetzt gar nicht gesagt. Nee, die muss frisch sein. 10 Sekunden max oder so. Bis 10 Sekunden so, ja. Ja, ja. Also dadurch, dass Maluna da stand, kann es Timmy ja auch nicht gewesen sein. Oh, da ist jemand reingegangen. Okay. Bevor du was sagst, Jan. Timmy, bist du Imposter? Nee. Okay, hast du zufällig einfach nur keine Tasks? Ja. Okay, Timmy, das ist Joker. Das klingt lügnerisch. Nee, ich hab wirklich keine Task in Specimen. Ja. Irgendwann höre ich mich doppelt. Hallo? Ich glaube, bei Maluna? Hallo? Hallo? Naja, ist egal. Auf jeden Fall, War flächig. Ich hatte Angst, dass Timmy mich tötet, aber dann kam Chantau und dann dachte ich, okay, jetzt kann Timmy mich nicht töten. Es könnte aber auch sein, dass Timmy Joker ist und auffällig sein möchte, so mäßig. Ich habe wirklich keine Task. Wir waren zu dritt in Specimen, richtig? Mhm. Ja, wo hängt ihr denn rum? Okay, Specimen zu dritt. Also, Mental liegt direkt an Lifeline. Ich stand mit Mental an Lifeline. Er stand da irgendwie die ganze Zeit rum. Dann bin ich rausgegangen, einen Schritt, habe ihr die Temperatur-Task gemacht. Geht das Licht aus? Ich gehe wieder ran. Hab Report-Button. Bin kurz rumgerannt, aber da lag nur der tote Mental, sonst nichts. Ja, wenn der Lifeline liegt, kann ich Chantau ausschließen. Der kam von oben. Timid kann ich ausschließen, weil ich war bei ihm. Wir waren zusammen in der Dusche und wir waren zusammen bei 1, 2, 3, 4, 5. Wir waren zusammen in der Dusche. Ja, wir waren zusammen in der Dusche. War schön. Ja, machen wir immer. Ja, also die drei, also Unge, Chantau, Timid kann ich für den Kill ausschließen. Könnte natürlich einer von uns auch ein zweiter Imposter sein. Aber den Kill können die drei nicht gemacht haben, weil wir waren den schon. Der war denn gerade bei mir in, wie heißt denn das? Da Weapons. Admin? Nee. Was ich mich frage, Weapons. Warum? Ja, das war ich. Ich habe dich gesehen und ich dachte mir schon, das wäre ein ziemlich guter Kill auf mich gewesen. Deswegen wollte ich auch gerade sagen, also Maluna, das schien mir eigentlich recht. Ich frage mich nur, warum Maluna nicht umgebracht wird als Engineer. Okay, wen kannst du ausschließen? Shorty und Timid? Chantau und Timid. Genau, Unge und Timid habe ich gesehen, wie sie den Specimen gelaufen sind. Ja, stimmt. Dann bleiben Shorty. Ich stehe gerade an Admin-Panel. Ich habe gesehen, ein Richtung O2, einer Comms. Ich habe drei Richtung Specimen gesehen. Ich habe zwei bei Lifeline gesehen. Ich Admin-Panel. Und ich glaube, die Leiche ist gar nicht weit von Admin-Panel, ne? Also wo, Jan, wo ist die Leiche nochmal? Direkt an Lifeline. Es könnte auch Shorty sein. Was ist Lifeline? Admin-Panel gewesen. Lifeline ist da, wo man sehen kann. Ja, Shorty Jan verdächtig. Shorty Jan verdächtig. Noch jemand da? Also, ich habe eben gerade gerechnet, es müssten eigentlich alle. Wie viele haben bitte nicht gewotet? Ja, sagen wir auch keine 6 sind, das ist nicht so wichtig, aber wenn ihr jetzt 6 sind, bitte denkt dran, euren Vot zu nutzen, weil sonst macht es den Impostern sehr leicht.
Oh, zwei. Simon, Jan, möchtest du dich dazu äußern? Ja, kann ich. Ich habe gerade den Report-Button gesehen, sehe Unge nach unten weglaufen. Dann habe ich dich gesehen. Also für mich sah das so aus. Rechts kam jemand rein Richtung Lifeline. Ich sehe einfach nur, wie eine Leiche von Timbit umfällt und Jan steht einfach, also Jan steht literally direkt daneben. Das ist korrekt. Wir haben synchron gedrückt. Ich habe gesehen, wie Unge weggelaufen ist. Drei Schritte weg. Okay, Jan, ich muss eine Sache sagen. Ich habe dich leider gar nicht gesehen. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch nicht erwarten. Du bist drei Schritte unter mir. Also die Leiche liegt im Gang, Unge läuft da gerade in Admin runter. Muss gerade umgekippt sein. Shorty und ich kamen von unterschiedlichen Richtungen drauf zu. Wer kommt von oben von euch? Ich war in der Cam und habe... Shorty kam von rechts, ich kam von links. Aber war so, glaube ich, auch gerade noch, oder? Also ich war Lightsfix und bin dann außen rumgelaufen, da durch die Tür rein in den Gang. Und ja, ich sehe die Leiche nicht umkippen, weil ich sehe Unge weglaufen, hab den Report-Button, Shorty kommt das von Ding ist also halt, für mich kam in letzter Runde eigentlich nur noch, also es kam ja quasi nur Shorty und Jan zustande und dadurch, dass ich weiß, dass ich Crewmate bin, muss ich halt eigentlich Jan für letzte Runde voten. Ich würde ja, gerne was dazu Shorty sagen. Unge sind beide Imposter. Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Da irrst du dich leider, Fedor. Also es konnte sein, dass Shorty Imposter ist, dann ist sie aber mit Jan zusammen Imposter und ich sage euch, warum. Ich habe Jan nicht gesehen, ich weiß auch gar nicht, wo Jan gerade ist und wenn ich Imposter wäre, hätte ich einen größeren View-Range. Und ich hätte dich. Auf der Leiche steht. Ja, Jan steht literally auf der Leiche. Also, ich euch jetzt ein bisschen. Okay, ich sage. Ich widerspreche niemandem, Jan, weil ich weiß nicht mal, wo ihr seid. Und ich sage dir noch wo was. Wo bist du denn gerade, Unge? Ich bin unten in Specimen. Das ist leider. Hast du da nicht schon letzte? Ich nicht doch, gesehen, ich bin aber nochmal reingegangen, weil ich wieder sicher fühle. Jan kann Unge Joker sein und einfach nur so spielen gerade? Nein. Ja, ich könnte Joker sein, aber will ich nicht. Ich will es nicht, pass auf. Wenn ich Imposter bin, habe ich eine größere View-Range als ein Crewmate. Und ich würde keinen Kill machen, wenn mich ein Crewmate dabei sieht. Aber ich bin ja gerade um die Ecke gekommen. Ich glaube, das ist auch Jan tendenziell, ja. Also ich bin's. Nee, Jan ist es nicht. Okay, dann ist es. Nein, ich glaube Unge mal. Also ich glaube, dass es Unge ist und ich glaube, was Jan sagt. Ich habe Unge gewotet. Ich glaube, leider falsch. Shorty, weil Shorty Story auf. Ich finde Baso sus irgendwie. Also. Wer hat jetzt noch Jan gewotet? Ich habe Unge gewotet. Ich habe auch Unge gewotet. Nein, ich habe jetzt auch nur wegen Mehrheit Unge gewotet, actually. Schade, ich dachte, der hat mich nicht gesehen. Ich dachte, die View Range wäre kleiner.
Ich werde diesen Button drücken. Oh, Basis Joker, okay, Basis Joker. War es schon wieder Joker, okay. Oh, Basel report die Leiche nicht. Na, Basel versucht jetzt über die Leiche rüber zu laufen. Ich habe jetzt einfach mal gedrückt, weil wir so wenig left sind, weil wir wahrscheinlich dann jetzt mal voten müssen, oder? Also eigentlich in der Situation als Crewmate, glaube ich, den Button zu drücken, ist schwierig, weil dadurch jetzt quasi die Position der Leichen verloren gehen, Fedor. Ah, okay. Wir können ja jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Basso wollte unbedingt. Rausnehmen wahrscheinlich. Ich hatte nur das Gefühl, dass es quasi sehr sicher ist, dass sie in der Zeit schon Leute getötet haben. Aber du kannst ja theoretisch immer an Lifeline laufen. Also als Crewmate oder auch natürlich als Imposter kannst du halt immer zu Lifeline laufen, um zu gucken, ob jemand tot ist. Dann wird es quasi so rot markiert und kannst dann vielleicht zu Admin Panel laufen, um zu sehen, wo quasi die Leichen liegen. Dann wird ja quasi in einem Raum quasi die Person angezeigt. Das wusste ich auf jeden Fall. Dann lass mal kurz Lagebesprechung machen. Ich bin durch Lab gelaufen in Specimen, mir jetzt Task machen alleine, habe keine Leichen gesehen. Ich bin jetzt auch Lab und kam von Electric und habe Licht angemacht. Und war quasi vorher in Camps kurz. Dann ich hatte ja Angst vor Shorty, bin immer weggelaufen. Da könnte natürlich auch sein, dass Shorty Kill-Cooldown hatte, weil sie hat mich getötet. Also ich finde Baso super. Sass irgendwie vorher auch, als Electric ausgegangen ist, hat sie überhaupt nicht interessiert. Ist sie einfach weggelaufen. Oh, Baso gewinnt schon wieder als Joker. Ich glaube, Jan ist Baso gut geil. Schon als Joker. Ich glaube auch, dass Unge richtig war, beziehungsweise ich weiß, dass Unge richtig hat und da weggelaufen ist. Wäre das vorbei, das Game, ja. Es ist halt nur die Frage, wer vorhin halt nicht für Unge ist jetzt diese Runde nur Chantao gestorben? War Timmy davor schon? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich glaube, Chantao ist auf jeden Fall gestorben. Okay, gut. Wir haben hier trotzdem nur noch einen Imposter drin, sonst wäre er schon vorbei. Also Baso sehr sass, ich weiß aber nicht, ich glaube, ich skippe. Wir sollten auf jeden Fall skippen. Und am besten nächstes Mal die Leiche reporten oder suchen halt. Oder Baso raus. Oder Baso voten. Das Ding ist, dadurch, dass ich meine Rolle kenne und Fedor so doll auf mich schießt, bin ich halt jetzt ein bisschen sass auf ihn, aber ich skippe auch erstmal. Dadurch, dass die zwei Leichen weg sind, haben wir, glaube ich, zu wenig Infos. Die Imposter-Rolle. Oha, er geht auf Trainerkarte. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Baso nicht sass ist in dieser Runde. Wir müssen irgendwie unseren Imposter-Kollegen supporten, wie es nur geht. Wir müssen unseren Imposter-Kollegen jetzt supporten. Okay, Imposter-Kollege entscheidet sich, Licht auszumachen. Okay. Oh ja, die wird Baso töten. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Aber jetzt ist das Problem. Ja, ich hab Jan abgelenkt. Okay. Nochmal abgelenkt. Jetzt ist ganz wichtig, es muss Shorty einen Kill machen. Los, Shorty! Mach den Kill. Nein. Shorty, mach den Kill. Shorty, warum machst du nicht den Kill? Shorty, mach den Kill. Ja, komm, Shorty. Komm, Shorty, das ist der letzte Kill. Du brauchst noch einen Kill.
Jan, yes! Spielst du mit Controller? Let's schön, go! Und du hast mich so stark supportet, mit den Türen zu machen. Und ja, so. ich hab Jan abgelenkt, der war fast auf die Leiche gestoßen. Ich habe doch in letzter Sekunde die Tür zugemacht, damit er. Und dann ist er wirklich zur anderen Richtung gelaufen. Jan steht erst eine halbe Stunde vor der Tür. Er steht halbe Stunde vor der Tür. Das war insane. Oh Jan mein Gott. Ich zur Leiche hin, Unge macht die zu, bam! Und Jan, scheiße, muss ich woanders hin. Da muss ich woanders hin. So, let's go. Nee, ich bin an der Tür einfach stehen geblieben, weil ich gucken wollte, wo ich noch Tasks habe. Ich hab nur in dem scheiß Tappen rumgegangen. Oh Mann. Warst du schon wieder Joker? Ja, war so ein Joker. Ja, oder? Ja, deswegen habe ich sie noch schnell weggemacht, weil ich dachte, wenn ich mit ihr in das Dreierduell rein muss oder so. Ja. Schotty wusste ich nicht übrigens. Vor allem wusste ich es auch die ganze Zeit. Also, Unge habe ich gesehen, Schotty erzählt Lügenmärchen und dann habe ich mich wieder verwirren lassen. Schotty, wusstest du, dass ich Joker bin? Ich habe es vermutet. Okay. Und bei Jan war ich mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Hey, war einfach back to back Joker. Ich will nicht mehr. Glück mit Waffen. Doch, Joker ist geil. Ja, aber das ist immer so kritisch, ey. Stark. Ey, der Kill, den Jan gesehen hat, bei mir war Jan am anderen Ende des Bildschirms. Ich dachte so, das wird niemals von der Sichtweite reichen. Und dann hat er mich einfach gesehen. Das war gefährlich. Viel Spaß. Danke, jetzt will ich aufpassen hier. Jan. Let's go, wir sind Joker. Let's go. Oh nein. Nein, bitte kein Double Kill. Bitte kein Double Kill. Okay, alles klar. Habe ich gesehen, Shorty, ja. Ich habe es gesehen, okay, alles klar. Ey, lol. Okay, wo liegt der? Wo liegt ich habe auch die ganze Zeit gesucht, Matteo. Labor. Okay, ich kann. Labor. Ich kann Jan und Shorty ausschließen für diesen Kill. Man kann ja gar keinen ausschließen. Auch. Der liegt schon seit einer halben Stunde da. Nein, Jan und Shorty kann ich wirklich ausschließen. Wir waren schon sehr lange. Die waren auch in dieser ganzen Runde nicht in Labor. Also, da bin ich mir sicher. Okay. Ich kann euch sagen, wann der Kill passiert ist. Und zwar beim ersten Licht aus. Ja. So kurz danach vielleicht sogar. Boah, aber das also war ja, dann linkt er ja wirklich richtig lange da oben. Ja, also als das Licht ausgemacht, wurde, bin ich sofort zu Lifeline gelaufen, war der Erste, der da ist und dann ist Fedor gestorben. Ja, ich kann Matteo rausnehmen für den Kill. Also Shorty war auf jeden Fall am Licht am Anfang. Ich war auch am Licht. Sag mal, wo genau Fedor liegt? Wo genau? Zwischen dem Gang Office und dann hoch zum, nicht Office, sorry, Labor. Ja. Wo man so diesen Klick machen muss. Ah, okay. Schalter aber warte mal, Tim, bevor wir uns hier gegenseitig Alibi geben, wo warst du davor? Ich habe die Rakete gemacht, dann bin ich Lifeline. Da war Fedor schon tot. Maluna, du musst irgendwas machen mit deinem, mit deinem Echo. Sorry. Ja, wir hören das irgendwie doppelt. Alles gut. Also, Timmit, also du kamst aus dem Labor raus, wo der Kill begangen wurde. Ja, ich habe nur die Raketentaste gemacht. Okay. Das klingt aber schon, also wir können dich nicht rausnehmen dafür, das weißt würde du. Würde ich natürlich auch sagen als Imposter, wenn ich das machen würde. Mhm. Ich muss auch was zur Raketentast. Ich muss auch was zur Raketentast sagen. Ja. Und zwar, als ich eben die Farbe Blast hatte, hatte meine Rakete, dieses Display, worauf diese vier Knöpfe sind, war dann rosa. Mhm. Das fand ich voll cool. Wusstet ihr das? Okay. Ja, aber das ist ja immer. Ja, das passt eure Farbe an. Das habe ich noch nie gewusst. Passt nicht an zur Farbe, ja. Mhm. Krass. Jetzt wisst ihr es. Nice Fun Fact. Simon will Zeit schon. Versuchst du gerade Zeit rauszuholen? Ja. Die Aussage baute ich hier, Simon. Nein. Ich wollte euch was über das Spiel beibringen. Ist dir das in dieser Runde aufgefallen, Simon? In der letzten Runde, wo ich die pinke Farbe hatte. Also in der vor zwei, drei Runden. Ja, weil diese Runde hat ja keine Task oder ist Imposter. Eben. Ja, diese wusstet ihr, dass Chansey in der First Edition super selten in 10er PSA gibt, weil es meistens Printlines hat? Was? Nein. Das ist mega krass. Ja, aber Magneton auch, Ultra. Heftig. Ja. So, wir haben also Null-Info, geil. Ja, Flask hat sie da noch ein Wort dafür. Ich hab eher das Gefühl, dass Flask Joker ist. Das war ich. Nee, der würde sich nicht selber worten und uns dann sagen, oder? Okay, dann ist er ein Imposter. Ach, der Triple Remind Worst uns wieder. Oh.
Bum. Okay, wir müssen jetzt Glück haben. Wir bleiben jetzt hier versteckt. Okay. Ja. Ich glaube, ich kenne beide Imposter. Ich kenne die auch. Ist ja. Unmöglich, aber sag mal. Nee, erstmal Chantau. Die liegt oben rechts an der Weathernote. Was? Weathernote? Was ist das nochmal? Oben rechts? Labyrinth. Unterm Labyrinth. Ach so, okay. Ich bin da, Chantau. Wir haben uns gerade in Dings gesehen. Ich habe auch den Report-Button. Ich wollte erst genau. Gucken, es ist dunkel. Ich habe nichts gesehen. Okay, ich bin lost. Ich hab scheiße gelabert. Ich dachte, ehrlich gesagt. Also ich muss euch eine wichtige Info geben. Shorty war Engineer. Bevor er jetzt den Imposter das für sich beansprucht. Die liegt auch genau auf dem Bild. Ja, Shorty war Engineer, das hat die mir in der ersten Runde gezeigt, als ich mit Jan unten in O2 war. Da ist die in den Baum Vent reingesprungen, wieder rausgesprungen, um zu zeigen, dass die Engineer war. Jetzt, wo sie tot ist, muss ich das releasen, damit kein Imposter auf den Zug aufspringen kann. Und was ist, wenn du Imposter bist und ich Engineer? Ich habe auch nochmal eine Frage an Jan. Du hast gemeint, du hast den Report-Button auch. Aber wäre schon geil. Ja, ich habe den Report-Button auch. Ich habe dich nämlich nicht gesehen, weil... Ich stehe ziemlich oder? Da, wo der Vent ist. Licht ist halt aus. Ich wollte gucken, ob ich noch genau. Irgendwas sehe. Aber ja, ich habe den Report-Button. Es kann stimmen, weil er war vorher in Range. Lifeline. Ja. Ja, wir waren zusammen an Lifeline. Ich bin rausgerannt. Jetzt, ja. Da sind wir. Ja. Also für mich ist Vlas Kylie sus, sag ich, wie es ist. Ja, aber es wär doch wirklich eine coole Sache, oder nicht? Wenn ich in Wirklichkeit Engineer bin und du Imposter. Ja, aber ich glaube, du bist Imposter. Nein. Simon, als du Shorty hast wenden sehen, warum kam da kein Gedanke, oh scheiße, das war dein Imposter? War das so offensichtlich? Welcher Imposter wendet denn in Runde 1 vor jemandem? Nein, das könnten Imposter machen, die ballsy sind, aber dann müsste jetzt der Sheriff sagen, ich habe Shorty erschossen. Und da Shorty ja gerade tot ist, ist ja jetzt offensichtlich. Deswegen habe ich auch in der letzten Runde nicht gesagt, dass sie Engineer ist, weil sie hätte mich ja auch tricken können. Aber jetzt weiß ich, sie ist Engineer. Ja, darum geht es mir dann. Bei dieser Frage geht es mir nicht darum, ob ich glaube, dass Shorty Engineer ist, sondern es geht mir um die Frage, woher kannst du 100% sagen? Okay. Nicht mehr schießen. Okay, woher kann ich was sagen? In Runde 1 auf mich geschossen. Woher kann ich was sagen? So, ich wollte nämlich nur sagen, nur ein Imposter kann sich sicher sein, dass der Engineer ein Engineer ist. Quatsch, ich hab doch jetzt, nachdem sie tot ist, das gesagt. Ich hab da zusammen unterwegs waren. Quatsch, ich hab doch jetzt, wo sie tot war, das gesagt. So war der Sheriff. Mantle versucht, sie nicht zu schießen. Wir haben keinen Sheriff mehr, der hat in Runde 1 im Level auf mich geschossen. Wir haben schon lange keinen Sheriff mehr drin. Nee, Mantle, ich vertrau dir nicht. Ich vertrau Mantle nicht. Hilfe, helft mir, Mantle will ich umbringen. Hilfe. Simon, du kommst jetzt nach Duisburg. Ich lass mich nicht von Mantle umbringen. Ich lass mich nicht von Mantle umbringen. Sobald die Tür da hinten aufgeht, renne ich. Dann renne ich mein Leben. Sobald die Tür aufgeht, renne ich mein Leben. Ansonsten bleib ich hier stehen, weil ich hab keine Task als Joker. Ich muss nichts machen. Guck mal hier. Ich muss nichts machen. Ich muss einfach nur rausgerotet werden. Und das bedeutet, ich bleib genau hier stehen, weil das ist der beste Ort. Tja. Boah, möchte jemand was dazu sagen? Ich möchte nur dazu sagen, er hätte sich nicht mit mir in Duisburg verabreden sollen. Aber ich habe damit nichts zu tun, das war einfach nur Karma, weil er wollte mich in Duisburg reinlocken. Ja. Ich bin nicht in der Nähe von der Leiche. Vlas, bist du in der Nähe von der Leiche? Ja, lass mich nur eine Geschichte aussehen. Ja, eben, lass dir Zeit. Also Vlas hat vor meinen Augen Mantle getötet am Eingang. Ich glaube, dass Jan... Ja, aber die Kamera war an. Okay, wer hat die Kamera gesehen? Wer? Ich weiß, wer in der Kamera war. Glaube ich mich auch, weil Basus, glaube ich, in die Richtung zu Electric. Okay, dann ist Base wahrscheinlich der zweite Imposter. Nee, ich war nicht in der Kamera, aber ich weiß, wer es war, aber ich weiß nicht, wenn derjenige das nicht selber sagen will, so, dann will ich nicht. Ich würde euch jetzt gerne, das hat euch gerade nicht so interessiert, vielleicht ist es auch besser für euch. Aber Fedor hat mich in Runde 1 abgeschossen im Lab. Timid war auch im Lab, hat aber nichts gesagt, ist einfach wieder links rausgelaufen, nachdem er die Leiche wahrscheinlich gesehen hat. Ich habe nicht reported, hätte ich vielleicht machen sollen. Fedor war Sheriff. Sheriff ist raus. Warum hast du dann eben Mantle getötet? Maluna, okay, Echo. Null Sinn, ich hab, wenn du sagst, wie kann das sein? Ich verstehe das nicht. Immer die ganze Zeit über alles doppelt. Ach ja, dann habe ich ihn halt getötet. Ich bin in Cams. Vlas hat on Cams getötet. Wenn er sagt, dass Fedor Sheriff. Ja, 100 Pro. Wenn er sagt, Fedor ist Sheriff, ist eine Lüge? Dann kann Vlas kein Sheriff sein. Ja, okay, dann
Wurde ich jetzt Blesk? Ich glaube dir. 100%. Ihr ich könnt hab's gesehen. Also es ist okay, ich glaube Jan und Timmit. Also da Blesk sowieso sorry. Dabei gesehen wurde, ihr könnt Blesk voten, weil ich bin der Sheriff. Fedor war nicht Sheriff. Okay, perfekt. Blesk hast du nicht scheiße. Also ihr könnt ihn voten oder ich mach halt nicht so. Alle lügen. Piu, piu. Ich erzähl die Wahrheit. ja, klar. So. Ich weiß aber nicht, warum du On-Camps getötet. Und damit bin ich sicher, ich habe ja gesagt, ich habe mit Mental Skill nichts zu tun und ja. Kann nur sein, dass ich dann halt nächste Runde von dem anderen Imposter weggemacht werde. Also falls wir noch einen Medic haben, der sein Schild noch nicht vergeben hat. Okay, Jan ist auf jeden Fall safe jetzt. Ich will euch trotzdem nochmal sagen, als Imposter will ich natürlich auch noch Unruhe stiften. Timmel ist Joker. Der ist wirklich von der Leiche weggelaufen, anfangs. So, machen wir unsere Taktik. Das ist die beste Taktik. Glaub es mir einfach. Glaub es mir. Das ist die beste Taktik. Das ist die beste Taktik in Among Us. Könnt ihr euch aufschreiben? Schreibt mit. Schreibt in euer Among Us Buch. Das ist die beste Taktik. Oh, ich muss abhauen. Schnell, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Oh Gott. So, dieser Button dient einer wichtigen Frage. Und zwar einer Frage an Baso. Ja. Du bist Sheriff. Hast du Timmit erschossen? Nee. Okay. Weil, wenn Blesk die Wahrheit sagt und Timmit wirklich der Joker ist, hättest du ihn ja theoretisch erschießen können. Ne? Also man kann ja den Joker erschießen. So. Jetzt möchte ich einmal kurz die Zeit hier nutzen, um zu hinterfragen, warum Blesk Timmit als Joker sozusagen, ja, der Öffentlichkeit zugänglich macht, damit sein zweiter Mate eine bessere Chance hat und damit der Joker nicht gewählt wird? Oder ist da, steckt da was anderes hinter? Ich glaube, er wollte einfach nur uns verwirren, so auf eine lustige Art und Weise. Okay, dann müssen wir mal herausfinden. Also das Problem ist, ich weiß natürlich jetzt nicht, wo Timmit liegt, weil ich habe den Button gedrückt. Ich war mit Jan gerade an Lifeline, habe blau tot gesehen und habe gedacht, okay, Baso war in Lab, die habe ich noch gesehen. Ja, Baso habe ich auch in Lab gesehen. Ich war O2 und dann für mich war nur wichtig, jetzt zu wissen, ob der Sheriff eingegriffen hat oder der Imposter. Okay. Für mich bleiben, weil also, Jan ja auch Bless gewotet hat. Warum? Ich schwöre eigentlich noch. Nee, alles gut. Ja, Jan ist safe. Also für mich bleiben, wenn Baso wirklich Sheriff ist, und das glaube ich Baso und Jan glaube ich auch, weil Jan hat gegen Bless geschossen. Für mich bleiben nur noch Maluna und Chantau. Genau, aus meiner Sicht ihr beide halt. Ich weiß, wo Maluna ist. Und zwar ist Maluna in Specimen reingelaufen. Mhm, ja. Und das heißt, da kann sie den Kill nicht gemacht haben. Also bleibt für mich nur noch Chantau übrig. Woher willst du wissen, dass Timmit nicht Specimen war? Weil ich in Specimen war. Und das weiß auch Baso. Weil ich bin nämlich aus Specimen rausgekommen. Als Maluna in Specimen reingegangen ist, bin ich rausgegangen. Und die einzige Person, die kein Alibi hat, bist du, Chantau. Ja, was ist, wenn Timmit oben im Lab ist? Und in Maluna reinlief? Nee, da habe ich ihn nicht gesehen. Ich muss leider sagen, dass alles, was Owen gesagt hat, stimmt. Maluna war gerade oben im oberen Decon, stand er gerade. Also wenn es falsch ist, nicht so schlimm. Und Timmit kann sich ja nicht zwischen Owen und Maluna porten. So. Ja, Chantau, du kannst natürlich jetzt gegen mich einfach schießen, aber ich habe dir genau gesagt, was passiert ist. Ich bin auch sehr, sehr viel unterwegs diese Runde. Das wäre schon. Also Chantau ist leider der Einzige, der jetzt irgendwie da übrig bleibt in der Gleichung. Das ist natürlich bitter. Ja. Die jetzt holen können, Chantau. Fall gelöst. Ja, ganz einfach den Fall gelöst. Also ich habe logischerweise gesagt, dass Timmit Joker ist, damit Linda sich kaputt schießt dann eben so. Also, aber ich war kein Joker. Ich weiß, ich war Joker. Ach so, denkst du, darauf falle ich rein? Ich war Joker, aber ich habe gehofft. Ich habe euch wirklich genau die Wahrheit gesagt. Ich war Joker und ich habe gehofft, dadurch, dass ich so offensiv gegen Chantau schieße, dass irgendjemand dann daran zweifelt, ob ich vielleicht, dass Chantau die Schuhe schiebe. Aber ja.
Das Problem war, das hat alles gepasst. Ja, okay. War auch alles genau richtig. Ich weiß, dass ich Sheriff bin und ihr mit dem Specimen euch so gut abgepasst habt, quasi, war das halt das Einzige, was übrig blieb. Oh mein Gott. Ja. Simon, weißt du, warum ich gesagt habe, du sollst nach Duisburg kommen? Warum? Ich wollte dich shielden, weil ich Medic war. Ach lol. Oh. Aber Flesk, warum? Wie doof hältst du mich, dass ich dich als Sheriff in der ersten Runde abschieße? Das benutzt er ja immer nur. Das ja, macht das er ganz war, oft. Ja, ja. Er wollte es einfach nur als Alibi benutzen. Flesk hat auch schon meine Intelligenz beleidigt heute. Oh. Das ist mehr so wie ein Adelstitel. Ja, die Sache für mich auch wenn ich Joker war, für mich war es so klar, dass Shintao halt der Mörder sein muss, das muss ich einfach mitteilen. Let's go. Ah, schade, Leute. Ich habe gehofft, vielleicht wird noch gegen mich geschossen. Hätte eine Person mir nicht geglaubt, hätte es gereicht. Weil ich habe mich selber gewotet und die andere Person hat 3 Votes. Hätte nur eine Person mir nicht geglaubt, hätte eine Person noch Shintao geglaubt. Aber Shintao hat sich nicht gut verteidigt. Hätte Shintao sich ein bisschen mehr verteidigt, hätte gesagt, oh nee, aber Unge, woher weißt du das denn alles? Wenn du keine größere View-Range hast, blablabla, dachte ich, ja, vielleicht schießt Shintao ein bisschen besser. Hätte Shintao ein bisschen besser geschossen, hätte es auch ein Vote für mich gegeben. Aber, tja, so ist das. Okay, ist schon jemand tot? Nein. Licht geht aus. Ist jetzt gefährlich? Jetzt wird's gefährlich. Sehr gut. Und nur noch die Tür auf. Okay, Vlesk ist tot. Interessant. Ich sage euch, warum es interessant ist, weil Vlesk ist nämlich gerade eben vor so ungefähr 10 Sekunden unten beim Bücherregal zu diesem Vent hingedippt und hat reingeschaut und wieder weggegangen. Dann dachte ich, für mich bleibt jetzt nur noch, dass Vlesk entweder Imposter ist und versucht hat, den Engineer aus dem Vent rauszukillen oder Joker ist, um auffällig zu sein oder selber Engineer ist. Aber jetzt ist er tot, das heißt, ist egal. Gute Story. Ich kann auch sagen, dass ich gerade noch vor das Licht ausging, an Lifelines war, dann bin ich zum Licht gelaufen und Shorty kam mir entgegen, also in meinem Kegel habe ich weiß gesehen noch. Sie ja, ist nicht genau. Zum Licht gelaufen. Als ich zu Lifeline gelaufen bin, ich bin dich gecrossed quasi, kam von meiner Weapon Stars, bin Maluna gecrossed, bin zu Lifeline gelaufen, da war Vlesk schon tot. Den Fehler, den ich jetzt begangen habe, er liegt tatsächlich in der Nähe vom Admin-Panel. Ich habe weder genau geguckt, wo die Leiche von ihm liegt, bin ich ehrlich. Plus, ich habe auch nicht mehr auf Admin-Panel geschaut, weil ich Angst davor hatte, bei Lightout zu sterben. Weiß aber, dass jetzt gerade jemand irgendwie im unteren Decon ist. Also die letzte, die für mich aus Admin rauskam, war natürlich Maluna jetzt für mich. Ich bin gerade... Wer waren die anderen zwei, die noch bei Lights gerade mit mir stehen? Ich habe die Farben nicht mehr sehen können. Ich. Maluna und wer noch? Grün, dunkelgrün, oder? Mental? Nee. Ich bin in Specimen alleine. Ja, weiß ich nicht. Ja, Specimen alleine. Bist du einer bei unten Lights, reingegangen, oder? Matteo, oder oben? Wo bist du reingelaufen, ich bin Matteo? Ich unten reingegangen. Unten. Aber vor wie vielen Sekunden? Nee, bist du nicht. Doch, 100%. Nein, und ich bin Specimen. Oh Mann, ey. Der Joker, Joker oder Imposter. Joker oder Imposter. Oh Mann, nee, Shintao ist lost. Ich bin ganz normal. Nein. Okay, Shintao, wie wär's, wenn wir eine kleine Wette machen, eine Sidebet? Ja. Also, sagen wir 3 Döner. High Stakes. Bestechung. Oh, dass du ein Imposter bist. Da hast du ihn. Bestechung. Die Hamburg City Döner, die teuren. Ja, richtig. Die richtig teuren. In Hamburg an der Sternschanze gibt es einen veganen Döner, der ist lecker. Ich bin von Admin in Specimen reingelaufen und hab dich dann nicht gesehen, aber dann gingen auch die Lichter aus. Und du sollst auch von unten gekommen sein. Aber dann bist du ja genauso sass, Shintao. Ich freue mich auf die 3 Döner. Weil da war ja die Leiche. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich raus bin. Shintao ist dafür safe. Ich bin nach ihm reingelaufen. Vlesk hat er noch gelebt, war ein Admin. Wir sind beide safe. Also ich nicht 100%, aber Shintao auf jeden Fall. Aber ich habe dich nicht gesehen. Wie hast du mich gesehen? Ja, ist mir egal. Ich krieg 3 Döner.
Schade, Leute, dass ich die Joker-Runde in den Sand gesetzt habe, aber ich musste Gelb auffliegen lassen. Gelb war zu offensichtlich. Was? Hi. Hi. Hallo. Ich bin gerade in den Raum ganz links reingelaufen. Ja, erzähl erst mal. Ach, ich habe gar nicht reporten klicken können. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, aber Fedor hat einfach leider Vandkill gemacht und ja. Ja. Ich bin gerade in den Raum ganz links reingelaufen und habe die Leiche gesehen und habe ein bisschen Orientierung gebracht, um auf den Button zu klicken, und dann ist er, hat er reported. Matteo und ich waren in O2. Das kann er bestimmt bestätigen. Haben wir Müll rausgebracht. Unge habe ich nämlich noch an den Wasserstoffdingern da gesehen. Habe ich da wieder geguckt, da war er weg. Und ich so, okay, dann ist er bestimmt am Baum. Dann kommt Feder aus dem Vent gesprungen, killt Unge und rennt nach unten. Ich bin von oben gekommen. Ich wollte dich auf jeden Fall. Ich hätte also gesehen. Also, ich bin in Lab, ich habe mal Luna gerade noch gesehen. Auf dem yes. Also ganz kurz, Fedor, du hast eine Leiche gesehen und was hast du noch gesehen? Ich bin von oben nach unten gelaufen. Ja. Ich habe am Anfang nicht gecheckt. Also, erstens, das Spiel hat angefangen. Ich habe am Anfang nicht gecheckt, was ich machen muss. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Bin dann zu den Lichtern gelaufen, habe dann eine Task auf der linken Seite gesehen, die ich machen muss. Bin dann darüber gelaufen. Dann bin ich in den Raum reingekommen. Hab die Leiche gesehen, wusste quasi, okay, ich muss jetzt was machen. Rechts unten ist der Button aufgepoppt, ich wollte den Button klicken. Blau hat auch gestanden, Blau hat Report anscheinend. Leute, glaubt ihm kein Wort, er spielt Poker. Also, Peter, das Problem für mich ist... Tim, das hast Problem du den Kill gesehen, 100 Pro. Ja, natürlich, Unge ist umgefallen. Also, ja, also Fedor, das Problem ist, dass du dich nicht wunderst, dass Timid bei einer Leiche steht und du dann dazukommst und dann nicht Report drückst, weißt du? Ich muss dich leider jetzt ja auch voten. Aber... Okay. Aber du sagst, also du kannst mir noch eine andere Ausrede überlegen, aber das Problem ist, wenn Timid da rumsteht mit der Leiche, warum denkst du nicht, dass Timid es war? Aber das habe ich doch gesagt. Ich komme in den Raum rein, ich sehe Blau, ich versuche zu drücken. Hatte ich also gedacht, ich meine jetzt... Ich skippe nochmal. Nee, braucht ihr nicht. Ist zu 100%, ich bin gleich tot. Okay. Ja, ist halt mega frustrierend, weil ich so schlecht erklärt habe, aber na gut. Okay. Ich habe dich nicht gewortet, aber ja. Mensch. Die ganze Zeit. Ich habe geskippt, 100 Pro. Wirklich. Dönerwette, 3 Döner. Timid hat mich gerecht. Das war die Rache. Die Frage ist, wer ist der andere Imposter? Das werden wir jetzt herausfinden. Leute. Oh oh. Ist es Baso? Nein. Oder doch? Ist es Chantal? Oh, wir wissen es nicht. Wir werden die mal im Auge behalten, die beiden. Uiuiui, was macht Baso denn jetzt? Ist schon jemand tot? Nee. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei Baso. Ich habe das Gefühl, dass Baso eine Mörderin ist. Eine Mörderin. Sie hat jemanden umgebracht. Eine Mörderin. Oh oh, Manduna wird jetzt von Baso abgeschlachtet. Oh, auch nicht. Blau, rot, gelb, lila. Lila immer zum Schluss, ganz wichtig. Lila immer zum Schluss. Gelb, rot, blau, lila. Immer zum Schluss, lila immer zum Schluss. Lila muss immer zum Schluss gemacht werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die 10 immer zum Schluss. Die 10 immer zum Schluss. Und lila. Ganz. Oh, weiß ist tot. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, Timid. Timid, geh gucken. Geh gucken, Timid. Oh, ja. Shorty war schon mal Joker. Das ist gut, dass sie tot ist. Glaube ich. Ja. Hallöchen. Ist noch jemand gestorben? Moin. Sind zwei Leute tot? Shorty ist auf jeden Fall tot. Shorty. Und das war's. Fedor hat mir gekickt. Ja, okay. Genau, Fedor wurde gekickt. Ah ja, okay. Ja, wo denn gefunden? Vorm Admin-Table. Vorm Admin-Table. Hatten wir vorher Lifeline-Info?
Nee. Aber ich kann euch eins sagen: entweder ist Chantau Imposter oder Joker. Chantau, ich habe eine ganz spezielle Frage an dich. Welche Task hattest du in Specimen? Ich hatte die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Task. Und das war's. Und ich bin von links reingekommen und habe dich nicht gesehen. Ja, das ist mir schon bewusst. Du warst halt schon. Das ist letzte Runde, was ihr jetzt meint, ne? Das war vor zwei Runden. War die erste Runde oder so, genau. Ja, Chantau, du warst halt schon weg. Ich habe noch nämlich den Dampf gesehen, bin hinterhergelaufen, habe mich gefragt, wer da reingelaufen ist. Und du warst dann schon weg. Aber 1, 2, 3, 4, 5, die geht halt am schnellsten oder geht mit am schnellsten. Das kann schon sein, dass du dann weitergelaufen bist. Also Timmit hat jetzt nochmal reported. Das Problem ist, wenn uns Timmit gerade eben mit Fedor verarscht hat, dann haben wir ein Crewmate rausgevotet und sind noch zwei Stück drin. Es ist aber nur ein Fehler gefallen. Also. Aber eigentlich könnten wir. Ja, true. Wenn Fedor Imposter war und Timmit ist Joker. Und wir jetzt okay, ist gut, das ist Timmit, oder? Also, Sache ist ja, Mäntel und Chantau haben sich ja eben schon gesasst, weil Matteo Chantau ja nicht gesehen hat und Chantau hat gesagt, Matteo war da im Specimen. Nee, Timmit, fang jetzt nicht so an. Chantau hat mich gesasst, weil er mich nicht gesehen hat. Genau, aber ich war es nicht. Ich kam einfach später rein. Warte mal ganz kurz. Den Kill kann Maluna nicht begangen haben, weil ich war in Camps und ich habe gesehen, wie sie reingelaufen ist. Das heißt, ich schließe schon mal uns beide aus. Stimmt, du warst in Camps. Hat jemand Mäntel gesehen in Camps? Ah, ja. Wir haben auch zusammen Licht gemacht. Okay. Korrekt. Ja, ich habe das Licht angemacht, Maluna kam dazu. Ja. So, das heißt, wir beide fallen für diesen Kill raus. Bleiben also nur noch. Und Basel ich würde, dann? Ich vote hier nicht, weil ich genau weiß, dass Fedor ist. Nee, ich weiß, dass Maluna glaube, safe ist. Ich glaube, verwirrt. Aber wir können nicht voten. Wem können wir denn glauben? Ja, jetzt haben wir vor allem Timmit geglaubt, ne? Ja, schon. Ihr könnt mir ja ruhig trauen. Ja, gut. Ich würde auch niemals lügen. Das Problem ist. Ja, scheiße, vielleicht haben wir verkackt. Jetzt ist die Frage. Ich habe alle meine Aufgaben fertig, ist schon mal gut. Basu würde gerne Chantau töten, aber Basu tötet jetzt. Wen will Basu töten? Oh, Basu. Basu wendet? Interessant. Oh. Jetzt könnt ihr zumindest Tim glauben. Sage ich erst, wenn du sagst, wo du bist. Links von Office liegt Timmit. Links von Office? Ja. Okay, dann stehen haben wir beide auf der Leiche. Ich glaube aber, dass Chantau es nicht gewesen sein kann, weil. Wo bist du, Matteo? Ich stehe an Lifeline und ich war vorher in. Pass auf, ich habe Admin-Info und ich sage euch jetzt, was ich gesehen habe an Admin. Zwei Leute Electrical, eine Person O2 und zwei Leute in Communications. Wer war in Communications drin? Waren das Chantau und Jan? Ich war nicht in Communication. Ich war von Lights runtergelaufen, dann. Ich war nicht mit Chantau. Nee, ich weiß ja, dass es Mäntel ist. Ich gehe das 50-50 gerne ein. Nee, Chantau, ich bin's nicht. Warum nicht? Weil ich Admin-Informationen habe und an der Lifeline war. Maluna, wo bist denn du langgelaufen? Ich bin gerade. Nachdem was? Achso, nachdem wir in Lifeline waren. Nachdem wir uns getrennt haben von Lifeline. Bin ich nochmal hochgelaufen zu Electrical und dann bin ich nochmal. Oh, ich bin gerade im Rohr bei O2. Also da kam mir auch Chantau, und Jan entgegen. Ja, dieses Rohr, wo du von Electrical runterläufst. Diesen Weg. Ich glaube nicht, dass Chantau den Kill gemacht haben kann, weil wir aus derselben Richtung kommen. So, das Problem ist, ihr werdet jetzt glauben, dass ich das war. Ich war das aber nicht, ich bin Crew. Chantau, du hast mich jetzt schon gevotet. Ich war das aber wirklich nicht. Ja, ich weiß es. Das Problem ist, ich bin es wirklich nicht. Es könnte sein, dass noch zwei Leute drin sind und die sich decken. Nee, kann nicht sein, weil Timmit ist gestorben. Das geht nicht. Das heißt, Timmit hat recht. Es würde gehen, aber es wäre dann kein Double Kill. Ja. Okay. Scheiße. Chantau, du liegst falsch. Also ich bin mir sicher, dass Chantau es nicht war. Wir kamen aus derselben Richtung. Also Jan, du kannst 100%... Aber wie hat Matteo dann Admin-Info, wenn Chantau es nicht war? Also in irgendeiner Zeit muss ja Timmit getötet worden sein. Können wir bitte nochmal skippen? Wir wissen doch, dass einer raus ist. Bitte. Weil ich bin's nicht.
Ich glaube, es ist Chantal. Danke, aber Dankeschön. Ja, ich wollte es probieren. Es ist Jan tatsächlich. Jan hat die Klinik gemacht. Was? Ich bin Joker. Was? Oh, Jan, das sieht aber gar nicht gut aus. Jetzt wird Jan einfach nur Menschen töten. Oh, Jan, das sieht aber gar nicht gut aus. Eine schöne Kirche auf dem Kopf. Und dann noch schöne Knarre im Halfter. Oh, oh. Will ihn abschießen. Oh, Jan hat die Verfolgung verloren. Jan. Ja, ich dachte, wir flippen Mental und dann habe ich noch ein 50-50. Ihr flippt mich danach eventuell, aber Jan hat neben mir gekillt. Also Jan würde mich jetzt töten, wenn ich nicht sage, dass ich Joker bin, dann wäre es verschwendet. Aber Chantau, du hättest nicht revealen müssen, ja, dass ich weiß. Du Joker bist. Du hättest einfach ganz normal als Crewmate spielen können. Jan hätte mich ja getötet jetzt. Er wusste ja, dass ich Joker bin. Ah, okay. Ich laufe gerade die ganze Zeit Matteo hinterher, weil ich Angst habe vor Chantau. Matteo, du bist nicht zufällig Sheriff, also, oder? Also Jan hat neben mir gerade Timid getötet. Ich dachte, ich kann das 50-50 auf Mental und mich pushen quasi und dass ihr mich dann danach wurde, dass ich als Joker noch gewinne. Aber ich habe den Kill nicht gesehen. Ich kam da mit Chantau raus. Also ich dachte, wie gesagt, dass Chantau es nicht war. Chantau, wenn du Joker bist und wir jetzt Jan voten und Jan Imposter ist, dann hast du doch auch verloren. Ja, aber er muss ja so spielen, weil er hat keine andere Möglichkeit. Ich verliere sowieso, weil Jan mich ja tötet, weil er weiß, dass ich Joker bin. Ich habe ja gerade komplett gelogen. Ja. Also, nochmal ganz kurz. Maluna, du weißt, dass ich unschuldig bin, weil wir haben bewiesen, dass Timid recht hat und sozusagen nur noch ein Imposter drin ist. Und wir beide waren an den Camps, als der eine Kill begangen wurde. Das heißt, Maluna ist für mich 100% safe. Engineer, lol. Und deswegen muss ich auch Maluna, kannst du Matteos Geschichte bestätigen? Lol. Ich raff's immer nicht. Ich kann nur bestätigen, dass er in Electrical war während... An den Camps. Okay. Genau, also erst Electrical, ich habe das Licht angemacht und dann war ich in den Camps. Und dann 7000 Daumen nach oben, Küsse. Ich kann das nicht gewesen sein, wir wissen, dass du noch eine Poste hast. Ja. Das Problem ist, Jan, du sagst, Chantau kann das nicht begangen haben. Ja, weil er weiß, dass ich Joker bin. Er kann mich ja nicht voten, dann verliert er ja. Also ich war, ich kam mit Chantau aus der Tür davor Office und wir rennen in die Leiche rein. Deshalb glaube ich nicht, dass Chantau den Kill gemacht haben kann. Nee, du hast ihn ja getötet und du bist dann in mich reingelaufen. Aber ich habe mich direkt reported. Wie gesagt, wir sind zusammen rausgelaufen und... Also ich bin basically jetzt schon... Ich glaube nicht, dass du den Kill vor meinen Augen gemacht haben kannst. Ich bin basically jetzt schon... Wir können doch immer noch skippen, oder? Ja, ich habe nämlich gedacht, es ist andersrum. Ich habe gedacht, Chantau ist Imposter und Jan Joker. Und es kann auch andersrum sein. Aber dann würde ich jetzt nicht auf Jan schießen, weil ich weiß, dass ich selber Joker bin. Oh, ich weiß nicht. Also schaut mal, Jan proved Chantau, dass er den Kill nicht gemacht haben kann. Er weiß, dass ich Joker nur, bin. Genau, das geht nur, wenn er Joker ist. Das heißt, es muss Jan sein. Und dadurch, dass ich... Aber dass er, warum dass ich sollte weiß, ich mir die Geschichte ausdenken, wenn ich Imposter bin? Weil... Ja, du dachtest, dass Mental geworden wird und du mich dann nicht... Uff. Oh, shit. Oh, shit. Egal, ist noch okay. Ist noch okay. Wir haben ja einen Imposter dann. Oh Mann, warum ist denn jede Runde so verrückt heute? Was ist denn los? Oh, wie kommt Jan aus der Situation wieder raus? Jetzt wird's hart. Es wird hart für Jan, hart. Nicht meine kleine Meluna Medic. Mann. Ach, sie war Medic? Ja, sie hat mich geschildert. Hat dich geschildert? Okay, ja. So, wir müssen es nochmal... Deshalb hast du keine Angst vor mir, Basi. Ich wollte dich die ganze Zeit töten. Jo, wolltest du mich im Office wegmachen? Kann das sein? Hast dich gewundert, dass es nicht ging, war? Ja, das war eine ganz komische Situation. Ich hatte aber einen Cooldown. Ne? Oh, es kann natürlich auch sein, dass Jan jetzt... Also es kann nur so sein, wie Chantau es sagt. Ja. Ja, also dadurch, dass Jan schon weiß, dass ich Joker bin, bin ich automatisch Crewmate schon in der Runde. Deswegen habe ich es direkt gesagt. Ich habe halt erst gedacht, dass es andersrum ist, aber das macht mehr Sinn, wenn Jan Imposter ist und Chantau... Also Joker. Andersrum kann es, ist es nicht möglich, ja, andersrum geht es nicht, dann würde Jan selbst quasi verlieren, wenn er... Genau,
Weil Chantal, Jan, warum kannst du Mental lassen? Nur weil du mich killen sehen hast, deiner Meinung nach? Oder? Genau. Das ist aber Nein. schwach. Das ist schwach. Finde ich ein schwaches Mental-Alibi, muss ich sagen. Ja. Also krass, Mann, trotzdem. War ganz schön lange, ganz schön verwirrt. Ja, ich wollte es noch probieren, dass ich es eventuell auf Mental pushe und ihr es invotet und. Ja, Chantal, ich will dich. Wenn du dich selber wählst, kannst du noch gewinnen. Nee, das ist jetzt schon zu spät. Boah, krass, dann war das aber eine geile Runde mit Jan und mit Fedor zusammen als Imposter. Jan ist übrigens Joker. Die zwei Kirschen. Chantal hat euch komplett verarscht. Jan ist Joker. Er kann nicht Joker sein. Doch, er ist Joker. Er kann nicht Joker sein. Schade. Mann. Gute Runde, Jan. Gute Runde. Möglich. Ist unmöglich. Ich hab's Ich wollte euch noch ein bisschen Angst machen. Ich darf mich prinzipiell einfach nicht zum Sheriff machen. Ich seh da Linda so im Vent unten chillen und denk mir so, da steckt bestimmt ein Imposter drin und nicht der Engineer. Und lauf runter, schieß drauf und fall einfach ins Was? Das hab ich gar nicht gemerkt. Ich hab auf dich geschossen. Was? Das hab ich gar nicht gemerkt. Muss ja so sein, dass ich hab keinen Report-Button. Lol. Du bist wahrscheinlich nur durchgesetzt. Jo, ich bin durchgesetzt. Und ich hab genau in dem Moment einfach auf dich draufgeballert. PMR Yannick, küsse. Ja, ich bin Chantal auch direkt in die Arme gelaufen. Was für Bildschirm ich habe? Mein Main-Bildschirm ist von LG. Und die anderen beiden Bildschirme sind von Medion. Wegen den Dönern. Jo, geil. Zwei Medion-Bildschirme, ein LG. Das war nicht so praktisch, dass Timmy da direkt reingelaufen ist. Da war ich erstmal. Da habe ich 10 Sekunden zu lange gebraucht, um mir zu überlegen, genau, dass ich sagen muss, dass du den Spieler gekriegt hast. Oh, sorry, ja. Er hätte es, glaube ich, geglaubt. Aber also ich habe auch da sogar geskippt bei Fedor, weil ich dachte, ja, könnte auch sein, dass es vielleicht ein Missgeschick war. Aber das ist sehr lieb von dir, das ist sehr lieb. Ja, gerne. Viel Spaß. Okay, ich hab wieder einen lustigen Fun-Fact, soll ich ihn euch erklären? Wenn ihr an diesen Pylonen hingeht, da wo, wenn der Alarm angeht für Atomreaktor, ja? Dann könnt ihr einen Joker finden. Von links dahinter laufen und von rechts nicht. Von rechts kann ich dahinter laufen, nur von links kann ich dahinter laufen. Dann bist du der Joker, Unge. Hä, hey, warum? Ich hab auch gedacht, dass das Unge Joker ist, weil du dich versteckst. Nee, Unge hat das gerade nur gesagt, weil ich ihn durch die Fensterscheiben gesehen hatte und da läufst du nur als Joker eigentlich hin. Nee. Nach oben. Ich mach sowas auch als Crew. Ich mach sowas auch als Crew. Das Joker-Meter hab ich eingeführt. Das ist normales Joker-Play. Okay, gut, jetzt denke, Timmit, du standest gerade in einem Live-Fan. Das war gut, wenn die denke, ich bin Joker. Hast du was gemacht? Genau. Du könntest auch Joker sein. Nee. Nochmal was? Ich hätte doch zu denken. Ja, Basel lag vor Lifeline. Hab dann noch kurz meine Aufgabe gemacht. Und er hat nicht direkt reportet, aber er. Ja, es sieht jetzt blöd aus. Joker. Ich stand vielleicht auf der Leiche von Baso, aber ich bin kein Joker. Du standest nicht auf der Leiche. Ich hab da vorbeilaufen sehen. Ich glaube, es war entweder hellblau oder weiß. Was habt ihr, Marcel, was hast du gemacht, die Runde? Tim, das Problem ist, dass wir. Ich bin mit Jan von links. Ich bin gerade ein Specimen, davor war ich in Lab. Ich kann Chantau wie immer entlasten für diesen O2 Kill. Und genau. Ich bin gerade Mental ist aus Storage gekommen und ich habe ihn quasi von links gerade gecrossed und wollte runter zu Admin laufen. Bin jetzt war übrigens auch mit mir in Lab. Ich war eingesperrt in Storage übrigens. Okay, Jordi, was hast du O2 gemacht? Okay, sorry. Wie bitte? Was hast du O2 gemacht? Ich habe erst die Gasflaschen mit Fedo gemacht, ich habe die Baumtemperaturtest gemacht und die Wasserflaschen. Ich glaube dir kein Wort. Okay, Lüge. Timmit, ich habe eine Frage an Timmit. Ja. Ja. Also, gehen wir davon aus, du bist Crew, okay? Ja. Und kein Imposter. Dann kommen wir jetzt oben zum Reaktor, wie beide, oder? Ja, treffen wir uns beim Reaktor? Okay, gut. Machen wir. Aber du tust es nicht, ne?
Tim, ja, nee. Erklär doch mal bitte, warum hast du da gechillt bei der Leiche? Ich wollte noch meine Aufgabe machen. Ich habe noch die Task gemacht neben. Ja, aber der Mörder kann nicht nach links gelaufen sein. Der müsste dann rechts weg sein, Tim. Ja, also was ich noch sagen kann, ich war im Labor. Ich war im Labor. Und ey, wer hat mich denn gevotet? Du dich selbst! Nein! Ey, Timmit, wenn ich jetzt sterbe, hat er mich. Ach, Timmit mich oben am Reaktor getötet. Ja, ja, ja. Timmit hat mich am Reaktor getötet. Oben rechts am Reaktor. Hat mich am Reaktor getötet. Ich will den Sheriff jetzt sehen. Timmit, komm schnell, kommt. Hier, nein. Hier, zu dem Reaktor, zu dem Reaktor. Komm. Gott, so viele Leute. So viele. Verdammt! Warum laufe ich ausgerechnet den Imposter in die Arme? Hallöchen! Habt ihr ihn erschossen, oder? Hallöchen! Oh nein! Okay, Matteo ist Imposter. Es ist kein Joker. Hm? Also, ja, Matteo stand auf der Leiche, aber nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wo ist die Leiche? Also, die Leiche liegt Dropship, wenn man direkt rausläuft. Also eine Info habe ich, die interessant ist. Vlesk ist höchstwahrscheinlich Engineer, oder? Warum? Weil du einen Schraubenschlüssel an deinem Gurt hast. Warum? Ah, Matteo, dann wär's doch schlauer, wenn du ihn tötest und sagst, du bist selber Engineer. Sag doch mal, was du wo gesehen hast. Also, wir sind oben nach links gelaufen mit Unge, Chantau und mir, Timmich. Timmich. Genau. Dann bin ich wieder zurück. Genau. Und als wir zurückgelaufen sind, kam Blesk aus dem Schacht gesprungen. Und ich dachte, er hat sich verwendet. Aber dann dachte ich, nee, das wäre ja sau dumm. Warum sollte er sich verwenden? Ich glaube, er wollte nur beobachten, was passiert. Mhm. Wisst ihr, was lustig ist? Ich habe immer, wenn ich aus dem Schachtgriff bin, niemanden gesehen in meiner Vision Range. Niemanden. Doch, mich 100%. Ich stand auf dir drauf. Auf gar keinen Fall. Oh, Vles, 3 Döner? Ich schick dir den Clip. 5 Döner. 5 Döner. Okay, 5 Döner. 5 Döner. Ich bin dabei. Also, ich habe Matteo vorhin fünf Döner in den Lab rein, hat dann eine Task komisch gemacht und ist dann wieder zurückgelaufen. Wo liegt denn die Leiche ist bei Dropship? Unter Dropship. Unter Dropship? Ja, an der Ladesäule so, wahrscheinlich. Also die lag da, ich habe mich einfach draufgestellt, habe gewartet, Timme kam dazu und hat einfach reported. Das war also da ich jetzt geoutet wurde und wahrscheinlich kein Medic-Schild mehr über ist, würde ich auch gerne Shorty mal ins Dach schieben. Ich steckte im O2-Vent in der Runde 1. Shorty ist andauernd in O2 reingedippt, hat aber nie eine Task in dem Baumraum gemacht. Dann kannst du Fedo fragen, weil Fedo und ich haben zusammen die Task gemacht, die Temperatur-Task, war meine allererste Task. Wahrscheinlich kamst du einfach nur später, Blesk. Ja, du bist zweimal in Security rein und zweimal in O2, aber hast nie da irgendwo einen Task gemacht. Was, das sah so komisch aus, aus meiner Sicht. Du bist eigentlich Engineer, Blesk, oder was? Ja, ich bin Engineer. Na gut. Warum wird Mantle so viel Döner bekommen? Das ist so krass. Warum wird Mantle nicht gewotet? Warum wird Mantle nicht gewotet? Lass dir schmecken. Ich habe gehofft, Mantle ist Joker und wird gewotet, aber die Runde ist ja vorbei, damit ich wieder eine neue Rolle bekomme. Die denken jetzt, der Joker ist raus. Das ist das Gute. Die denken jetzt, der Joker ist raus. Dann hoffe ich einfach, dass sie den Joker voten. Ich hoffe es einfach. Für die maximale Verwirrung.
Shorty Schmorty. Du kannst mich leider nicht aus dem Wendenatmen fischen, weil Chantau mir ein Schild gegeben hat. Ich hab ihn nicht geschildert. Selbst Shorty, ich weiß, du wirst jetzt sagen, ich wollte nur checken, weil ich im Admin-Table gesehen habe, dass jemand drin. Aber selbst wenn das stimmt, werden wir dich höchstwahrscheinlich trotzdem kicken, weil du sollst als Crewmate, macht es keinen Sinn, da runterzulaufen. Stopp, bitte nicht worten. Ich glaube, Shorty faked. Sie ist glaube ich, der Joker. Das kann auch sein. Ja. Ich erzähle kurz was. Zwar, ich war nämlich, bevor ich reportet habe, oben rechts am Reaktor und Shorty stand da. Kann natürlich ein guter Move sein, sich als Jester zu verkaufen, als Imposter, aber sie stand oben rechts am Reaktor. Ich bin weder Joker noch Imposter. Ich habe Vlesk aus dem Vent, also ich habe quasi bei Eppenpanne gesehen, dass einer im Vent war. Wollte gerade zum Button laufen, da ist Maluna von links gekommen und sie kann auch sagen, dass ich zum Button gelaufen bin. Dann ist mir eingefallen, oh wait, Blesk hat eben gesagt, er ist quasi Engineer, weswegen ich dann wieder runtergelaufen bin. Dann ist Blesk quasi rausgesprungen, wieder reingesprungen. Dann ging das Licht aus und aus dem Grund, weil ich gehofft habe, dass Blesk immer noch in diesem Vent hockt, dass wenn zumindest der Imposter kommt und mich tötet, Blesk das quasi direkt sehen kann. Okay, deswegen stand ich gerade auf dem Vent. Weil ich wusste, Vlesk ist da drin und Licht ging aus und ich wollte nirgendwo anders hin, weil ich dachte, ich werde sterben. Weil ich wusste, Vlesk steht quasi gerade in Vent. Also in dem Posten bist du der Joker gut rausgerissen. Und warum? Warum versteckt sich Shorty oben rechts beim Reaktor? Aus welchem Grund? Weil ich letzte Runde relativ früh gestorben bin und ich nicht wieder so früh sterben wollte. Warum hat denn Mental nicht reportet direkt eigentlich? Was war das eigentlich? Warum stand es auf der Leiche, Mental? Oh, ich habe aber draufgestellt und gewartet, genauso wie Timmits die Runde davor gemacht hat. Das ist alles, ich glaube tatsächlich, dass Matteo so hart drauf gepocht hat gerade, dass Shorty eventuell Joker ist und nicht gewortet werden soll, heißt für mich, dass Matteo nicht der Joker ist, sondern Imposter und weiß. Sondern Imposter, habe ich auch gerade gedacht, to be honest. Dass er nicht der Joker ist. Einer von den beiden muss es auf jeden Fall sein, ja. Das Einzige, was mich verwirrt, ist, dass Vlesk sich so anstrengend, allen zu zeigen, dass er Engineer ist. Allen 30 Mal. Ist egal, weil ich mein Schild schon habe. Ja, aber wenn er Imposter ist, dann. Dann müsste er aber faken. Und müsste wissen, dass der Engineer tot ist. Vlesk ist Engineer. Warum Matteo gewotet? Okay, es ist Quatsch, aber mich zu voten, Mann. Ich habe mich einmal auf die Leiche gestellt. Okay. Ich habe Mantel gewotet. Zwei Leute auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wird nochmal spannend hier. Nein, Maluna ist überhaupt nicht im Sass von niemandem. Maluna ist null im Sass. Okay, Jan ist tot. Maluna macht das gut. Ich nicht. Mental, du warst Camps, oder? Nicht ganz. Ich war erst hinter der Scheibe von dem Reaktor und dann stand ich vor Electrical und da war, glaube ich, Chantau drin. Ich habe das Licht gefixt, genau. Jo, das stimmt. Wo ist denn die Leiche? Warte, Shorty, mit wem warst du in Weapons? Mit Vlesk zusammen. Wo ist Vlesk dann hin? Coms rein. In den Vent unter Coms und bin weggewendet. Zu dir ins Office bin ich gecrossed, als du rausgelaufen bist. Und dann bin ich hoch in Lab. Krass, die hab ich gar nicht gesehen. Kann jemand sagen, wo die Leiche liegt, Timmit, vielleicht? O2. Also Shorty kann ich für den Kill tatsächlich rausnehmen, weil die habe ich nämlich in Weapons und Coms gesehen. Kann mir jemand sagen, wann der Kill passiert ist ungefähr? Vor 8 Sekunden, nachdem ich reportet habe. Ich habe das Gefühl, hätte Timmit mich nicht rausgenommen, hätte Mantle, glaube ich, wieder versucht, sehr auf mich zu schießen, to be honest. Nein. Es sind immer noch zwei Imposter drin. Ich werde nicht auf dich schießen, Shorty, weil ich glaube, dass du Joker bist. Marcel, wo warst du die Runde? Ich war gerade bei Lab auf dem Weg zum Licht. Okay.
Also Mantle war wirklich oben links, das stimmt. Ja. Aber er könnte auch vorher O2 gewesen sein, das war ich nicht. Nee, war ich nicht. Wie gesagt, ich war an der Scheibe oben am Reaktor, bin dann reingelaufen und dann bist du, also Chantau, ist dann Licht fixen gegangen. Ich wollte reinlaufen, hab gesehen, dass schon gefixt wurde, bin wieder rausgelaufen. Mit Chantau. Ja, ich bin Medic, ich hab Flash geschildert. Hast du ihn an der Scheibe gesehen außerhalb? Nee, an der Scheibe hab ich ihn nicht gesehen, nur in Electric wieder drüber. Aber ich war da. Was ist kannst halt auch hochgewendet sein, wieder einfach Auto. Ja. Nee. Aber rein theoretisch müsstest du ja dann mal Luna. Ich meine, Shorty kann es immer noch sein. Es ist dann eigentlich. Ich bin bei Lab gewesen. Shorty oder Mantle? Shorty oder Mantle? Ich bin Sass auf Matteo. Ich bin's aber nicht. Einer muss halt gebaut werden, I don't know. Ja, es könnten beide halt Joker sein. Das Problem ist, Matteo ist unwahrscheinlicher, weil er so. Weil er so drauf gepocht hat, dass Shorty kein Joker ist. Oh no. Oh no. Mantle hat auf jeden Fall mich gevotet. Immer verwirrt. Hallo, hallo, halli, hallo. Oder ist Flash der andere? Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. So, alle Aufgaben fertig. Ich war immerhin ein guter Crewmate. Oh, Maluna wird West töten. Okay, Mantle ist der Imposter gewesen. Okay, sehr gut, haben die gut gewotet. Oh. Das könnte Maluna wirklich noch machen. Okay. Wo liegt der? Vor Electrical. Jo, ich hatte gerade so Angst, ich habe mich die ganze Zeit distanziert von dir. Ja, dieselbe Angst, Maluna. Oh mein Gott. Okay. Ja. Ja. Ja, nice. Also ich bin Ingenieur. Ich weiß, dass Chantau gestorben ist, als ich in O2 war. Sprich vor ungefähr 15 bis 20 Sekunden. Ich habe nicht mitgezählt, weil mein Schild weggegangen ist. Shorty kam mir gerade. Kamst du von? Ich war gerade so Richtung. Wo, sorry, ich höre dich nicht. Du, what the fuck? Hallo? Wieso? Hallo? Test? Ja, du redest. Deswegen. Ist jetzt. Nee, ist man hat es schon verstanden, alles gut. Ja, okay. Shorty, du kamst mir aus Richtung Comms. Wir sind beide unten in O2 jetzt reingelaufen. Du kamst mir Richtung so Comms, genau, Weapons. Ja. Genau. Aber ich kam eher schon von Richtung. Wieder. Nee, ich kam eher von Richtung Admin. Lässt mich das wahrscheinlich sagen können. Shorty kam nämlich gerade von Lifeline, von rechts nach links gelaufen. Ja, wer meint doch, also. Also, Blesk ist auf jeden Fall zu 100%, also Engineer und Crewmate. Warum ist er kein Imposter? Mm-mm. Warum nicht? Er hat mit mir zusammen gegen Mantle geshootet. Kann man Imposter ein Schild Chat, geben? Nee, ich hau den State of Play nicht heute. Ja, ein Schild hatte mein. Ja, weil wir spielen ja noch eine Stunde Among Us. Also ich habe hier Heilig Sass auf. Ich könnte ihn aber nebenbei mal anmachen. Egal, aber jetzt sagt er, ist Engineer. Ich könnte ihn mal nebenbei anmachen. Nee,
Blesk ist es nicht. Dann bist du entweder Joker oder Imposter. Oder Shorty, ist Joker. Ich ein bisschen rein. Ich glaube auch, dass Shorty Joker ist. Tim wird. Pass auf, ich glaube nämlich. Ah, es fängt gerade an. Weil er, immer, wenn er Joker ehrlich gesagt, interessiert es mich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich habe jede einzelne Runde ein Vote gehabt. Wir stellen halt 10 Spiele vor. Eine Runde war es Mantle, als wir Mantle rausgevotet haben. Den Jux kann ich mir auch später angucken. Ich glaube auch nicht, dass. Und er möchte quasi, dass ich wirke als Joker. Ich hab dich jede Runde gebotet tatsächlich, ja, das stimmt. Aber dann heißt es einfach nur, dass wir dich nicht voten werden, Shorty, ist in Ordnung, ich, oder? Ich skippe noch. Ich skippe auch. Aber ich sag ja nur, Timid versucht quasi mir das Alibi, ich glaube, mir quasi zu sagen, oder mir das Alibi zu geben, ich bin Joker, damit wir ihn rausvoten. Aber ich glaube, also Bless kann es nicht sein, für mich ist es halt Timid oder Malu. Macht eure Aufgaben fertig. Irgendjemand ist nicht. Fedor ist das. Nein, Timid, nein. Sabine dachte, sie könnte einfach das Licht ändern. Nein. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf diesen Vote, weil ich immer noch lebe. Das ist relativ easy. You can vote, Bless. Er hat gerade vor mir Shorty getötet. Ich glaube, er hatte Zeitnot. Ja, nee, nicht deswegen, wirklich. Also ich habe meine letzten zwei Tasks. Ich hatte erst Verdacht gehabt auf Timid, weil Shorty hat, aber jetzt ist ja, ich hab's halt gerade, es war. Wir können jetzt auch das 50-50 spielen, aber hast halt getötet vor mir. Muss jetzt Timmel entscheiden. Aber ich wutsch. Shorty. Würde ich Shorty töten? Die Person, die mir bedingungslos geglaubt hat. Ja, sie hat dir bedingungslos geglaubt und du hast bis zum Ende gewartet, weil so konntest du Mantle loswerden. Mm. Oder. Ich denke mal, Shorty war Joker und wollte auf gar keinen Fall, dass Bless rausgebautet wird, weil sonst hätte sie auch verloren. Ich glaube, Shorty war es am Ende klar, dass Bless Imposter ist. Nein! Ach, Timid. Ja, Jan? Du musst als Crewmate spielen, nicht als Joker, Timid. Mazad hat mich doch eh schon gewotet. Also, du kannst doch gar nicht mehr gewinnen als Joker. Musst du jetzt doch schon erkennen, dass du jetzt Crewmate sein musst. Hä? Okay. Ich verstehe gar nichts. Timid ist Joker und versucht, dass ich ihn irgendwie vote, damit ich selbst voten kann. Aber ich bin ja nicht dumm. Also, das war ein 50-50. Mazad hat vor mir getötet, Timid. Also, ich werde dich nie im Leben voten. Ja, unlucky. Ich verstehe das nicht so richtig. Warst du wirklich Joker? Und warum Joker hat Jan und sich entmutet und ja, gesprochen? Ja, Jan. Entschuldigung, das war keine Absicht. Ja, das ging gar nicht. Unlucky, tut mir sehr leid. Ey, das war, alles gut. Aber warst du wirklich Joker, Timid? Nee, ich war kein Joker. Shorty war Joker. Was? Lol. Shorty war wirklich Joker. Timid. Also, Shorty, du warst Joker, ne? Shorty muss Joker gewinnen. Shorty muss Joker gewinnen. Ja. Oh, das hätte. Also, das war der Grund, warum ich da so Druck gemacht habe, weil wir hätten sonst Shorty gekickt in der Runde. Das hätte Malo gewonnen, wenn Jan nicht reingerufen hätte. Ich musste mich selber revealen als Imposter, damit wir nicht sofort alles verlieren. Das hätte Malo gewonnen. Ich bin als erstes gestorben und hab trotzdem gewonnen. Das hätte Malo tatsächlich gewonnen, wenn Jan nicht reingerufen hätte. Ich hatte wirklich einen Screen. Jo. Aber immer der Sheriff, der ist das stimmt. Ich hatte nur extra Rollen heute. Engineer, Joker, die ganze Zeit. Ja, Matteo, so Kerzenlicht-Döner? Ja, warte, ich glaube, ich schuld dir echt Döner. Aber für mich... Für mich sah das so aus, als wenn wir. Ich muss mal meinen Clip gucken und deinen. Ich mach danach Analyse, aber. Ja, bei mir war nichts.
Ich gebe. Mann, ich war so happy, als Flash mich gehasst hatte. Ach Mann. Ich weiß und ich hatte richtig Angst, weil ich habe Shorty beobachtet, wie sie die Task bei der Rakete gefaked hat und dachte, okay, alles klar, sie ist also wirklich Joker. Ja, damit hat Mantis sich aber selber verraten. Problem ist, Shorty, du hast dich einfach so gut rausgeredet, dass dich wieder niemand kicken wollte. Oh nein. Ja, aber tatsächlich, ich meine, also dadurch war natürlich. Tatsächlich, wer fehlt denn noch? Dass Mantle Imposter sein musste, dadurch, dass er genau wusste, dass ich Joker sein muss. Mhm. Ich meine, dadurch konnten wir natürlich jetzt Mantle rauswerfen. Ja, für mich war es ja klar, dass du mich killen wolltest, aber ich ein Schild hatte und du deswegen nicht killen konntest. Maluna, es war sehr gut gespielt, Maluna. War gut gespielt. Ich hab's wirklich bis zum Ende probiert. Ey, das tut mir leid, Maluna, das war echt keine Absicht. Alles gut, entspann dich, alles super. No worries. Dass du so weit gekommen bist, war ja schon ziemlich gut. Imposter ist halt mit den Ex-Rollen sehr schwer. Und dadurch, dass ich Engineer war und am Leben war, hast du verloren gehabt. Klar. Weil Timid hat's wissen müssen, ich habe ja auch das Licht instant gefixt, als es ausgegangen ist. Warum sagst du denn sowas nicht? Timid wusste das. Timid wusste das halt einfach wirklich nicht, ne? Timid hätte wirklich dich gewotet. Ja, 50-50, immer überlegen, ja. Du glaubst, dass ich Engine fake in Runde 1? Ja, klar. Und dann meinen Imposter-Kollegen bei 6 Leuten. Alter, was habt ihr denn für ein Bild von mir? Als ich ganz schlechtes. Oh nein, es hat wirklich. Marlo hat wirklich verloren wegen Jan. Das ist so traurig, das ist so schade. Oh nein, Kilmit, ich könnte ausrasten. Ich könnte ausrasten. Ich könnte ausrasten. Ich hoffe, die Runde geht nicht wieder so ewig. Ich will jetzt mal eine andere Rolle haben. Ich muss irgendwo hin, wo ich überleben kann. Oh nein, alle Türen gehen zu. Schnell hier rein. Okay, ich bin tot. Bitte nicht wieder als erstes sterben. Bitte nicht so früh sterben. Nein! Ey, ist so dumm. Na gut. Jo. Es ist egal, wo ich hingehe, ich sterbe. Wartet mal. Ich war das. Shit. Nee, Basu, sag mal, wo du gefunden hast. Ich habe erstmal eine Frage. Timid, bist du AFK? Macht er AFK-Play? Ich weiß nicht, was er da gerade macht. Aber ich habe auf der Lifeline gesehen, dass Cyan gestorben ist, also Maluna. Da standen neben mir Matteo, Les, Shorty. Die sind Feind für den Kill auf Maluna. Das können die nicht gemacht haben. Dann habe ich Atemtelle geguckt. Ich habe 2 Dropship gesehen. Habe den Rest ignoriert. Bin zum Dropship hochgelaufen. Habe dort Maluna gefunden. Timid, sorry, ich war gerade auf Klo. Sorry. Also wirklich, ich muss ganz dringend. Ich muss unnormal pinkeln. Ich weiß es nicht. Ich glaube Timid tatsächlich, weil ich bin auch nochmal zurück auf Dropship gelaufen, weil ich mich gewundert habe, dass keiner runterkam. Und Timid und Maluna standen da beide sehr AFK-mäßig. Ich musste seit 2 Runden schon so pinkeln, ich konnte nicht mehr. Er hat nichts davor gesagt, das fress ich nicht, Timid, du warst nicht genau. AFK. Jan, das ist eine alte Technik, gibt es schon seit einem halben Jahr, das mit diesem AFK. Ich muss dazu sagen, als ich ins Dropship hochgelaufen bin, ist Jan mir auch entgegengekommen. Aber Timid steht neben Maluna. Weil es komisch war und die haben sich beide nicht bewegt. Ich dachte wahrscheinlich beide AFK. Ach, glaubt jetzt? Nein, ich war wirklich auf Klo. Ja, klar. Du schießt ihm gleich einfach nichts. Gehst pinkeln, alles klar. Ich denke, du hast jetzt auf jeden Fall die Zielscheibe vom Sheriff auf Kopf. Und Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker. Ich bin als letzter losgelaufen, da haben aber noch alle gelebt. Dann bin ich an Lifeline gelaufen, hab dann gesehen, dass Maluna tot ist, da war Unge noch am Leben. Aber wie Baso schon sagt, alle, die an der Swipe-Card waren, können den Kill oben nicht begangen haben, weil der ist später passiert. Ich habe instant das Licht gefixt. Ich stand die ganze Zeit in einem Elektroraum. Das ist korrekt. Ich habe Chantau getroffen beim Lights fixen. Also Chantau hat's. Aber von wo bist du gekommen, Jan? Da waren noch die ganzen Türen zu. Ja, das habe ich auch so lange gebraucht. Ich musste die Tür manuell öffnen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, von wo ich kam. Ich glaube von da unten aus O2. Ich weiß echt nicht mehr. Unge ist relativ frisch, by the way. Ja. Also der ist so sagen, letztens. Unge ist komplett frisch. Weniger vielleicht sogar, ja. War so gar keine komische Rolle. Also sie ist nicht Joker und auch nicht Imposter. Ist irgendwas Crewmate-artiges wahrscheinlich. Okay. Hast du meinen Stream angemacht, oder? Ja, guck auch gerade. Okay. Mann, die Runden dauern immer so lang.
Oh, ich hab keinen Bock, immer nur die ganze Zeit zuzuschauen. Warum werde ich immer als erst getötet? Ich versuche ja schon irgendwie immer so irgendwo hinzulaufen, wo ich nicht sterbe. Ich muss echt immer mich irgendwo in diesen Specimen-Raum reinstellen, damit ich nicht sterbe, ne? Groß sie doch, wenn ich tot bin, lese ich den Chat. Ich bin traurig, Leute, ich bin traurig. Ich bin traurige Maus. Oh, Tim ist also Imposter. Aber der Sheriff hat ihn immer noch nicht gefunden. Komm schon, Sheriff, erschieß ihn. Ja, verschießt ihn einfach nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Leiche direkt in dem Electrical-Zeug drin liegt oder davor. Ich konnte durch die Tür reporten. Also die liegt wahrscheinlich über der Electrical-Tür in, ja, über Electrical, überm Kasten so. Mm, okay. Hat jemand von euch eine Zeitangabe vielleicht? Als ich durch dich durchgelaufen bin, durch dich und... Oh, super Banane, so, ich schreib dich auf. Kuss. Ja, 23. Also kam aus Admin, Shorty kam von links. Kuss. Ich kam aus Specimen. Basel, ich fand vorhin Specimen zu. Ja. Kann ich bestätigen. Also ich hab, mir sind zwei entgegengekommen, einmal weiß und dann habe ich danach gar niemanden mehr gesehen. Ich war in Laboratory. Also sie ist Electrical, ja? Auch am Ende noch bei ja, über Electrical. Okay. Sag nochmal. Weiß niemand, warst du die ganze Runde auch am Ende noch beim Lab? Nee, ich bin Lab, dann bin ich zu dem, wo man sieht, ob noch Leute leben. Da waren noch alle am Leben und dann bin ich nochmal, weil ich eine Aufgabe mit der Rakete da vergessen hatte. Okay. Kurze Frage an Basel Shorty. Habt ihr live angeguckt, nachdem ihr aus Specimen rausgegangen seid? Ja, aber da war Matteo schon tot. Also ich hab ja, okay, dann kann ich Shorty und Basel rausnehmen. Ja, war so Shorty weg und verdächtig. Die beiden kamen aus Specimen. Ich bin gerade Specimen. Du warst so mit O2 mit mir am Anfang und dann bist du einfach rechts raus, oder was? Genau. Okay, unten raus. Flesk? Was? Flesk habe ich gar nicht gesehen, die Runde. Ja, Flesk habe ich auch nicht gesehen. Ich war in der Lifeline, bin in den Admin Table gegangen. Wo liegt denn die Leiche? Eine Person war Electrical. Die Leiche liegt über der verschlossenen Tür, über Electrical drüber, so. Also, ich bin O2 gelaufen und ich bin in dem Gang zwischen O2 und Electrical, wäre auch fast zum Reporten gekommen, aber nicht ganz. Ich habe Flesk im Office gesehen, an der Lifeline. Achso, okay. Und da war Matteo schon tot und niemand war vor O2 und die Person hat nichts gesagt. Weil wer da war denn noch auf der linken O2, Seite ansonsten? Ich habe doch gerade gesagt, dass ich O2 war. Ich war mit Chantau O2. Ja. Dann bin ich raus, Chantau war wahrscheinlich alleine. Wenn ich bin einfach nach oben gelaufen, habe alle Türen aufgemacht und dann war da die Leiche. Ich war gerade. Aber ist das schon ultra lange her, Chantau? Das war ja ganz am Anfang der Runde. Aber ich habe ja zwei Tasks im Baumraum gemacht. Und dann bin ich quasi hoch. Timmit, du musst doch mich voten. Nee, ich hab Timmit. Na, sorry. Was hat er vor? Was hat er vor?
Okay. Wow. Okay. Ich bin gerade, wow. Ich habe die ganze Zeit bei diesem, wo ich die sehe, ob die leben quasi, Vitals oder wie es heißt, Lifeline. Mhm. Und da ist mir Jan entgegengekommen, dann, und der ist weggelaufen, dann bin ich rausgegangen, dann bin ich nochmal reingegangen, um nochmal nachzugucken und da hat Shantaro tot gelegen. Also. Vor Office oder wo? Ich weiß nicht, wie das heißt. Da, wo die Lifeline-Geschichte ist. Mhm. Also ich bin in Lab, ich bin Shantau da begegnet an der Tür, Shantau in die andere Richtung. Ich habe vorher Fedor an Lifeline rumgehen sehen, ziemlich, was ich gut fand, weil es ja noch keinen Kill-Cooldown gegeben haben konnte. Bin dann vor Fedor weggelaufen. Ja, und war Fedor mit Shantau da? Wo Fedor auch war. Shantau lief in die Richtung. Ah, okay. Also Fedor sehr sass. Ja. Jan, ist dir noch jemand? Wo war Blessed diese Runde wieder? Flask habe ich die ganze Runde noch nicht gesehen, also das ganze Same. Spiel. Ich glaube, Timid ist Nummer 1 und Fedor oder Jan sind Nummer 2. Ja, also einer von den Dreierkonstellationen. Okay, warum bin ich in. Das check ich jetzt gar nicht. Warum bin ich in der Konstellation jetzt das? Weil ich Blessed und Vase vertraue. Und das heißt für mich, dass nur noch ihr drei. Ich kann mir gut vorstellen, dass Shantau Joker war, weil er die Zeitangabe, die er da gemacht hat in O2, wo ich mit ihm da war, das war ganz am Anfang der Runde. Ich weiß nicht, ob er eine halbe Stunde in O2 gechillt hat. Aber und ich dann war lange mit Shantau unterwegs. Shantau hat ins Light gewechselt am Anfang. Also es klang alles sehr cool. Ja, aber jetzt finde ich, Jan so extrem sass, weil ich... Okay, Fedor, dann muss ich dich wählen, jetzt auf mich zu... Nee, ich glaube, ich würde Fedor auch vertrauen und hier Jan mit Worten. Warum sagst du das überhaupt? Denkt ihr nicht, dass der erste Timid sein sollte? Timid fand ich auch komisch, weil ich ihn vorher immer wegrennen sehen habe, da unten Richtung Specimen, also schon eine Weile her, als er aus Specimen kam, die Runde vorher. Bin ich sicher. Aber diesmal bin ich fast sicher, dass es Fedor gewesen ist. Okay, erklär mal bitte warum. Warum sollte ich... Das check ich nicht. Luna, was hast du? Also, ich habe 5 Sekunden an Lifeline gestellt, dass der sehr, sehr stehen geblieben ist. Dann bin ich hochgelaufen, Shantau getroffen. Nee. Ich will... Oh, ihr geht auf Timid, dann wurde er... Jan gewotet. Oh, okay, aber gut falsch. Für uns. Es wäre Blesk Basi und ich habe Tim mitgevotet. Dann sind es Jan und Blesk. So, Fedor, was hast du vor? Gelöst, oder? Was hast du gelöst? Die Votes angucken, Baso, Shorty und ich. Wir haben Tim mitgevotet. Ich hab Fedor. Jan war fixiert auf Fedor. Jan, wir hätten natürlich an der Stelle erstmal Tim mitvoten sollen, weil du hättest Fedor eh nicht alleine weggekriegt. Aber das ist in Ordnung. Das war nicht schlau. Weil dadurch wissen wir halt, dass du Fedor gewotet hast, aber Tim mit auf dich gewotet hat. Und da Tim richtig war, weil wir sonst schon verloren hätten, ist für mich Nummer 2 auf jeden Fall Fedor. Also? Ja, ich hab meine Meinung nicht geändert. Ich kann überhaupt nicht folgen, also, ich check's gar nicht. Ich auch nicht, Alter, ich stehe richtig auf dem Schlauch. Ich hab das jetzt einfach weitergespielt. Die Imposter haben auf Jan gewotet, aber wir drei haben ja wahrscheinlich auf jeden Fall auf Timid gewotet. Also hat Jan 2 Votes? Genau. Jan hatte 2, Fedor hatte 1 und Timid hatte 3, wahrscheinlich von uns, wenn jetzt nicht einer irgendwie gerade... Ich check überhaupt nicht, was passiert. Jetzt kann es natürlich sein, also es gibt eine ganz... Es könnte Jan... Nee, er könnte aber nur Joker sein, ne? Und sich dann selbst voten aber Timid votet dann... Du drückst jetzt, weil du die 100% sicher bist. Ich habe Fedor gewotet. Wir könnten es ja auch einfach noch weiterspielen, oder? Nicht selber gewotet, okay. Also für mich... Kann mir einer erklären, warum? Ich check's wirklich überhaupt nicht. Warum? Ich komme rein, ich entdecke eine Leiche und wie bin ich jetzt das? Vielleicht gerade gedrückt, weiß nicht, vielleicht muss... Ich fand die letzte Runde. Ich weiß nicht, ob es Fedor oder Jan sind, also ich wäre mir jetzt noch unsicher. Jan hatte 2 Votes und der Imposter schießt ja, also Crewmates haben an der Stelle auf Timid gewotet. Ich, Baso und Shorty. Dann haben wir aber Timid, der rausgeflogen ist, der auf Jan gewotet hat, weil Jan 2 Votes hatte. Ihr habt ja gegenseitig euch gewotet, also Fedor auf Jan und Jan auf Fedor. Sprich, für mich ist der ein Vote hatte, eher der Crewmate oder Joker. Nicht mal Joker, sondern einfach der Crewmate. Weil beide Imposter halt den Crewmate voten.
Das ist kein. Derjenige, kein, der zu 2% hat. Die meisten, die mit Alibi gehen können, sind halt tot. Vlesk habe ich die ganze Runde gesehen. Shorty habe ich eben da am Button gesehen. Ich bin Shorty Baso vor Ewigkeit im Lab. Aber ich also, bin halt ziemlich sicher. Ich höre kein Mitleid, weil Fedor auf mich sehr smart wirkt so. Und ich dem zutraue, dass er an seiner Nase rumfällt. Also, genau, gerne. Fedor, das gibt mir. Was? Oh, okay. Also, ich meine, also wenn Vlesk draufdrückt, so, dann können wir es halt auch beenden. I don't know. Ansonsten hätte ich halt einfach weitergespielt. Aber das, was du erklärt hast, hat schon halt Sinn gemacht. Ja, ja, ich wollte ihm jetzt nur keinen Welpenschutz geben, weil er wie ein smarter Spieler gewirkt hat. So. Oh oh, Fedor, oh Spieli, mir macht der Morgen auch sehr viel Spaß, aber wenn ich seit einer Stunde Geist bin, geht's so. Also, die ganze Zeit so früh getötet werden, ist natürlich jetzt nicht das Spaßigste, aber ich gucke auch tatsächlich bei der Gruppe gerne zu. Aber ja, mir macht der Morgen auch sehr viel Spaß. Ich freue mich sehr auf die neue Map und es macht mir tatsächlich sehr viel Spaß. Und auch mit der Gruppe zu spielen, ist cool. Nach wie vor macht es mir sehr viel Spaß. Macht mir sogar tatsächlich mit den neuen Rollen, macht mir sogar mehr Spaß als noch vor einem Monat ungefähr. Was hat Fedor vor? Was plant Fedor? Was plant Fedor? Was geht jetzt besser? Das ist das Problem. Schau mal, ich bin ja jetzt schon seit über einer Stunde Geist und die Runde, die zieht sich so unnötig in die Länge. Weil wir spielen ja nur noch eine halbe Stunde, dann ist die Gruppe vorbei. Ja, bin seit 1,5 Stunden Geist. Hurra! Da 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 da.
Er muss da jetzt ganz dringend raus. Aus dem Vent. Wenn der Vent drin bleibt, geht sein Killcooler nicht runter. Das weiß er wahrscheinlich noch nicht. So kann er nicht mehr. Na doch. Okay. Nun. Ich hab Shorty in den Vent. Ah, aber das kann auch der Gute sein, ne? Shorty ist Engineer. Okay. Du bist Imposter. Ja, ich hab halt gedacht, dadurch, dass Vleskas eh gecallt hat, letzte Runde voten wir dann halt so, wie es gecallt ist. Also ich weiß, dass Shorty Engineer ist, weil sie schon vor 5 Runden vor mir gewendet ist. Ja, Shorty ist auch vor mir gewendet. Als Vlesk meinte, Baso ist eine gute Coil, da bin ich wirklich die Runde darauf direkt vor Baso gewendet. Baso hat mich nicht weggemacht. Nee. Deswegen war ich halt mega, also wusste ich, dass Vlesk und Baso sich dem vertrauen kann und ja. Mhm. Das war auch super schwer jetzt für den Imposter noch, weil ich wusste, dass Shorty Engineer ist, ich wusste, dass Vlesk Medic ist, weil er mich geschildert hat. Ich war mir nur unsicher bei Jan und Fedor, aber dann hat Vlesk dieses mit den Votes gesagt. Weil Jan halt 2 Votes hatte und die 2 Votes waren halt die 2 Imposter-Votes. So. Und dann, ja. Na klar, ist Jan dann nicht Imposter so. Das war halt. Fedora gewöhnt so. Man sich auch dran, es ist unangenehm. Vlesk weiß immer 8 Sekunden als Imposter bei mir. Imposter bin ich ein bisschen anstrengend. Oh Leute, Jan war Imposter, lol. es gab tatsächlich die Möglichkeit, also es so war ein bisschen Tryhard, sorry, war voll drin gerade. Ja. Es gab die Möglichkeit, dass Jan als Imposter sich selbst votet, weil er denkt, dass wir sowieso Timid rauskicken. Und dann denken wir automatisch, dass Fedor der Imposter ist. Das wäre falsch. Obwohl er erstmal. Ja, aber das ist nee, halt ich so unwahrscheinlich. Ich habe Fedor nur gewotet, weil ich mir halt echt sehr, sehr. Ja. Deshalb wollte ich es nochmal zeigen. GG. Ah, das war so eine schlimme Runde. Ich bin das Officer. War super schwer für den Imposter. Nein, war super eindeutig. Ich bin Officer, lauf aufs Licht zu, sehe, dass Fedor vom Licht wegläuft und sag so: Okay, Fedor, Imposter Nummer 1, ich gehe jetzt Timid erschießen. Lauf zum Licht. Steht am Licht, Timmit kommt von der Seite, ich drücke, er drückt, ich sterbe zuerst. Matteo lag auch eine halbe Stunde am Licht oder so. Was hat mich hergegeben? Das mit dem Licht checke ich nicht. Das Licht war aus und du bist davon weggerannt. Und dann dachte ich, okay, warum sollte jemand vom Licht wegrennen, wenn das Licht aus ist? Ja, wie? Gibt's da irgendeinen. Chantal, warst du GG? Nee. Okay. Weil Matteo lag bestimmt 10 Minuten vor Licht oder so. Ja, das Licht aus ist Fedor, da siehst du links in deiner bei den Taskbeschreibungen. Da blinkt es einfach so und steht genau. Fixed Light, okay. 0%. Okay. Genau. Dann weißt du, dass Licht aus ist. Ich fand wieder so super komisch, Fall dass auch. Du so lange an Lifeline standst, kein Kill gefallen sein konnte, weil noch Cooldown ist. Ich dachte, das mit dem Klo hat gewirkt. Hat gut gewirkt. Also wenn ich die Story nicht schon ein paar Mal gesehen hätte, würde die funktionieren, glaube ich. Ja, aber ja, nächstes Mal sag ich was anderes oder so. Ich brauche ganz dringend ein Schild vom Engineer. Ich bin jetzt 3 Runden lang tot. Ja, genau. Timid, ey. Ich hab nicht mein Klo, ich gehe jetzt wirklich auf Toilette. Also bitte nicht töten. Okay, okay. Ja, ich auch. Ja, ich gehe auch auf Klo. Okay. Auf Klo. Bleib einfach stehen, nicht töten. Bitte gib mir ein Schild, ich bin 3 Mal in Folge jetzt tot. Geist-Simulator, bitte. Einfach stehen bleiben. Bleiben jetzt alle, oder was? Ja. Nö. Wir bleiben einfach stehen. Ich bin Jester. Hey, wer rennt weg? Simon. Danke. Okay, ich mach die Task erst rechts oben, okay? Zuerst. Ja, bitte gib mir ein Schild. So. Linda, wieso? Ich wusste, dass du kein Joker bist, wenn du die... Okay, voll mute. Dann rede ich halt nicht mit dir. Dann erzähl ich's dir, Matteo, okay? Ja. Wenn jemand als erstes ins Office reinläuft und sofort zur Commentask läuft, dann kann das nicht der Joker sein, weil der Joker keine Ahnung hat, was die Commentask ist. Ist unmöglich. Beschützt mich außer bitte. Außer er faked, aber dann ist es halt übel risky, oder nicht? Ja. Ah, und wenn ihr euch jetzt denkt, wow. Jo, Timmit ist wieder da. Das denken wir bei dir relativ Plums, selten, Plums, der Plumpsack geht herum. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt den Buckel voll gemacht. Wegen dem Lights. Muss man immer Richtung Lights laufen? Kann schon auch manchmal Sinn machen, es nicht zu machen, oder? Kann auch so machen. Sogar die meisten Leute rennen dann davon weg, um zu gucken, wer gestorben ist oder so. Aber weil ich so ein bisschen denke, dass du noch nicht so viel gespielt hast. Dass ich Anfänger bin, sag's doch. Ja, absoluter Noob. Das war halt mein Call, weil ich dachte so, als Anfänger rennt man nicht vom Licht weg. Mhm. Aber hast du schon mal Polarer Spezi getrunken? Ja. Klar, Mann. Ist lecker. Übel lecker. Ist das gerade Werbeunterbrechung, oder was? Geschichten aus dem Polarer Garten. Ich trinke gerade. Okay. Ich bin wieder da, falls ihr auf mich gewinnt. Ja, let's go. Ja, Jan, wir wissen auch, dass du Imposter bist. Baso noch. Oh. Jan, wenn du Engineer bist, gib mir bitte das Schild. Linda ist da, oder? Ja, die ist aber full mute. Die ist nur full mute. Ja, weil die Runde ist nicht gerade. Okay, dann wir spielen jetzt weiter, also ganz normal.
Ja, gib mir das Schild bitte. Ja. Okay, alles klar. Dann alle mute also und weiter da, geht's. Ja, ist wieder da. Okay, ich mach erstmal Schlüssel. Ja. Ich hab den Schlüssel oben rechts. Bitte, Mäntel, töte mich nicht, bitte. Bitte. Mäntel, bitte töte mich, bitte Mäntel. Scheiße, wo ist dieser Komet? Da. Warte, Mäntel, ich hab den Scanner. Bitte, Mäntel, töte mich nicht, bitte. Oh, Schwarz ist gestorben, okay. Oh. Oh. Ja, ich habe gesehen, ja, wie Mäntel den getötet hat. Oh, Shorty ist gerade gestorben. Shorty ist gerade gestorben. Und es war auch ein Double-Kill-Versuch. Und zwar von Mäntel und Timid. Mäntel und Timid. Shit. Sind die Imposter. Oh. Ja, da kann ich jetzt auch nichts mehr gegen sagen. Das ist, da kann man direkt voten eigentlich, oder? Oh, dafür also beide gleichzeitig rausvoten? Votet mal bitte noch nicht. Ich bin gerade mit Chantau und Shorty ins Office reingelaufen und bin nach oben gelaufen. Und da hat Shorty noch gelebt und Chantau ist daneben gelaufen. Ah. Also Chantau, wie möchtest du das erklären? Shorty ist nach links. Nee. Ich hab, okay, Chantau also Nummer 1. Chantau ist wirklich Imposter. Gewotet. Ich hab eigentlich alles ein Trick. Chantau können wir voten. Let's go. Ja, Mann. Gut gemacht, Simon. Let's go. Wir haben ihn komplett verwirrt. Ja, wir haben ihn komplett verwirrt. Chantau! Ihr könnt Chantau voten. Ich hab natürlich an Matteo gewotet. Ja, ist egal. Wir schaffen es trotzdem. Das ist nicht so schlimm. Jan, belief einfach. Wollt ihr auch nochmal meine Story hören? Nee, ja, nee, wissen, dass du es bist. Gesagt, sie ist also, nach links gegangen, aber ich schieße mal ein bisschen zu früh. Fedor liegt im Office, wenn man so vom Lifeline wegläuft Richtung Admin. Wahrscheinlich hat Chantau mit seiner Imposter Vision gesehen, ah, da liegt die andere Leiche. Kann ich jetzt schon schnell reinschlachten? Ich habe Fedor reported. Du hast. Oh, das stimmt. Du bist ja noch ich habe Fedor reported. Du bist ja noch nicht. Ich habe Fedor reported, der liegt nicht. Oh, dann kann es ja gar nicht sein. Scheiße. Es könnte auch Baso sein. Der ist noch mit den beiden reingelaufen ins Office. Absoluter Killer-Move von Chantau. Er hat Shorty reported, er hat sofort Shorty reported. Ihr dürft nicht instant voten, ne? Doch, natürlich, wir wissen, dass du es bist. Nein, ich habe Fehler reported. Okay. Stimmt, ja. Na, dann habe ich jetzt natürlich jetzt... Chantau oder was? Nee, wir skippen natürlich. Nein, wir skippen natürlich. Da muss Baso, posten. Nein, das ist nicht das spät. Wenn du Mäntel votest, dann können wir 50-50 machen. Nein. Hallo, nein. 50-50 mit Baso. Nein, ihr könnt Chantau... Ich habe Mäntel gewotet. Ja, Leute, ihr dürft aber nicht direkt voten. Ihr müsst auch meine Story anhören. Ich habe doch gar nicht direkt gewotet. Du hast gesagt, ja, sie ist nach links gelaufen. Du hast gesagt, dann musst du Chantau sein und dann ich direkt. Stand daneben. Natürlich vote ich dann, wenn du sagst, oh, sie ist nach links gelaufen. Sie ist ja nicht nach links gelaufen. Doch, die ist nach links gelaufen. Ich habe doch wieder reported. Ich bin noch gar nicht bei Baso, bei Shorty gewesen. Chantau, der Grund, warum wir direkt gewotet haben, war, weil wir ein Lifeline waren und da war sie nicht, da war Shorty noch nicht tot. Dann kam die Info von Baso, dass er zu tot gelaufen ist. Baso kann sie doch gerade getötet haben. Baso kann es auch gewesen sein. Unmöglich. Oh, der Chantau ist Joker. Ich bin Crewmate. Ja, es bleibt nur noch Baso. Die beiden, denen kann ich zu 100% vertrauen, weil wir zusammen waren, als ein Double Kill passiert ist.
Es könnte sein, dass Baso alle getrickt hat. Oh, Blesk ist tot. Blesk ist tot. Wo könnte er liegen? Okay, Baso, wo? Ich habe Blesk gefunden. Wo? Im Eingang vom Office direkt. Also wenn man reinläuft, links also, direkt. Also der linke Eingang. Okay, weil Mantle und ich sind gerade von rechts reingekommen, haben gesehen, dass er schon tot ist. Die Sache ist ja die, Baso. Es gibt jetzt folgende Option. Entweder du hast die Wahrheit gesagt mit Chantao, also du hast die Wahrheit gesagt, dass du Crewmate bist. Es könnte aber auch folgendermaßen gewesen sein. Ich beschuldige Mantle und Timid. Du bekommst Panik, weil du weißt, es sind beide nicht und du denkst, einer von denen könnte vielleicht, Mantle könnte vielleicht Joker sein und deswegen sagst du schnell, Moment, bevor ihr votet. Chantao ist mit uns gerade reingelaufen und jetzt ist Shorty tot. Das könnte natürlich sein, dass du Sorge hattest, dass ich jetzt sozusagen auf einen Joker mich eingeschossen habe oder irgendwie sowas, ja? Wieso können wir dir glauben? Theoretisch ja. Ihr könnt mir glauben, weil ich Engineer bin. Ich habe tatsächlich Chantao davor auch schon wenden sehen, aber wollte die Info nicht benutzen, weil ich, keine Ahnung, Engineer ist halt so. Wo ich habe halt im Vent gehockt, habe ihn wenden sehen, links unter Electrical sein, war das, ne? Glaube ich. Aber ich habe halt, dadurch, dass wir zu dritt ins Office reingelaufen sind und 2 Sekunden später Shorty tot war, war Chantao sowieso extrem krass für mich. Okay, Baso, dann glaube ich dir. Ich glaube dir. Wenn aber hör mir zu. Ich glaube, dass ich Engineer bin, kann ich vor euch wenden und eine. Ja. Okay. Ich glaub dir, Baso, ich glaub dir. Weißt du warum? Weil es wird eine schnelle Runde. Du kannst Mantle und Timid und mir zu 100% vertrauen. Wir waren nämlich zu dritt, als beide Kills gefallen sind. Und wir haben die eine Leiche gefunden, also wir haben die Leiche zu dritt gefunden von Fedor. Und danach ist sofort die andere Leiche gestorben und reported worden, beziehungsweise, ne? Das heißt, Timid, Mantle und Unge können nichts damit zu tun haben. Du könntest natürlich jetzt noch einen klugen Play machen, aber ich glaub dir auch. Es bleiben noch Maluna und Gern. Wer ist der Erste? Wer ist wahrscheinlicher? Wäre jetzt geil, wenn ihr eine Sonderrolle habt und die revealed, Jan oder Maluna. Jan, Maluna, ich habe eine Sonderrolle, bin bewaffnet. Okay, ich hab geil. Ansonsten brav Tasks gemacht. Also okay, dann würde ich jetzt Maluna einfach voten. Maluna kann immer noch Joker sein, ne? Ja, aber ist okay, dann. Wir müssen nicht mal unbedingt voten, wenn Jan wirklich Sheriff ist, weil dann kann er halt einfach seine. Stimmt. Jan, du kannst Maluna erschießen. Maluna schießen. Ja, erschieß Maluna. Wir skippen sehr langsam. Ja, ich habe schon Maluna gewotet, sorry. Oh mein Gott, was ist, wenn Chantao kein Imposter war? Ganz kurze Frage. Simon, ich weiß ganz sicher, dass du keinen von den Kills begangen haben kannst, aber könnte Timid nicht einen Kill bei Lifeline gemacht haben und dann hochgelaufen sein? Es haben mich übrigens 2 Leute gewotet. Ich habe gewotet. Ich will jetzt einen geilen Shootout sehen. Wollen wir einen Imposter? Okay, Jan, verfolg. Such, fass. Oh, jetzt wird's lustig. Jo. Oh, Maluna hat sich einfach stehen geblieben. Sie hat darauf gehofft, dass er sich nicht traut. Ich hatte doch gar keine Möglichkeit. Ja, es war unmöglich für Maluna, da gerade noch zu gewinnen, weil die extra Rollen alle noch halbwegs drin waren. Ja, aber es ist unmöglich zu gewinnen, wenn Simon und ich zusammen sind. Das ist dann. Wenn ich nicht sofort. Genau, deswegen bin ich jetzt letzten 1,5 Stunden war ich nämlich tot, weil die Leute natürlich wissen: diese Pflanze, die muss schweigen. Ja, das stimmt. Ich habe mich gewundert, warum ihr mich nicht gesasst habt, weil ich kam nämlich von unten live. Ja, Timid, weil wir wussten, pass auf, Timid, natürlich, du hättest Fedor den Kill machen können, aber du hättest auf gar keinen Fall den Shorty Kill machen können, weil du warst ja bei uns. So. Das stimmt. Und hätte jetzt, ich hatte schon einen Plan, hätte Jan jetzt sich selbst erschossen, dann hätte ich einfach dich gewotet. Das war der Plan. Ja. Einfach alle mitnehmen. Okay, geiler Plan. Guter Plan, oder? Eine Person fehlt noch. So ein Ding ist das, so eine Runde, ganz schnell. Luna, ich dachte, Joker und jetzt kommt my time to shine. Oh, du warst Joker? Und dann, no. Dann wurde ich direkt weggemöchelt. Ich musste leider Shorty killen, weil ich dachte, sie hat mich wenden sehen, aber es war so. Ich war so warm. Als Joker ist immer eine Option, sich zu verstecken komplett, weil man hat nie ein Alibi und man wird nicht getötet. Das ist ganz geil. Ja, aber verstecken ist auch ein Sheriff und fragt nach dem Schild. Das geht auch. Ihr müsst aufpassen, ich werde jetzt Engineer, ne? Oben bei dem linken Turm hängen. Okay. Aufpassen, ich bin Engineer. Oh, Leute. Good luck, okay. Good luck, Fun. Ey, was? Das kann doch nicht sein, wirklich. Ich weiß, wie oft in Folge links. Scheiß drauf, Digga. Jetzt nochmal schnell eine Runde, dann noch eine Runde ballern, das wär gut. Aber ich glaube, es könnte vielleicht sogar die letzte Runde sein. Mantle, wohin mit unserem Leben? Kann ich dir diesmal vertrauen, Mantle?
Soll ich Mental wieder vertrauen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Oh! Sian ist tot. 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 Nein, Mental ist Joker. Ich bin ja komplett verwirrt. Die sind. Nein! Das war Double Kill direkt bei uns, oder nicht? Ich glaube, ich habe gerade Weiß auf der Lifeline tot gesehen. Ich bin ja komplett verwirrt. Nein, nein, nein. Maluna und schon wieder erste Runde tot. Simon sind gestorben. Das kann nicht sein. Bei uns im Office. Das kann nicht sein. Schon wieder erste Runde tot. Oder nicht? Das kann nicht sein. Ja, ja, 100%. Wir standen eben noch Office, ja. Wir waren zu sechs vorher. Jan ist schön fein raus. Kann kein Imposter sein. Der ist in der Kamera. Das ist korrekt. Ich war mit Vleskins Security jetzt eben mit Shorty an Lights. Hä, wie hast du denn reported, wenn du an Kamera bist? Ich war an Kamera, hab euch in Lifeline gesehen, ich bin der Medic und dachte mir, wenn ich da jetzt hinlaufe und das Light ausgeht und jemand stirbt, dann kriege ich den geilsten Report raus. 7 Sekunden, sprich 2 Sekunden mehr und ich hätte den Killer sofort. Ich habe aber nur die Farbe und die ist hell. Hau raus. Ui. Hä, ja. Warte mal. Könnt ihr sagen, welche Farbe hell ist? Gelogen. Ist rot hell? Vlesk, wie kannst du so schnell darüber kommen? Naja, mit meinem Bein. Hast du mich mal laufen sehen? Warte mal. Also nochmal ganz kurz. Ich bin eine Maschine. Dünner Wetter, warte. Nee, Matteo, ist schon eine Weile her, dass Vlesk bei Secure war. Also ja. Das ist schon. Er hat ja gesagt, er hat uns eine Lifeline gesehen und dachte, läuft schon mal los, falls ein Kill passiert, weißt du? Deswegen. Body Report. The killer appears to be a lighter color. Also, Shorty, Timid, Mental, Chantau habe ich gesehen. Shorty genau. Danach noch im Zwang, Lights, alle da. Beim Lightsfixen gesehen. Also, helle Farbe, kann ich nicht sein. Chantau und Shorty. Fedor ist auch nicht hell. Was ist alles hell? Nur Chantau und Shorty. Nur Chantau und denk dran, ja. Es war ein Double Kill. Das Jan heißt, ist auch dunkel? Ich glaube, ich bin hell. Ich möchte bitte und einwerfen, dass Vlesk auch eine helle Farbe hat. Ja, das stimmt. Ja, aber er würde das auch selber nicht droppen, dass er oder? Die Medic-Rolle natürlich, er kann vielleicht. Sich die Medic-Rolle claimen als Imposter, das hat er schon mal gemacht. Also auch schon lange her, dass ich Vlesk war. War so böse. So böse? Das ist schon. Ich hätte jetzt direkt Shorty gewonnen, aber Vlesk also, kann wirklich also, Vlesk, sowas würdest du nicht tun, oder? Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob es ja, okay, ich glaub dir. Shorty, könnt ihr noch einmal sagen, welche Farben alle hell sind? Hat jemand hast du gewotet? Hell sind Vlesk, ich, Shorty und, genau. Okay, die hellen Farben sind die hellen Farben sind Chantau und Shorty. Jan ist egal, weil wenn ich nicht lüge, und ja, nur dann macht das überhaupt Sinn, dann ist Jan fein raus und ich auch. Vlesk kann genauso gut trotzdem Imposter sein und sich das nicht ausgedacht haben. Ist das ist korrekt, drin. Aber wenn ich sterbe, wisst ihr, Chantau, Shorty, einer von den beiden ist auf jeden Fall Imposter. Ja, Poster. Wenn du schiffst. Vlesk, du musst mir nächste Runde nochmal kurz erklären, warum du losgelaufen bist. Warum dachtest du, dass jemand tot ist? Oh, ich bin Geist. Egal. Ich mache jetzt erstmal keine Aufgaben. Ich habe noch genug Zeit. Ich will jetzt erst ein bisschen spectaten. Wir wissen ja, dass Gelb böse ist. Wir nutzen jetzt diese Geisterrolle als Moderator, Leute. Das ist jetzt der Plan. Wir nutzen die Geisterrolle jetzt als Moderatorrolle und machen was Geiles draus. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, nur rumfliegen und leise sein und Tats machen, das ist. Okay, das war gut geschossen. Sheriff, das ist richtig geil. Sheriff hat das geschossen. Ist richtig smart. Shorty ist der Sheriff. Nee. Shorty ist der Sheriff. Jan habe ich geschildert, sprich, der weiß, dass ich die Wahrheit sage und der Einzige überbleibt ist schon da. Was? Shorty ist Sheriff. Nochmal, Jan, sag mal, was du gesehen hast, was passiert ist. Jan, entmute dich. Jan, entmute dich erst vielleicht, ja. Sorry, ich bin sehr verwirrt. Also ich laufe ins Office rein, Shorty fällt vor meinen Augen um, sah so aus, als hätte sie auf Vlesk geschossen. Aber ich bin nicht sicher, ob das so war. Und wen hattest du geschildert? Jan, du leuchtest blau gerade, ne? Ich leuchte nicht blau. Oh, Vlesk, du verarschst mich! Ich bin draufgesprungen! Oh mein so Gott! Ey, es ist krank einfach, was mit dem Jungen los ist. Jan! Shit. Raus mit dir, Vlesk! Raus, Mann! Nein! Raus. Nein, votet mich! Ich bin Medic! Ich bin wirklich ja, Medic! Klar. Shorty hat auf mich geschossen gerade! Das hast du schon die mal gemacht. Die Poster pushen gerade gegen mich. Okay, Chantau ist Nummer 1. Jetzt müssen wir ganz kurz, bevor ich fliege, würde ich gerne jetzt ermitteln, wer Nummer 2 ist. Weil einer von denen, die mich jetzt gepusht haben, Matteo Timid, ist, denke ich, Nummer 2. Matteo, also okay, ist das ist völliger, auf Vlesk geschossen, oder das ist völliger Bullshit. Vlesk, du sagst, Jan, hast du ein blaues Schild? Jan sagt nein und dann sollen wir angeblich die Schuldigen sein, oder ja, was? Ja, Matteo, denkst du, ich würde das sagen, wenn er kein Schild hat? Jan hat es einfach nicht gemerkt. So Gambles ich machst, muss gestehen, dass ich nicht genau weiß, wie das Schild aussieht. Du leuchtest so ein blauer Rahmen um dich also, rum. Matteo, jetzt denk mal drüber nach. Wenn ich Imposter bin, nee, warum sollte ich... Nee, das siehst du in der Lobby nicht.
warum, ja, sollte ich denn jetzt gerade sagen, als Imposter, wenn ich Medic fake, ja, Jan, ich hab dich geschildert, hast du das gesehen? Aber wisst ihr, was auch das größte Problem ist? Wenn Vlesk Imposter wäre, würde er jetzt nicht Shorty wegmachen, weil er hat ja Shorty und Chantau gesusst. Das waren ja seine einzigen Suspects. Aber angeblich, dann würde er sie doch nicht wegmachen. Angeblich war auch ein Sheriff selbst. Dann pusht er den Vote auf mich, dann pusht er den Vote auf mich, das ist doch so perfekt für ihn. Ja, aber dann wenn hab ich einen Crewmate raus, aber dann ist der Imposter raus. Oha. 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 Naja, aber warum, also ihr kickt mich so jetzt auf Jan durch Fehlinformationen. Aber ich skippe. Sorry, ich hab Vlesk jetzt gewotet, okay, aber... Ja, also das ist natürlich Quatsch. Aber jetzt, also meine Info stimmt. Chantau ist auf jeden Fall 100.000% Imposter und ihr habt keinen Sheriff mehr. Ihr müsst ihn voten. Ihr müsst ihn voten. Nö. Okay, jetzt gucken wir mal, ob Chantau aus der Situation rauskommt. Wenn die jetzt den Reaktor rechtzeitig anmachen und einen Double Kill machen, haben die gewonnen. Aber Chantau macht es nicht. Chantau, Reaktor anmachen und Double Killen. Reaktor anmachen und Double Killen. Ja, genau. Jetzt ist das Wichtige ein Double Kill. Oh oh. Oh oh. Der Reaktor wurde schon direkt gefixt. Oh oh. Nein. Oh, ich hörst du. Es muss so ein Kill jetzt passieren. Der andere muss jetzt einen Kill machen. Okay. Chantaus Kollege muss jetzt einen Kill machen, dann ist die Runde vorbei. Chantaus Kollege muss jetzt einen Kill machen, aber er macht keinen Kill. Chantaus Kollege macht einfach keinen Kill. Hä? Ihr entschärft den Reaktor und drückt den Button nicht? Ey, bin ich denn hier von Idioten umgeben? Okay. So, ich kann Mental entlasten, wir haben die Leiche auf Security gesehen. Mental ist hingelaufen. Das ist richtig. Muss kurz überlegen. Aber jetzt nochmal, für die letzte Runde, wenn... Jan, bist du blau oder nicht blau? Jetzt leuchte ich Jan nicht mehr. Ich hab's davor nicht gesehen. Ich hab's aber auch vorher schon mal nicht gesehen. Nee, könnte echt sein. Aber das heißt quasi, weil das ist ja eigentlich, das muss ja dann das... Das muss es ja hergeben. Wenn du blau warst, dann war. Also, der wird ja. Das wäre ja komplett dämlich, da zu lügen, oder? Das Problem ist, das kriegen wir nicht mehr zusammen. Und wenn der Medic stirbt, dann ist das Schild sowieso weg. Ach so, dann ist weg, okay. Ihr könnt mich gerne trotzdem solidaritätsmäßig. Bin ich dabei. Aber könntest du dem. Ansonsten ist Vlesk eh wütend. Können jetzt noch zwei übrig sein, oder nicht? Nee, ich weiß ja, dass ich Crewmate bin, Vlesk beim Poster. Nein, Joker, es sind noch zwei drinne, glaube ich. Ich glaube, Vlesk hat sogar, ich glaube, Vlesk war wirklich, wirklich Medic. Shorty hat auf Vlesk geschossen, weil Vlesk sie gesusst hat, aber sie ja weiß, dass sie Sheriff war. Und, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach auf gut Glück auf Vlesk geschossen hat. Ja gut, Basu, ich weiß ja, dass ich Crewmate bin. Er hat ja nach dem Medic-Report müssten wir jetzt Chantau rauskicken. Weil wir ja, noch genau, zwei deswegen sage ich ja, fernsthalber könnte er mich auch noch rauskicken. Wenn, so heißt wenn es nicht Vlesk war. Nee, das ist... Und Mental... Wenn Chantau Joker wäre, hätte er das ja angenommen, die Beschuldigung von Vlesk die Runde davor, oder? Ja, ich bin Crewmate, wie gesagt. Also, Fairness aber einfach rauskicken halt. Wenn Chantau wirklich Crewmate ist, haben wir verloren. Aber nee, ich weiß ja, dass Vlesk Anschuldigung Infos nicht gestimmt hat. Aber es wenn, kann ja auch sein, dass Chantau Crewmate ist. Warum sollte denn Vlesk, oder? Warum ja, sollte Vlesk weiß, als Imposter weiß, Shorty Imposter wegmachen, ist, wenn er sie vorher noch gesusst hat? Und es ja, nur zwei Sass. Also, Vlesk macht Shorty weg, um quasi noch mich dann rauszupushen, weil. Also, ich habe gesehen, dass Shorty vor meinen Augen umkippt und Vlesk daneben steht. Ich weiß nicht, ob es ein Sheriff-Kill war, aber das. Also, meiner Meinung nach müssen wir Chantau hier voten. Okay. Ja, wie gesagt, ihr könnt mich gerne voten. GG, Chantau. Ja, keine Ahnung, ich bin richtig von doll verwirrt von der Runde. Kann der Joker sein? Ja, ich könnte Joker sein, aber ich weiß ja, dass Vlesk Imposter war und ich gut mit. Gut, dass sie noch gewotet haben, dass sie sich nicht belabern lassen haben. Ist Fedor der andere? Muss ja, ne? Okay. Ich hoffe, dass Fedor der andere ist. Ich bin jetzt mich selber als Zuschauer verwirrt. Ja, Fedor weiß nicht, was er tut. Er rennt wieder random rum. Okay, kann Fedor die Situation noch entschärfen? Wird Fedor jetzt hier den wichtigen letzten Kill machen oder nicht? Das ist hier die Frage. Öffnet die Tür? Er versucht, die Tür zu öffnen. Er schafft es aber gerade nicht, die Tür zu öffnen.
Fedor. Wir haben Fedor aus den Augen verloren, Leute. Wo könnte er hin verschwunden sein? Ich mache einfach meine Aufgabe. Wir müssen ihn aber verfolgen. Wir müssen ihn verfolgen. Oh nein. Ich weiß immer noch nicht, ob es wirklich Fedor ist, aber es müsste Fedor sein. Okay, jetzt. Ach, kurz noch Müll. So. Ach komm, schnell noch die Kometen abschießen. Komm schon, Double Kill. Na. Schade. Kein Double Kill. Also ein Double Kill, ja. Okay, da ist Fedor. Er ist am Admin Table. Und wird der Baso abschlachten? Wir sehen hier am Rand. Nein. Oh. Hä? Heilige Scheiße, mein Puls, ey. Ich bin gerade von, wie heißt das da unten, von Admin raus und hab Baso links unten in den Vent. Ja. Boah, ich muss nachdenken. Bedeutet, dann bist du Ingenieur und Mental oder Imposter und Mental, wo bist du gerade? Du hast. Nee, Baso, du hast reported gerade. Ich habe reported, ja. Wo bist du denn, Matteo? Warum fragst du mich, wo ich bin? Weil ich wissen will, wo du bist, natürlich. Ja, aber. Ja? Ich bin bei Electrical, also vor den Kameras kurz. Wo kamst du her, Fedor? Also, wo warst denn du, bevor du im Admin warst? Ich bin eine ganze Runde gelaufen. Ich muss den Namen nachschauen, warte. Also durch diesen Raum mit den langen Tunneln? Genau, ja. Rechts unten? Ja. Aber hast du dann oben nicht Jan gesehen? Weil Jan liegt nämlich im oberen, also in diesem oberen, wo man so eine Dusche kriegt. Im Labor. Nee, den habe ich nicht gesehen, ne. Ich habe da unten eine Task gemacht. Und dann bin ich zu dir in das Admin-Ding gelaufen. Und dann habe ich dich links unten runterspringen sehen und dann hast du reported. Matteo, warum bist du so leise? Bist du im Posten? Weil ich versuche rauszufinden, wer von euch beiden versucht zu verarschen. Ob es ein Self-Report war vom Baso? Ich bin Engineer. Ich bin da du unten bist in also den jetzt Event gehopst. Engineer. Ja, ich bin Engineer. Ich habe Admin Panel geguckt, nachdem ich Lifeline gesehen habe, dass Jan tot ist. Ich habe Admin Panel geguckt und wusste dann, dass ich schnell reporten muss. Und bin dann von dem Admin-Vent unten hochgewendet ins Labor, weil ich den Punkt im Labor gesehen habe und habe dann Jan reported. Matteo ist es, glaube ich. Keine Ahnung, Fedor. Nee, ich bin's nicht, Fedor. Ich bin's nicht. Auf wen? Ich habe auf Matteo gewartet. Ah! Oh. Okay. Okay. Mein Herz. Oh Gott. Ich habe Reaktor gefixt, weil ich Engineer bin. Und da habe ich auf den Ball gedreht. Oh mein Gott. Oh. Ich weiß aber immer noch nicht. Ich glaube, es ist Matteo. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Also warte mal. Ich muss versuchen, jetzt zu verstehen. Wer auch immer jetzt von euch beiden Crewmate ist, muss mir glauben, weil ich gerade die Sabotage gefixt habe. Dieses Bäb, dieses, was da gerade anging. Sonst hätten wir hier hinlaufen müssen. Gerade gefixt, ich auf den Button gedrückt. Okay. Dann vote ich jetzt Fedor. Ich vote Fedor. Oh nein, bitte nicht. Was ist denn das jetzt? Ich habe Fedor gewotet. Aber gut, dann Baso, wenn du gut bist, dann muss ich dir vertrauen, was du votest, oder? Ja. Aber ich weiß nicht, ob Matteo.
Ich weiß nicht, wer es von euch beiden ist. Ich habe zu wenig mitbekommen, weil ich zu viel im Wendt gehangen habe. Ja gut, ich muss auf das gehen, auf das du gehst. Ich meine, guck mal, letzte Runde vielleicht auch da. Ich hätte letzte Runde ja schon gewinnen können, quasi, wenn ich schlecht wäre, weil du ja auf ihn gewotet hast. Ja. Also das insofern... Ich glaube, es ist Matteo, weil ich dich in der Runde, wo Jan gestorben ist, noch im Admin gesehen habe. Baso, ich bin's nicht. Matteo, wenn du Crewmate wärst, würdest du viel mehr mit mir zusammenarbeiten, damit wir Fedor voten. Ich hab doch Fedor gewotet jetzt gerade eben. Ja, aber du hast nur gesagt, ich vote Fedor. Du hast nicht gesagt, ich hab ihn gewotet. Ich hab ihn gewotet. Ja, das ist gut für dich, aber... Ich hab ihn... Du musst ja mich überzeugen. Ich bin kein Imposter. Ich hasse das. Ich hasse das so doll. Ich vote jetzt Matteo. Kann sein, dass ich die Runde verliere, sorry. Ja. Ah, ich dachte, okay. Fedor. Ah. Es ist die beste Runde, die ich je gesehen habe. Ich hab das so schwierig. Mensa war aber Joker, oder? Ja, Mensa war Joker. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Ben. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Oh mein Gott. Noch versuche, Crewmate zu sein und nicht. Ich habe sogar mich selbst nicht. Ja, Ehre, dass du dich selbst nicht geholt hast. Bei der ersten Vote dachte ich. Ich habe an den Joker nicht mehr gedacht. Beim ersten Vote dachte ich, Fedor hat sich extra selber nicht. Also hat extra nicht gewotet, damit es unentschieden bleibt. Aber beim zweiten Mal hat er dann doch gewotet. Fedor, hättest du es wieder nicht gewotet, hättest du einfach danach killen können. Dann hättest du gewonnen, ja. Warum hat mein Kompagnon den Reaktor angedingst? Ja, weil die sonst den Button drücken. Und dann machen sie ein Meeting und. Aber Baso hatte noch Sabotage. Baso hatte noch Insta-Repair. Ja. Also, wenn man sabotiert, dann können sie da den Button nicht drücken. Dann können sie quasi kein Meeting machen. Aber sie. Ja. Okay, aber das hat. Ja, okay, ja. Okay. Aber sie ist Engineer. Genau. Hat es sofort gefixt, genau. Aber hier seid ihr die wildesten Spieler, die es gibt. Also, wie könnt ihr denn glauben, dass ich da lüge an der Stelle? Ich hab einen Joker. Sorry, an der Stelle hätte ich auch Matteo gewotet. Was willst du denn da machen? Ich hab halt gedacht, dadurch, dass Matteo nicht mit mir zusammen versucht hat, den Imposter zu finden, dachte ich, dass Matteo sein muss. Aber Matteo war. Also, Baso, weißt du, wie schwer das gerade für mich war? Nicht so zu wirken wie ein Joker und so zu wirken wie ein Imposter, aber nicht so auffällig. Ich habe gerade innerlich, hat es mich zerrissen gerade. Aber fand ich sehr stark. Ich hätte jetzt nochmal warten müssen. Ja, genau. Du hättest nochmal dich nicht selber voten. Also du hättest doch nochmal, also du hast nochmal einfach nicht voten. Ich habe mich zweimal nicht selbst gewotet. Und ich habe sogar den Imposter gewotet. Ja. Ich auch mein Fehler gesagt, war, dass alles gut. Alles gut, vor ihr gewotet habt. Ja, ja, der Imposter hätte skippen müssen oder auslaufen müssen. Ich hätte echt den Five-Head-Move als Sheriff gemacht, weil Vlesk noch meinte, es ist entweder Chantau oder Shorty. Und in dem Moment, wo ich quasi als Sheriff sterbe gegen Vlesk, entweder sterbe halt ich und wir wissen, es ist Chantau oder Vlesk stirbt. Und dann ja, aber ich hätte noch gesagt, dass er ein Schild bekommen hätte von irgendjemandem. Ja, ich hab Young Schild, das hat er natürlich nicht gesehen, aber... Aber dass er dann auch was für ein abgefuckter Imposter muss ich denn sein, dass ich sage, ich habe Jan geschildet, so random in der Runde. Ja, sorry, ich habe auch so schnell gesagt, nee, ich bin nicht blau und dann kamen sofort die ganzen Klicks. Fedor übrigens, als wir noch zu sechst waren, da habe ich einen Reaktor angemacht und wenn wir da zur selben Zeit jemanden töten, gewinnen wir auch direkt von 6 auf 4. Ja, runter. Sorry. Ich habe es direkt danach Info, gemerkt. Ist ja nicht schlimm. Es war richtig bad von mir, ja. Hätte Baso nicht den Instafix gehabt, hättest du gewonnen, Fedor. Ja. Du hättest gewonnen. Das war der Instafix, hat's gerettet. Es hätte ja auch sein können, dass ich den schon vorher benutzt hätte, so, aber ich hatte den halt noch übrig gerade. Ja. Aber ich fand es sehr stark. Das war eine ganz wilde Konstellation von drei Sachen. Also, dass der Engineer, der Crewmate ist. Das war krass. Ja. Ja. Ey, vielen Dank fürs Mitspielen. Nice. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich muss mich jetzt schon ausklinken. War wirklich super, super stark. Mega spannend. Danke euch allen und noch einen schönen Abend. Ja, euch auch. Küsse, ganz liebe Grüße. Ciao, ciao. Küsse. Aha, schade. Ich habe gehofft, ich kriege am Ende noch mal eine coole Rolle. Aber egal, wir hatten eine coole Imposter-Runde, wir hatten auch eine coole Joker-Runde und so. Aber leider nicht so viele. Wir hatten überwiegend Crew-Runden. Was soll ich sagen, Leute? Uns ist irgendwas Cooles angekündigt worden bei PlayStation. Ich gucke gerade in meine Twitter-Timeline. Neuer Final Fantasy VII Remake-Content. Ratchet & Clank, God of War. Horizon, hat man vermisst. Schreibt Nintendo. Ja, nichts, was mich jetzt wirklich interessiert. Also, es ist okay. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die meisten PlayStation-Spiele sind jetzt nicht so, dass die mich jetzt übelst reizen.
Ich habe mich tatsächlich mehr auf die Nintendo Direct gefreut und die hat mich leider ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Irgendwas Cooles, neues Mario Kart oder so. Aber, ja, die PlayStation State of, wie heißt das, State of Play oder what, hat mich jetzt nicht so wirklich interessiert. Habe ich, glaube ich, nichts verpasst. So. Wir haben noch ein paar Geburtstagskinder, beziehungsweise jetzt nachträglich Geburtstagskinder, denn vor 3 Minuten hatten die noch Geburtstag, jetzt nicht mehr. Ich werde einmal kurz die Geburtstagskinder im Voll begrüßen, und zwar einmal den Rexbex. Küsse gehen raus, alles Gute nachträglich. Finn, alles Gute nachträglich. Kuss. Lena, alles Gute nachträglich. Kuss, 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 Kuss. Krusti, Happy Birthday nachträglich. Effi, alles Gute nachträglich. Max, alles Gute nachträglich. Alena, alles Gute nachträglich. Vlofinator, alles Gute nachträglich. Küsse und Superbanane, alles Gute nachträglich. Kuss, Kuss, Kuss. Und jetzt kriegt ihr nochmal nachträglich ein schönes Ständchen zum Geburtstag. Nemo, alles klar? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Rexbex, Finn, Lena, Krusti, Effi, Max, Alena, Wolfinator und Superbanane. Happy Birthday to you. Küsse gehen raus. Wir sehen uns morgen wieder zu Unklickt. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Erholt euch gut. Morgen kurzer Stream, ne? Morgen nur kleiner Stream. Ein Stündchen Unklickt. Freitag nie lange. Und am Samstag gibt es wieder was Geiles. Nach Unklickt gibt es wieder eine geile Gaming-Session. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wird wild. Kuss.